Es ist der 6.7.2017. Hier ist der Sendegarten. Hier hört die Stimme von Martin Rützler. Ich begrüße alle, die jetzt gewisses Unheil über sich haben, sei es in Südwestfalen, wo Regen und Hagel vom Himmel kommt, oder in Hamburg, wo Politiker vom Himmel fallen. Lasst euch nicht unterkriegen. Im Zweifelsfalle schaltet in den Sendegarten. Da ist es eigentlich immer recht behaglich. Und dafür sorgen nicht nur so Menschen wie ich, die jetzt ihre Begrüßung machen, sondern natürlich auch die wackeren Mitstreiter, von denen heute der Sebastian da ist. Hallo, guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Und ich befürchte, dass es heute eine sehr techniklastige und doch sehr nerdige Sendung werden wird, denn wir haben noch so einen Nerd eingeladen, nämlich den Stefan Traut. Hallo Stefan. Hallo, guten Abend. Freut mich, dass ich dabei sein kann. Falls jetzt jemand mit dem Namen Stefan Traut nicht so richtig viel anfangen kann, möglicherweise habt ihr schon mal Funkenstrahlen gehört, das ist sein Nickname, oder den Kondensator-Podcast gehört. Das ist die Stimme, die den Kondensator-Podcast macht. Aber dazu auch später noch mehr. Wie geht's euch, meine Herren? Habt ihr Regen über euch? Nein, leider nicht. Hier ist es sehr warm und ich schwitze auch schon unter den Kopfhörern und hoffe, dass es bald draußen ein bisschen abkühlt und dass ich später das Fenster aufmachen kann. Ich wäre jetzt froh über ein bisschen Regen. Ja, also hier ist es sonnig, aber noch nicht, also es gab schon heißere Tage in diesem Jahr, wo es wirklich unangenehm war, aber heute hält sich's noch in Grenzen, das geht noch. Wir haben uns gerade schon versucht zu erinnern an die Sendung, wo bei dir der Blitz eingeschlagen war in der Umgebung. Das ist heute weit davon entfernt. Ja, wobei vor 3 Tagen oder so hatte ich schon so wieder auf das Wetterradar geguckt. Da hieß es, glaube ich, noch wirklich, dass heute Abend Gewittergefahr wieder ist. Da dachte ich nur, nicht schon wieder. Aber das hat sich zum Glück dann doch nochmal geändert, die Vorhersage. Und ja, wie man hören kann, und ja, ist alles gut. Nichts kaputt gegangen. Ja. Alles nochmal. Das ist ja auch wichtig, ne? Könnte ja auch schnell mal Schaden nehmen. Oder wenn der Blitz richtig einfährt, dann kann unsere empfindliche Technik natürlich auch leiden. Und dann hat man nicht nur eine Brummschleife, sondern ganz viele oder dann, gar keine. Ja, nicht mehr, dann gar nichts mehr. Hat sich ganz schnell ausgebrummt mit einem Einschlag hier. Naja, gut. Wer noch einschlagen wird. Ach, Überleitung für 100, das ist der liebe Lars, der Sastikel, der ist auf dem Wege, der wird irgendwann im Laufe des Abends noch dazukommen, auf wen wir leider verzichten müssen, wahrscheinlich ist der Marc und Melanie und Jörg sind ja auch sozusagen in einer Parkposition, in einem Parkorbit unterwegs, aber auf den Lars setzen wir noch, der ist auf dem Wege und wenn alles gut geht und er jetzt nicht von irgendwelchen herabgestürzten Ästen behindert wird, die da irgendwo auf den Bahngleisen liegen, wie wir ja gehört haben vielleicht, dann wird er auch noch hier erscheinen. Aber wir fangen einfach schon mal an und wir fangen ja immer an mit der neuen Ernte und dann gucken wir mal, was bei uns da so eingegangen ist. So, in der letzten Episode hat mir der Sebastian über Podlife erzählt. Ich wusste gar nicht, was das ist und er hat mir dann so schön erzählt, worum es da geht. Das ist also eine App, in der man dann Live-Angebote gleich mithören kann. Die hat, Klammer auf, der Stefan und der Gregor, wie heißt er, mitgebaut? Frank Gregor, also Frank heißt er, heißt gar nicht Gregor. Vorne und hinten nicht vertauschen. So, und ich habe ja dann ganz spontan gesagt, ja, das ist ja alles ganz schön, wenn das für die Apple-Welt, für die iPhones und so weiter existiert, aber ich bin Windows-Nutzer und ich habe wieder mal gar nichts davon. Ich bräuchte jemanden, der das auf Windows bringt. Und mir fiel dann gleich der Metacast ein. die Nähe ist ja einfach mal da. Ich war ja da auch schon mal zu Gast beim Martin und so. Und ich wusste, dass Jan und Philipp da irgendwie im Windows-Universum zu tun haben und habe noch während der Sendung von ihm ja auch die Rückmeldung bekommen. Ja, ich frage mal einfach nach. Und der Martin hat das tatsächlich gemacht. Und was der Jan geantwortet hat, das hören wir uns jetzt mal an. Jetzt, Jan, ich habe dich ja schon mal vorbereitet, dass die Frage kommen wird. Du bist ja Entwickler. Und zwar Microsoft-Entwickler. Und letzte Woche war der Sendegarten und der Martin Rützler hat sich das angehört von Podlife, was der Sebastian ihm da erzählt hat in der Sendung. Er hat ihm gesagt so, ja, aber ich habe doch Windows Phone und ich würde das vielleicht auch gerne irgendwie benutzen. Und ja, sagt Sebastian, aber es gibt keinen, der das baut.
So. Ach, die geil, ich höre dir trapsen. Genau, und dann kommt der Martin Rützler an und sagt so, ja, ich weiß ja nicht, ob der Martin vom Metacast, aber ich glaube die anderen beiden, der Jan oder der Phil oder so, irgendwie bin ich doch der Meinung, irgendeiner hat doch mal was erzählt von Windows und so weiter und Entwickler und so. Mhm. Und ich hatte das dann auch mitgehört und habe dann gesagt, ich frage mal. Das heißt ja nun noch nicht viel. Aber Jan, ich frage jetzt mal, hättest du überhaupt Zeit dafür, sowas, naja, angucken geht vielleicht, ne? Also ich finde das ja schön. Also ich frage mal, das heißt ja erstmal nichts. Wenn Martin sagt, ich frage mal, dann heißt das gottverdammt viel. Nein. Fühl dich nicht verpflichtet, deswegen mache ich das hier ja live. Was ich sagen will, ist, genau. Martin fragt gerne, das tut er sehr gerne und sehr gut. Mhm. Und ja, also ich kann mir vorstellen, das mal anzuschauen. Ich kann momentan nicht versprechen, was das zeitlich bedeutet, aber ich fände es auf jeden Fall mal super interessant, mal was in dem Bereich zu machen, weil beruflich habe ich jetzt mittlerweile mit meinem aktuellen Arbeitgeber gar nichts mehr mit Mobile Devices zu tun. Mhm. Vor dem Arbeitgeber, also was ich davor gemacht habe, war Mobile Devices und wie du richtig erkannt hast, ich bin Microsoft.net Entwickler. Also im Prinzip, ja, könnte ich und ich denke, das sollte zeitlich machbar sein. Ich würde es mir auf jeden Fall mal gerne anschauen. Ja, siehst du wohl. Ja, super. Ja, ich meine, das ist doch schon mal mehr, als ich überhaupt gedacht hätte. Also ich hätte ja sofort gesagt, nee, mach ich nicht. Nee. Ich kann das ja auch nicht. Zu interessant. Dafür bin ich dann zu sehr Bastler, der dann sagt so, oh cool, noch was, das habe ich schon lange nicht mehr oder noch nie gemacht, da habe ich jetzt mal Bock drauf. Ja, na siehst du. Ja, dann, hallo Welt, jetzt weißt du das. Und auch Martin Rützler weiß das jetzt hoffentlich oder irgendwann. Oh, wenn er das nachhört und ja, dann gucken wir mal, wie wir euch da zusammenkriegen und ob das überhaupt möglich ist und was da geht und was nicht. Genau. Genau. Super. Danke, Erik. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich die Mutdose vergessen. Vielen lieben Dank im Chat. Du hast darauf hingewiesen. So, wir haben es also wirklich jetzt gehört. Das war der Martin vom Metacast, der den Jan gefragt hat, ob eine Entwicklung für Podlife auf Windows-Basis möglich ist. Und der hat nicht Nein gesagt. Wie unvorsichtig von ihm. Wer das Ganze nochmal nachhören möchte, das ist aus dem Metacast 103. Es gibt da noch ein bisschen vorher und ein bisschen danach, aber ich habe das versucht, auf den Kern zu beschränken. Was sagt ihr denn dazu, Sebastian? Ja, ich habe mich natürlich super gefreut. Achso, Stefan, gerne, ja. Ja. Ja, also ich habe den Metacast, ich höre den Metacast ja auch sehr gerne und ich habe das dort im Metacast auch gehört und ich habe mich total gefreut, das zu hören, dass er da Interesse hat, weil wir hatten ja auch schon, im Sendegarn habe ich das gehört, dass du dir gewünscht hast für Windows Phone was. Wir hatten auch schon auf Twitter Anfragen für Android. Und ich finde es super, wenn sich da jemand engagieren möchte, weil ich selbst beschäftige mich halt bisher nur mit iOS-Entwicklung und der Frank ist auch so dazugestoßen, weil er gerne Mac-App machen möchte. Es war eigentlich ein bisschen ähnlich, wie es jetzt hier war. So, fand das ein tolles Projekt, wollte schon immer mal da in die Richtung eine App bauen und hat sich da angeschlossen und dann haben wir dann jetzt zusammen das Projekt entwickelt und wir sind da offen, wenn jemand Lust hat, da sich anzuschließen und dafür eine Plattform was zu bauen, wäre das super, weil wir selbst haben halt da kein Wissen, was dahinter steckt und auch keine Zeit, uns jetzt da komplett nochmal ein anderes System irgendwie anzusehen. Und wenn da jemand mitmachen möchte, sind wir da offen. Also ich würde mich freuen, wenn da der Kontakt zustande kommt. Super. Was hast du dazu, Sebastian? Kann ich mich nur anschließen, ja. Also auch andere, ja, Android, das wäre auch, denke ich, ganz, ganz cool, wenn wir da jetzt so plattformmäßig aufschließen könnten. Das wäre natürlich klasse, weil dann, ja, dann wird sich da auch die Hörer und Hörerinnenzahlen natürlich auch wieder spiegeln, dass da halt auch so ein bisschen einfacher der Einstieg drin ist, ne? Habt ihr den Eindruck, der Jan macht das wirklich freiwillig? Ich habe so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass wir den da jetzt irgendwo hinzwingen, wo er vielleicht gar nicht sein möchte. Also das sollte auf keinen Fall passieren. Nicht einschätzen, aber ja. Ja, ich meine, er ist ja nicht dazu gezwungen. Er hat ja auch gesagt, er will sich das erstmal angucken, was das für ein Aufwand ist. Und das kann ich gut nachvollziehen, klar. Ja, also ja, das. Also, lieber Jan, falls du dich in irgendeiner Weise in die Enge gedrängt fühlst, beziehungsweise du sagst, du guckst dir das an und sagst, nee, da will ich mich nicht mit abgeben, dann lass es auch, ja. Also bitte mach es nur wirklich, wenn es freiwillig macht. Sonst habe ich echt ein schlechtes Gewissen, sonst kriegst du von mir eine Schokolade. So, als Wiedergutmachung. Mehr
an Rückmeldungen zur letzten Sendung ist bei mir nicht eingegangen. Also nochmal ganz kurz, wir hatten zu Gast den Guido Brombach und haben über Bildung und Bildungsurlaub und auch ein paar politische Sachen, ich bin ja fast politischer geworden, als ich es eigentlich sein möchte. Wir haben über Edufunk, dieses Netzwerk von Bildungspodcastern gesprochen. Das hat, ich habe einige positive, aber so ja, freundlich positive Rückmeldung bekommen, aber jetzt keine konkreten Hinweise, irgendwie was vergessen, was falsch oder hier noch eine Ergänzung oder so. Also scheint irgendwie ruhig aufgenommen worden zu sein. Ist bei dir noch was angekommen, Sebastian? Habe ich irgendwas übersehen? Nee, also mir ist jetzt auch nichts weiter im Blog und alles. Das war eigentlich alles ruhig. Ja. Gut. Ja, nicht gelobt ist, nee, nicht geschimpft ist gelobt genug. Ja, so sagen sie. Okay, dann nehmen wir das mal als positives Zeichen. Genau. Nicht zu viel Falsches erzählt und dann beenden wir die neue Ernte und gucken mal, wer da eigentlich auf der Gartenbank sitzt. So, vorhin schon erwähnt und jetzt auch gerade schon einmal zu hören gewesen, Stefan Traut, die Funken strahlen. Und ich bin neugierig, Stefan, ich möchte dich einfach mal so ein bisschen kennenlernen. Was ist der Grund, warum sprichst du in Mikrofone und wann hat das überhaupt angefangen? Das in Mikrofone sprechen oder das Zuhören, wie andere in Mikrofone sprechen, ist die Frage, wo wir anfangen. Du möchtest, du kannst das auch also selber definieren. Ich war schon, bevor ich beschlossen habe, dass ich auch meine Mikrofone sprechen will, war ich total Podcast-addicted, würde ich sagen. Also ich habe sehr viele Podcasts gehört. Ich finde es für mich eine super tolle Möglichkeit, mich über alle möglichen Themen zu informieren und da einen tollen Einblick in Debatten und Diskussionen zu bekommen, weil eben das Format Podcast durch die freie Länge und auch durch das Lockere einfach einen tollen Einblick gibt, finde ich, und da so viel Vielfalt herrscht. Und ich mag das einfach gern unterwegs oder bei Hausarbeit oder was auch immer was zu hören. Ich habe immer was auf den Ohren und ich mag das gerne und mein Podcatcher quillt ständig über mit Stunden von Material über alles Mögliche, über Technik, Gesellschaft, Politik, alles Mögliche. Und irgendwann habe ich dann beschlossen, ich finde das alles so interessant, ich möchte es gerne auch mal probieren. Das kann doch nicht so schwer sein. War es aber dann am Ende doch. Also es war doch anders, als ich gedacht habe. Ich hatte auch den interessanten Effekt, den viele vielleicht kennen, so das erste Mal die eigene Stimme hören, war schon seltsam, muss ich zugeben, hat aber doch verfangen. Also ich habe dann eine ganze Zeit lang den Funkenstrahlen-Podcast gemacht. Das war, glaube ich, so ein bisschen aus der Sache geboren, dass ich nicht so das eine Konzept hatte am Anfang, das ich machen wollte. Also der Funkenstrahlen-Podcast ist so, ja, sehr experimentell, würde ich sagen. Da passiert in jeder Folge so ein bisschen was anderes. Leider habe ich es da in letzter Zeit nicht geschafft, da noch groß was zu machen, weil so viele andere Projekte gerade viel Zeit fordern. Aber das ist so ein Format, wo ich vieles über die Jahre ausprobiert habe. Also es hat am Anfang, hat es angefangen mit sehr ironischen Beiträge über technische Neuigkeiten und politische Änderungen, ging auch so immer so in Richtung Netzpolitik so ein bisschen, aber immer mit viel Witz und Experiment dabei und Einspielern. Dann ist es so ein bisschen rübergeschwappt in, ich mache irgendwie draußen relativ viel mit Atmo und Musik und habe dann immer versucht, so eine kleine Geschichte auch zu erzählen. Dann bin ich so ein bisschen übergegangen, so Feature-Folgen zu machen. Auch also so ein bisschen wie der Christian Conradi das macht mit dem Systemfehler oder auch wie es im Radio so Features gibt. Vom Format her einfach so eine Folge, ein Thema und das Ganze so mit Einspielern und Musik toll zusammenzuschneiden. Bis ich dann gemerkt habe, dass das ganz schön viel Aufwand ist und dass ich da locker 2-3 Wochen an einer Folge sitze, was jetzt auch momentan so ein bisschen dazu führt, dass ich da so ein bisschen eine Hemmung habe, da groß weiterzumachen, weil ich einfach nicht 2-3 Wochen Zeit habe, momentan an einem so einem Projekt zu arbeiten, aber so ein bisschen den Anspruch auch entwickelt habe, da was Tolles draus zu machen, weil mir es auch so sehr Spaß macht. Also ich habe zum Beispiel eine Folge gemacht über Minecraft, weil ich festgestellt habe, dass für mich oder auch für die jüngere Generation Minecraft total präsent ist und das fast eine Generation prägt, aber
für viele Menschen, die auch etwas älter sind und jetzt diesen Trend nicht mitbekommen haben, ist es eine komplett fremde Welt. Und da habe ich versucht, so alle Aspekte mal so ein bisschen abzubilden und die Faszination auch da, die dahinter steckt, so ein bisschen versucht rüberzubringen und was auch da für eine ganze Kultur hinten dran steckt, also mit die ganze YouTube-Kultur oder Streaming-Kultur, wie die sich verhalten, was da passiert oder die ganzen Add-ons, die man machen kann. Also das ist dann eine Folge geworden, die geht knapp über eine Stunde, war wochenlang Aufwand, bin ich aber heute noch stolz drauf. Und im Prinzip möchte ich das so weiterführen, habe halt leider momentan nicht so viel Zeit dafür, das da reinzustecken. Und so dieses Technische, ich interessiere mich für Podcasts, was sich so ein bisschen in dem Funkenstrahlen-Podcast dann auch rauskristallisiert hat, dass ich einige Folgen hatte, wo ich so technisch über Podcasts gesprochen habe, weil ich das so spannend finde. Das ist jetzt so rübergewandert, so ein bisschen in den Kondensator-Podcast, wo ich eben relativ oder versuche relativ kurz einfach darauf hinzuweisen, wo es was Neues gibt, kurz erklären die Hörer dann dahin schicken. Die Folgen sind bisher nie länger als 10, 15 Minuten. Einfach weil es viele gibt, die vielleicht nicht so viel Zeit haben und dann einfach mal so schnell Bescheid haben wollen, ja, was gibt's Neues, ohne jetzt da selbst zu recherchieren. Das ist so der Gedanke so ein bisschen dahinter. Und da kann ich dann so ein bisschen drüber sprechen, was ich interessant finde gerade. Ah, ich bin so froh, dass wir Radio machen. Du würdest mich nämlich jetzt sehen, wie ich mir mehrfach mit der Hand vor den Kopf geschlagen habe, weil ich dich ja gerade gefragt habe, was war denn nochmal dein Projekt vor dem Kondensator? Na klar, es war der Funkenstrahlen-Podcast. Einfacher hätte es ja nicht sein können, aber glaubst du, ich wäre draufgekommen, beim besten Willen nicht. Aber wo du gerade sagst, diese Minecraft-Folge, die ist sogar mehrmals schon irgendwo als Highlight erwähnt worden. Ich denke, damals in der Pottunion hatten wir die noch oder hier auch schon, ich weiß nicht mehr. Klar, ich ja wirklich so, oh, wie blöd kann man sein, dass ich das übersehen habe. Jetzt hast du schon einen ziemlich guten Abriss gegeben, so was so dein Spektrum so ist. Aber ich würde gerne nochmal nach vorne gehen, weil du sagtest, was willst du wissen, wann ich angefangen habe zu sprechen oder zu hören? Was war denn deine Einstiegsdroge? Wie bist du überhaupt an diese Podcast-Welt geraten? Was war dein Einstieg? Ja, ich habe da leider eine relativ langweilige Geschichte. So der Klassiker, das war einfach das Chaosradio damals. Das habe ich aber interessanterweise nicht übers Radio entdeckt, sondern ich weiß gar nicht mehr, wie ich da genau drauf gekommen bin. Auf jeden Fall hatte ich damals noch, da hatte ich noch kein iPhone, da gab es das ja alles noch gar nicht. Da habe ich mir immer regelmäßig dann auf so einen kleinen MP3-Player, wo man so eine SD-Karte reinstecken konnte, da habe ich mir immer regelmäßig die ganzen Chaos-Radio-Folgen auf diesen MP3-Player, auf diese SD-Karte runtergeladen. Und habe dann immer, wenn ich draußen unterwegs war, auf Wanderung oder so, habe ich dann endlos mir die ganzen Chaos-Radios von damals durchgehört und fand es auch immer so klasse. Die haben ja auch immer die Nachrichten drin und das Wetter. Und ich fand es immer so ganz toll, dann zu hören so, vor 2 Jahren, wie war da die Nachrichtenlage und was war da so? Das war immer ganz spannend, so ein Blick in die Vergangenheit und was da technisch dann alles besprochen wurde. Und dann bin ich natürlich übers Chaosradio so ein bisschen zum Chaosradio Express gekommen und von da überall hin so ein bisschen. Also ich kann gar nicht mal genau sagen, was jetzt dann so der nächste Schritt war, aber von Tim kommt man dann ja doch schnell so überall hin. Aber Chaosradio ist ja eine Sendung auf dem Berliner Sender Fritz FM, heißt der. Einmal im Monat setzen sich die Nerds, ich sag's mal so ein bisschen despektierlich, setzen sich dann für 3 Stunden oder 4 Stunden abends ins Studio und erzählen aus der Computerwelt sozusagen den zufälligen Hörern von Fritz. Also das ist jetzt kein Podcast, wo man sich wirklich bewusst hinwendet, sondern Fritz ist mutig genug zu sagen, wir bieten dieses Thema jetzt einfach mal unseren Hörern an, ob sie das nun mögen oder nicht. Scheint gut angekommen zu sein, läuft ja auch schon sehr, sehr lange und wird eben immer von Leuten aus dem CCC gestaltet. Ein Moderator vom Fritz ist dabei und dann laden die sich 3, 4, 5 Gäste ein. Das ist so ein bisschen wie die Freakshow, nur im Radio halt. Aber bist du denn dem CCC nah? Fühlst du dich dem verbunden? Bist du Mitglied? Oder wie ist denn der Fokus da hingekommen? Nee, aber ich fühle mich dem schon, also vom Interesse her sehr nah. Also ich mag auch die Veranstaltung da sehr. War auch in Karlsruhe, da gab es ja auch die Gulasch Programmiernacht, da war ich auch
Und habe mich da ein bisschen mit den Leuten getroffen. Jetzt gerade aktuell? Jetzt vor 2 Wochen? Oder? Das ist schon ein bisschen länger her, die Gulaschprogrammierung. Ja. Das war, glaube ich, vor 1-2 Monaten ungefähr. Echt? Also vor 2 Wochen war das nicht, das ist schon ein bisschen länger. Mein Zeitgefühl ist wieder jetzt kaputt gegangen. Ja, gut. du warst da, gut, hast du mit den Leuten unterhalten, genau. Und wie bist du dann auf Fritz FM aufmerksam geworden? Ich bin, damals war mir das gar nicht so, so bewusst, dass das irgendwie groß, dass das über, oder wie soll ich sagen, also ich habe das als Podcast wahrgenommen, weil ich habe nicht das als Radio gehört oder auch nicht live irgendwie, weil unterwegs konnte man ja damals gar nicht live hören, schon gar nicht irgendwie einen Radiosender aus Berlin. Also ich komme ja aus Karlsruhe, da ist er ja gar nicht empfangbar, außer man hört übers Internet, und damals gab es das ja alles noch gar nicht so in dem Maße, als ich damit angefangen habe, dass ich irgendwie ein Smartphone hatte oder sowas, das gab es da ja alles gar nicht. Ich habe das wirklich als Podcast wahrgenommen, gab es ja auch die Webseite vom Chaos Radio, und dass das halt über einen Sender lief, war eher so nebenbei. Und damals hat ja auch noch der Tim Pritlaff da noch fast in jeder Sendung zu Gast, und ich glaube, moderiert wurde das damals auch noch von Holgi. So bin ich dann da so ein bisschen reingerutscht, weil eben Tim oft beim Chaos Radio bei Fritz war, und dann hat er eben sein CRE gestartet, und da bin ich da eben dann so mit rübergewandert so ein bisschen. Okay, ich werde gerade auf das Freundlichste im Chat korrigiert, es heißt nicht Fritz FM, sondern fritz.de. Also falls jemand diesen Sender sucht, bitteschön fritz.de eingeben, sonst ist man auf der falschen Domain gelandet. Was ist denn dein Interesse am Computerwesen? Bist du selber Entwickler? Bist du Informatiker? Oder wie stehst du da dieser ganzen technischen Welt gegenüber? Ich bin auf jeden Fall, ich würde sagen, Informatiker, Techniker, Computermensch. Ich mache das schon gefühlt immer. Das hat irgendwann mal angefangen mit so einem Lego Mindstorms-Kasten, den ich bekommen habe. Und damit bin ich so ein bisschen in den Topf gefallen. Das hat mich nicht mehr losgelassen. Habe ich dann in der Schule relativ viel gemacht in die Richtung, dann auch Informatik studiert. Habe dann aber jetzt gewechselt und mache jetzt Kommunikations- und Medieninformatik statt rein Informatik, weil ich mich so ein bisschen mehr auch auf User Interface Design und so ein bisschen mehr in diese User Experience Richtung orientieren möchte und nicht nur dieses rein mathematische, theoretische, beweismäßige, das liegt mir nicht so. Also ich möchte eher Dinge schaffen, statt nur drüber nachdenken. Das kannst doch nicht sagen, dass die Informatiker keine Dinge schaffen. Also, nein, das stimmt nicht. Also die fertigen Informatiker, die schaffen Informatik, das geht doch klar. Also ich empfand halt das Studium an der Universität als sehr mathematiklastig, beweislastig, theoretisch. Es gab einen Praxisteil, aber der war mir deutlich zu wenig, und deshalb bin ich jetzt an der Fachhochschule, und da gefällt es mir deutlich besser. Also das liegt mehr Wert auf, wir bauen mal was, statt wir beweisen irgendwie, was die Effizienz des Algorithmus ist oder so. Okay, das heißt, du bist mitten im Studium im Moment. Genau. Aha, okay. Welche Fachhochschule, was ist das genau für ein Studiengang? In Karlsruhe ist es. Ist Fachhochschule für Wirtschaft und Technik heißt das. Und da gibt es eben einen Studiengang Kommunikations- und Medieninformatik. Und das ist eben so eine Mischung aus einem Informatikstudiengang und so einem Designstudiengang. Also das entwickelt sich dann je mehr dem Ende entgegen, auch in Richtung Design, User Interface Design, User Interaction Design, wie baut man eine App, wie müssen Buttons aussehen, wie kann man das testen, wie kann man so Versuche durchführen, wie die User das wahrnehmen, was sich eignet, was nicht gut funktioniert, wie man sowas plant, also so User Stories designt und viel Praxis halt, also viele Projekte, an denen man arbeiten kann und das dann in der Praxis ausprobieren kann. Aber woran orientiert sich denn so Design eigentlich? Also ich habe im Hinterkopf, ich glaube, die Schriftart für, was war das denn noch, irgendwas im Sendezentrum, da haben die sich 4 Monate lang Gedanken gemacht, welche Schriftart sie denn verwenden. Und ich glaube, auch über den Podlove Player wurde auch länglich diskutiert, ob der Abspielknopf nun links oder am Ende rechts positioniert wird in der Version 3, die jetzt aber dann irgendwie doch nicht fertig geworden ist oder so.
ich finde das immer total witzig, auch wenn Ralf Stockmann erzählt, wie er versucht, die Oberfläche von Reaper noch einfacher, noch schlichter und vor allen Dingen noch logischer zu machen. Also ich kann mich erinnern, der letzte Vortrag, den ich von ihm live gesehen habe, glaube ich, das war, wo er festgestellt hat, dass irgendwie ein Knopf, sagen wir mal, der hatte ein quasi rundes Design und ein anderer Knopf, der eine ähnliche Funktion hatte, der hatte eher ein eckiges Design und das hat ihn total gestört. Also wenn die beiden ungefähr dieselbe Funktion haben, dann müssen die auch das gleiche Aussehen haben. So, ich bin da persönlich wahrscheinlich aus meinen DOS-Zeiten so abgestumpft, dass ich sage, ist doch völlig egal, Hauptsache es funktioniert. Ich kann diese ganze Design-Diskussion immer nur bis zu einem gewissen Grade nachvollziehen. Woran orientiert sich Design eigentlich? Puh, da machst du jetzt ein großes Fass auf. Also da beschäftigt Sorry. Sich ja fast ein ganzer Studiengang damit. Nur es ist so eine Mischung aus, naja, Design ist dann gut, wenn es dir nicht auffällt, dann ist es eigentlich ganz gut. Beziehungsweise wenn es dir nicht im Weg steht. Das ist so ein bisschen, also muss man sich jetzt auch fragen, geht es dir darum, dass was gut aussieht oder dass es auch noch gut funktioniert? Also ein gutes Design ist so, muss man verstehen, als wenn du jetzt was tun möchtest, das ist so ein bisschen die Idee einer User Story. Also du nimmst dir vor, ich möchte jetzt das und das erreichen mit der App und du musst nicht drüber nachdenken in dem Moment, wie mache ich das jetzt, sondern es ist in dem Moment für dich dann klar ersichtlich, ach ja, hier geht's lang, hier geht's lang, hier geht's lang. Und dann gibt's so verschiedene Kriterien. Ist man als User immer orientiert, man weiß, wo man ist, man weiß, wo man hin kann. Das geht dann so ein bisschen in die Richtung User Interaction. Und das andere ist so ein bisschen die Frage, sieht's denn auch noch gut aus? Das ist zu, würde ich sagen, ja, 70-80% davon ist fast Handwerk. Also es gibt einfach ganz viele Regeln. Und wenn man die beachtet, dann sieht's gut aus. Das fällt dir erst dann auf, wenn du dir was anguckst, was nicht gut aussieht. Weil ich denke mal, das geht dir sicher auch so, dass du dir manchmal irgendwas anguckst und denkst so, das sieht jetzt aber irgendwie, irgendwas passt da nicht. Ne? Mich stört vor allen Dingen, wenn ich Sachen nicht finde. Also als damals Outlook Office umgestellt wurde und oben dieses Ribbon Band, also diese neue Kopfleiste bekommen hat, das hat mich schier in den Wahnsinn getrieben, weil meine ganzen Abläufe, meine flexbekannten Keyboard-Shortcuts und so weiter, alles war weg und ich suche bis heute noch gewisse Befehle und ich frage mich ernsthaft, ob das ein Vorteil gewesen ist. Ich glaube eher nicht. Also für Leute, die das alte kannten. Ja, da gibt es ja lange Diskussionen drüber, so ein bisschen, ob man also nach was man sich richtet. Ne? Also da gibt es verschiedene Kriterien, zum Beispiel das Kriterium, was du da jetzt meinst, ist zum Beispiel Gewohnheit. Ne? Du kennst dich aus, du weißt, da ist die Funktion, die habe ich immer da benutzt und wenn das jetzt geändert wird, dann ist man aufgeschmissen. So, wo ist das jetzt? Das ist ja total doof, ich finde es nicht mehr und man kommt da nicht mehr klar. Eine andere Sache ist, was, wenn man jetzt was ändern möchte und man ist der Meinung, das ist aber vielleicht besser als vorher und es lohnt sich vielleicht, diese Ungewöhnung in Kauf zu nehmen, so ein bisschen. Also das ist immer ganz schwierig. Zum Beispiel finde ich ein ganz tolles Beispiel dafür, ist so dieser Speichern-Button. Der ist ja früher relativ klar gewesen, die Diskette, ist ja dieses Diskettensymbol. Oh und, ja, genau. Genau, und die Gewohnheit ist so ein bisschen, ja, das ist das Diskettensymbol, aber dann kommt jetzt eine Generation, die hat diese Gewohnheit in dem Sinne nicht, die kennt keine Diskette und die kann da mit dem Symbol vielleicht nichts anfangen. Wenn das jetzt aber geändert wird, dann kommt die eine Generation und sagt, naja, das neue Symbol, das kenne ich nicht, wo ist meine Diskette? Also es ist immer schwierig, da so eine Abwägung zu finden zwischen, was behält man bei, damit niemand irritiert ist und was ändert man, um das Ganze so ein bisschen voranzutreiben, weil vielleicht gibt es ja wirklich eine Möglichkeit, das besser zu tun, als man es schon immer gemacht hat. Ja, ich finde es halt schwierig zu wissen, wo ist die Richtschnur eigentlich? Also die heiße Diskussion im letzten halben Jahr war ja, glaube ich, die entfernte Escape-Taste auf der Macintosh-Tastatur irgendwie, wo dann auch alle gesagt haben, der linke Finger da oben, das ist so selbstverständlich und wenn das Ding nicht mehr da ist, ich kann gar nicht mehr richtig arbeiten. Und das habe ich so aus der Freakshow jedenfalls gehört. Inzwischen scheint es ein bisschen ruhiger geworden zu sein, aber das schien mir eher so eine erzwungene Änderung zu sein, die ja aus Marketinggründen, wir wollen mal was anderes machen, wir wollen ein bisschen hip sein irgendwie, als dass das wirklich jetzt so eine praktische Funktion gehabt habe. Ich weiß es nicht, ich bin kein Programmierer, ich brauche das nicht ständig,
Aber so richtig verstanden hat es, glaube ich, da auch keiner. Und dann frage ich mich ja, warum macht so ein Konzern das? Was ist die treibende Kraft für die Designer, die das halt so festlegen? Ja, keine Ahnung, da müsste man die fragen, also weiß ich. Ach so, ja, nee, weil du gerade sagtest, es gibt so einen ganzen Sack voll feststehender Regeln, wenn man die beachtet, dann kommt man schon mal ganz weit. Also so, für sowas gibt es dann also das ist dann doch schon so eine Willkürfreiheit von den. Ja, von den also diese Regeln, die haben sich so ein bisschen aus der Erfahrung der Vergangenheit ergeben. Also das sind jetzt eher so Regeln wie, wie soll ich sagen, Schriftgröße, Schriftabstand, welche Schrift ist gut lesbar, wie sollte man Dinge anordnen, damit man, wenn man drauf guckt, sich gut orientieren kann. Das sind aber alles Regeln, die sind entstanden daraus, dass man im Prinzip Versuche gemacht hat und sich angeguckt hat, wie reagieren die Menschen darauf, wenn wir es so machen und so machen. Und das macht man heute auch immer noch so, wenn man jetzt, wenn man es ernst meint mit der Userfreundlichkeit, dann und sich unsicher ist an so einem Punkt. Also machen wir das so oder so, was funktioniert wohl besser und man kann es nicht so richtig aus einer Regel ableiten, dann gibt es die Möglichkeit, so eine Art AB-Test zu machen und da werden dann Menschen vor Apps oder Bildschirme gesetzt mit Eye-Tracking und die werden dann vor eine Aufgabe gestellt und dann wird genau beobachtet, wie verhalten die sich, sind die jetzt desorientiert, was klicken die als nächstes, kommen die damit zurecht und dann kann man da vergleichen. Das ist ziemlich viel Aufwand und kostet viel Zeit. Also das sind dann so ein bisschen die restlichen 20-30%, die man eben nicht so einfach immer sagen kann, was da jetzt die beste Lösung für ist. Ja, was ich lange Zeit überhaupt nicht verstanden habe und eigentlich bis heute nicht verstehe, ich sehe nur zum Glück, es geht wieder zurück, ist extrem dünne Buchstaben, die möglichst auch noch hellgrau auf weißem Grund sind. Also wenn ich AGBs verschwinden lassen möchte, weil sie unangenehm sind für den Kunden und ich möchte sie zwar, weil das Gesetz es vorschreibt, auf die Seite bringen, aber möglichst unsichtbar machen, dann verwende ich gerne, dann kann ich das auch verstehen. Aber es gibt ja meine Twitter-App hier auf dem Android, ich habe ja auch noch ein Android-Gerät, die hatte auch lange Zeit so ganz, ganz dünne Buchstaben und erst jetzt mit dem letzten Update sind sie wieder dicker geworden. Da habe ich auch gedacht, ja Gott sei Dank. Also entweder machen sie da jetzt aus ein Seniorentablet für meine schwachen Augen oder sie haben gemerkt, dass wenn man fast keine Tinte mehr einsetzt, also Tinte im übertragenen Sinne, dann hat das auch gar keinen Sinn mehr, irgendeinen Buchstaben dahin zu malen. Kannst du mir erklären, warum man zu diesen extrem dünnen und kontrastarmen Buchstaben irgendwann mal gekommen ist? Nee, da gibt es meiner Meinung nach nicht viel Sinn dafür. Also ich finde, Leserlichkeit sollte eigentlich immer das erste Kriterium sein, wenn man irgendwie jetzt nicht gerade eine AGB irgendwie verstecken möchte. Also das ist auch vielleicht der Grund, weil du vorhin gesagt hast, die haben da viel diskutiert über, was war das, über den Podcast-Player oder über... Ja. Ich glaube über das Layout vom Sendezentrum. Also irgendwas war da. Und da spielen natürlich mehrere Faktoren eine Rolle. Also auf jeden Fall die Leserlichkeit. Dann gibt es auch immer die Frage, wie wirkt die Schrift jetzt... auf einem Retina-Display und auf einem Nicht-Retina-Display, weil auf Nicht-Retina wirkt sie immer ein bisschen dicker als auf einem Retina-Display. Und dann geht es auch so ein bisschen drum, wie soll ich sagen, also es gibt ja Schriften in einem Buch zum Beispiel, die haben ja meistens diese kleinen Haken dran, diese Serifen. Serifen, genau, damit man die Linie halten kann mit den Augen, ne? So habe ich das mal erklärt. Ja, bekommen. Und die sind auch, wenn die Auflösung gut genug ist, dann sind die auch im Textverlauf besser lesbar. Also da kannst du schneller drüber lesen. Die wirken aber jetzt zum Beispiel auf einem, die wirken aber grundsätzlich nicht so modern, weil früher hat man diese Serifen häufiger benutzt. Und wenn die jetzt, da kommt natürlich noch das dazu, was möchte man für eine Aussage machen oder was für einen Eindruck vermitteln mit der Schrift. Ne? Also wenn du dieses Serifen, die wirken eleganter, die wirken ein bisschen älter auch und jetzt so eine serifenlose Schrift, die hat dann keine Serifen und die wirkt dann, je nachdem was für eine man nimmt, aber in der Regel moderner, klarer, strukturierter, also da kommt man dann in so Bereiche rein, wo man so ein bisschen in die Psychologie auch geht, also was für ein Image möchte man rüberbringen mit der Schrift. Da gibt es ja auch riesige Diskussionen. Das geht dann auch noch in die Farbe rein. Also eine Schrift hat jetzt nicht unbedingt groß Farbe, aber wenn man dann ins Logo-Design geht, welche Farbe wählt man, welche Wirkung hat die Farbe, was drückt die Farbe aus, welche Kombination nimmt man.
das spielt alles eine Rolle und da kann man schon mal eine ganze Weile drüber diskutieren. Ich hatte mal eine Kollegin, die hat tatsächlich eine Abschlussarbeit über die Verwendung von, ich glaube, es ging sogar nur um die Farbe Orange, in Webseiten oder so geschrieben. Und da habe ich auch gedacht, was bitte ist denn das jetzt für ein Thema für eine Abschlussarbeit? Aber sie hat da irgendwie viele, viele, viele Seiten zusammengetragen. Und damals habe ich es noch überhaupt gar nicht verstanden. Da hatte ich eher so den Schwarz-Weiß- oder den Bernstein-Weiß-Farbbildschirm vor Augen. Aber inzwischen verstehe ich natürlich schon, dass es einen Unterschied macht. Und ich weiß auch als User, dass es eben so Webseiten gibt, die rufe ich auf und fühle mich irgendwie gleich zu Hause. Und es gibt Webseiten, die rufe ich auf und denke, boah, wo bin ich denn hier gelandet? Ich finde mich ja gar nicht zurecht. Und genau, ja. Dann denke ich immer, okay, das muss irgendwie am Design liegen. Ich bin zu stumpf, ich begreife nicht den Unterschied auf den ersten Blick jedenfalls. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, warum und wieso das so ist, aber ich merke schon, wie du gerade schon sagtest, gutes Design ist was, man merkt es nicht. Ich kann dir gar nicht sagen, warum, aber ich fühle mich irgendwie zurecht und wohl. Und da gehe ich natürlich gerne hin. Ne? Wenn ich die Wahl habe zwischen 3 oder 4 Suchmaschinen, dann würde ich natürlich immer die aufsuchen, wo ich mich irgendwie zu Hause fühle. Und ich denke mal, der Anbieter hat genau das vor und möchte das gerne so haben, dass die Kunden gerne kommen. Ne? Ja, klar, ja. Ja. Aber wo ich gerade sagte, Abschlussarbeit. Musst du auch eine Abschlussarbeit machen irgendwann mal und hast du schon eine Idee, was es sein muss? Was Praktisches oder was Theoretisches? Das weiß ich jetzt noch gar nicht, nee. Das ist noch offen. Okay, aber könntest du auch irgendwas steinmetzen oder schnitzen oder so? Oder? Nee. Also ich kann jetzt nicht irgendwie so ein Bild malen oder sowas, wie es jetzt vielleicht im Designstudiengang dann der Fall ist. Nee, das kann ich nicht machen. Also ich muss dann schon in die Informatikrichtung gehen. Was Elektronisches haben, okay. Ja, also ich habe zum Beispiel als Semesterarbeit mal so, damals habe ich noch beim ReLife-Radio mitgemacht und da hatte ich mal als Semesterarbeit so ein System gebaut, was dann online automatisch die ganzen Podcasts reingeholt hat und dann automatisch so eine Playlist draus gebaut hat. Da ist nur leider dann später nichts mehr groß draus geworden, weil das ganze Projekt dann so ein bisschen beerdigt wurde. Aber das war da zum Beispiel so ein Projekt. Also da ging es halt auch drum, Webdesign, wie baue ich die Webseite auf und die ganze Technik dahinter. Verstehe. Kommen wir mal wieder ein bisschen zum Podcaster zurück, zum Podcaster Stefan. Also du hast mit den Funkenstrahlen direkt dann angefangen. Das war das erste Projekt, was du gemacht hast. Oder hat es vorher irgendwelche Versuche gegeben, von denen du gar nicht erzählst, weil sie dir unangenehm sind? Nee, das war mein erstes Projekt. Das war so, ich mache das jetzt, ich probiere das mal. Und dann habe ich mir da das H4N gekauft und habe da dann mal reingequatscht und habe da drüber erzählt, was mich so interessiert. Aber so vom Format war das dann schon ein bisschen anders als jetzt, sagen wir mal, Fritz, wo ja mehr oder weniger so eine Talkrunde zusammensitzt, wenn du da ganz alleine sitzt und quasi einen gebauten Beitrag machst aus Einsprechern, Musik und Geräuschen und so, ist ja was ganz anderes. Was war denn da dein Vorbild? Puh, gute Frage. Ich meine, ich bin natürlich, als ich meinen Podcast gestartet habe, das war natürlich eine ganze Zeit, nachdem ich selbst ins Podcast hören eingestiegen bin. Also da war mein Podcatcher schon deutlich voller als jetzt nur mit Chaos Radio gefüllt, also mit dem Format. Also ich als Vorbild finde ich einige Radio-Features vom Deutschlandfunk ganz toll, die ich mag. So ein bisschen vom Christian Conradi, Systemfehler finde ich toll, wie er das zusammenbaut. Ich finde es einfach faszinierend, so diese Kombination aus Musik und Sprache, wenn man da auch so ein bisschen eine Stimmung noch mit rübergeben kann. Das finde ich ganz toll. Weißt du noch, was dein erster Podcast-Player und Podcatcher gewesen ist? Auf dem iPhone jetzt. Überhaupt, du sagtest, hast du ganz ursprünglich angefangen mit dem einfachen MP3-Spieler, wo du die Sachen noch auf eine Speicherkarte ziehen musstest? Ja, das war quasi mein erster Podcast-Spieler. Da war keine Musik drauf, war so die Podcast-SD-Karte kam da immer rein. Und später dann, also mein erstes iPhone war so ein 3GS. Und ich meine, da gab es dafür nicht auch schon den Instacast. Also den hatte ich da auf jeden Fall am Schluss drauf, aber ganz am Anfang weiß ich gar nicht, mit was ich da Podcasts gehört habe. Ich meine, das war der Instacast, der auf dem 3GS auch schon da war. Okay. Gut, und dann hast du darüber, so verstehe ich das jetzt, die Podcast-Welt dir so ein bisschen erschlossen, also über Tim und Holgi, den
für eine gewisse Generation von Podcasterinnen und Podcastern eher klassischen Weg. Ich glaube, es wachsen jetzt wieder welche nach. Wenn man sagt, ja, kennst du NSFW nicht? Und die sagen, nö, dann braucht man sich nicht zu wundern. Also es gibt tatsächlich jetzt schon die feste und flauschige Generation. Wir sind schon die Alten, obwohl vor uns waren ja auch schon welche. Also das ist sehr lustig, irgendwie das Gefühl so zu haben. Aber also, bei mir war es so, dass ich irgendwann mal gesagt habe, ich will das auch. Ich glaube auch, dass ich das kann. Und dann habe ich ganz lange Angst gehabt, dass ich es doch nicht kann und musste mich echt lange versuchen zu überwinden. Aber ich habe immer so das Gefühl, ich will das auch, ich kann das auch. Ich glaube, irgendwie kann ich das auch. Also ich habe immer so gedacht, ich bin so richtig einem Beispiel gefolgt. So, ich war so richtig, ja, ich auch. War das bei dir auch so der Fall? Oder hast du eher aus so einer Perspektive, ich weiß was, ich kann was erzählen, erklären, ich will eher so der Lehrer sein, aus dieser Perspektive? Hast du denn eine Methode gesucht, um das zu machen? Bist du eher so ein Erklärbär oder bist du eher so wirklich das Spielkind, was die Technik ausprobieren muss? Ich glaube, beides hat schon ein bisschen eine Rolle gespielt. Also, ich hatte natürlich den Drang, so, ich möchte was erzählen. Das war auf jeden Fall da und viele vielleicht in dem Alter hätten dann so einen YouTube-Kanal gestartet, aber ich war halt ich fand Podcasts einfach sympathisch, weil ich mich mit dem Thema schon so auseinandergesetzt habe und ich selber so viel Podcasts gehört habe, deshalb war für mich einfach klar so, wenn, dann Podcast so und ich hatte ja vorher auch schon relativ viel gebloggt, das war auch so ein bisschen Gedanke, also auf funkenstrahlen.de gibt es auch einen Blog. Und dann war so mein erster Gedanke, naja, wenn ich das über einen Podcast mache, dann ist es ja viel weniger Arbeit, weil ich kann einfach drauf los erzählen und muss es nicht alles ausformulieren und aufschreiben. Die Lektion habe ich dann auch später gelernt, dass das doch eher mehr Arbeit ist als weniger. Aber ich hatte schon immer so diesen Drang, so ich möchte was erzählen, ich möchte drüber sprechen, was für Gedanken ich mir mache und da hatte ich Lust drauf, das mal übers Mikrofon zu machen, einfach weil ich so in dem Podcast-Thema drin steckte. Und natürlich die Technik ist klar, also das Spielen mit der Technik macht natürlich immer Spaß. Und die Themen, über die du dann gesprochen hast, wo kamen die her? Wie hast du da die Auswahl getroffen? Das ist eigentlich schon immer so gewesen, dass ich darüber gesprochen habe, was mich gerade im Moment beschäftigt hat. Es war am Anfang, haben die Themen so ziemlich dem entsprochen, was ich im Blog geschrieben habe. Also das war so eine Mischung aus Technik-News, so ein bisschen wie es, wie jetzt Metacast oder Freakshow, so in die Richtung vom Themenspektrum her, aber auch so ein bisschen in Richtung Netzpolitik. Also ich habe mich da über langsames Internet beschwert und über Überwachung und das alles am Anfang auch sehr viel mit Witz kombiniert. Also ich habe öfter so witzige Einspieler gemacht, die dann auch aus YouTube-Videos irgendwie raus waren, so Ausschnitte, die das ein bisschen was von NSFW, aber nicht so krass, also so ein bisschen in die Richtung. Also es war sehr viel Ironie auch dabei am Anfang. Das hat sich dann nach einer Zeit gelegt, dann wurde es viel ernster. Ist auch nicht schlimm, da habe ich dann, und dann ist es immer mehr so ein bisschen abgerutscht, so dass ich den Fokus so ein bisschen aufs Podcasting selbst gelegt habe, also die Technik-News sind dann so ein bisschen in Richtung Podcast-News rübergegangen, einfach weil ich das Gefühl bekommen habe, es gibt eigentlich schon genug Technik-Podcasts da draußen, da brauche ich nicht auch noch einen machen, vor allem nicht allein, und dann spreche ich lieber über Podcasting-Themen, da gab es noch nicht so viel. Ja, das hast du alles mit dem H4 produziert. Also du sprichst einfach in das Gerät rein und schneidest dann im Anschluss die Sachen zusammen. Genau, also das war bisher nie wirklich eine Live-Produktion, sondern ich nehme das H4N in die Hand und spreche da rein und schneide das später dann einfach in Reaper zusammen. Ich sitze da auch echt eine Weile dran, also ich schneide da viel raus, ich verplapper mich da oft. Das kommt alles meistens nicht so ganz flüssig rüber. Zwischendran recherchiere ich dann nochmal was, ob das jetzt so stimmt, was ich da irgendwie erzähle. Das ist aber eher jetzt, wie der Kondensator funktioniert und der Funkenstrahlen-Podcast. Da gehe ich oft mit dem H4N raus, einfach weil ich das, da kommt so ein bisschen der, ja, das da hat auch vorhin, wer hat es gefragt? Schaue ich gerade nochmal. Henning Krause hat gefragt, warum podcaste ich draußen? Genau. Das kommt so ein bisschen daher, dass ich diese Stimmung und Atmo
Geschichten sehr gerne mag. Also ich höre sowas auch gerne. Vielleicht auch, weil ich gerne Hörspiele höre. Und ich mag das einfach gern, so im Kopf so eine Fantasiewelt aufzubauen, nur mit dem, was ich höre. Also man als Hörer bekomme ich da so eine gewisse Vorstellung davon, wie sieht's da aus, wie hört sich das an. Und ich finde, wenn ich draußen podcaste, gerade mit dem H4N, das hat ja die Möglichkeit, dass man da so eine also Stereo aufnimmt draußen, da bekommt man einen ganz guten Raumeindruck auch. Man hört, wenn ich draußen bin, man hört die Vögel, man hört das Rauschen der Blätter, man hört manchmal, wenn ich auf, je nachdem, wenn ich dann dabei noch rumlaufe, hört man, wie die Füße auf dem Boden, da die Steine irgendwie knacksen. Und ich finde, das gibt einfach so eine Atmosphäre auch. Und wenn man das mit Musik noch kombiniert, dann kann man da so eine Stimmung mit rüberbringen. Also ich mache auch selber relativ viel Musik und ich mag das gerne, wie Musik eine Stimmung transportieren kann. Und das gibt dem Ganzen nochmal so ein ganz anderes Level, finde ich, als wenn man jetzt nur jemandem sprechen hört. Aber mir kommt gerade in den Sinn, ich erinnere mich ganz dunkel an eine Episode, wo jemand sagte, ich möchte mal mit Atmo experimentieren und hinterher dann sagte, ja, die Geräusche, die ich einfangen wollte, die waren so dünn, ich gebe jetzt nochmal aus einer anderen Spur was da oben drauf und habe das dann nachvertont sozusagen. Ja, das mache ich zum Teil auch, ja. Ja. Also, das ist nicht alles super echt und perfekt, aber solange man es beim Zuhören nicht merkt und man in diese Stimmung reinkommt, ist da alles super. Also gerade in der Minecraft-Folge, da habe ich natürlich nicht jede Atmo selbst aufgezeichnet. Also da ist eine große, viel aus einer Audiobibliothek natürlich dabei, aber wenn ich selber draußen bin, dann ist da Atmo natürlich dabei. Also dann nehme ich die aber manchmal auch extra noch auf. Also, denn wenn ich so direkt ins Mikro reinspreche, dann kommt die Atmo hinten dran nicht so ganz rüber. Das heißt, ich nehme vorher vielleicht nochmal ein bisschen Atmo auf, die ich dann drunter legen kann. Also es kommt drauf an, was gerade ansteht, ne? Also was ich mache. Also wenn ich so ein Feature mache, dann ist es natürlich eine Kombination. Also ich hab mal in Karlsruhe gibt es das ZKM, das Museum, besucht und habe da auch so eine über die Ausstellung gesprochen, habe da versucht, auch wirklich so eine Geschichte zu erzählen. Also am Anfang hört man, wie die Bahn fährt und wie die Bahn anhält, so erstmal komplett ohne Kommentar, einfach so dieses Erlebnis auch, wie ich da angekommen bin, wie ich da hinlaufe, das ist natürlich dann auch direkt dort die Atmo aufgezeichnet, aber manchmal muss ich das auch kombinieren, weil man es sonst nicht richtig hört, klar. Das ist total witzig. Ich muss gestehen, die Nullnummer von diesem Sendegarten, wo ich da in etwas lauschiger Sommernacht einfach meine Gedanken so hab fließen lassen, die ist auch so gemacht. Ich habe die O-Töne sind zwar vom selben Ort, aber an zwei Abenden aufgenommen und ich habe sie dann einfach zusammengemischt. Deswegen klingt diese Schafherde da auch doppelt groß. So groß war sie am Ende gar nicht. Das ist dann genau das, was du aufmachst. Sehr schön. Ja, genau. Ja, das kann man nicht. Ich kann mich erinnern, du hast irgendwann mal, das war, dass du gesagt hast, ich bin rausgegangen, um das und das aufzunehmen und genau das war an dem Tag irgendwie nicht da und dann hast du das hinterher reingeschnitten. Da habe ich auch nur gedacht, ja, ein Schlingel. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, irgendwas war da. Ich krieg das auch nur noch so halb zusammen. Aber jetzt, wo du darüber erzählst, da setzt sich bei mir so bruchstückhaft Erinnerung zusammen. Aber du hast gerade das Stichwort Musik gesagt. Du machst selber Musik oder also spielst du ein Instrument oder bist du auch Komponist? Ja. Komponist oder wie? Was bedeutet Nein, das? Also Komponist will ich nicht sagen. Nee, ich spiele als Hauptinstrument spiele ich Saxophon. Hab im Sinfonieorchester schon gespielt, Jazz aber auch schon gemacht. Und jetzt so in die letzten 2-3 Jahre bin ich so ein bisschen experimentieren, hab mit so ein bisschen mit Gitarre auch angefangen, also so ein bisschen so Lagerfeuermäßig. Bin dann noch relativ am Anfang und was ich auch immer schon mal machen wollte, ist Klavier spielen. Jetzt habe ich so ein E-Piano hier stehen und mache so die ersten Schritte im Klavierspiel und bin da ganz begeistert, ist aber doch deutlich schwieriger, als ich dachte, weil ich komme so vom Saxophon und ich kann dann natürlich keinen Bassschlüssel lesen deshalb und das mit den zwei Händen zwei unterschiedliche Dinge tun, ist auch neu, denn auf dem Saxophon spielt man halt immer mit beiden Händen in einem Moment einen Ton und jetzt muss ich irgendwie mehrere Töne mit beiden Händen gleichzeitig, ist ganz schön kompliziert, aber ich experimentiere da gerne rum und bin da auch begeistert am Ausprobieren.
Ui, also das klingt, aber wenn du schon mit Sinfonieorchestern zusammengespielt hast, dann hast du ja zumindest, was Saxophon angeht, doch schon ein ordentliches Level erreicht, offenbar. Ja, das auf jeden Fall. Das habe ich auch als Kind schon angefangen. Also das mache ich auch schon sehr lange. Fängt man da als Kind direkt mit dem Saxophon an oder gibt es da noch so eine Vorstufe? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Weil das ja, ja Blockflöte vorher, aber das machen so. Ja fast alle so. Ja. Und dann halt ins Saxophon. Direkt dann, nicht erst Klarinette oder irgendwie so eine Zwischenstufe, direkt das große, ja, wahrscheinlich gibt es auch ja, so Kinder. Kommt jetzt drauf an, da gibt es ja unterschiedlich große, aber ja, ich habe direkt mit dem Saxophon angefangen. Also es gibt ja unterschiedlich große, ich spiele, wer sich damit auskennt, ich spiele ein Altsaxophon, es gibt ja noch Tenor und Bariton. Bariton habe ich auch mal gespielt, aber das würde ich heute nicht mehr spielen wollen, da braucht man einfach zu viel Puste, da ist man super kaputt hinterher. Aha, okay. Das ist so ein Riesenteil, also das geht so gefühlt so halb so groß wie ich bin oder noch größer. Ja, ich denke immer, wenn ich, egal welches Blasinstrument ich sehe, dann denke ich auch mal, das ist ja echt eine sportliche Herausforderung, wenn ich da so ein Sinfonieorchester spielt, da irgendwie mal anderthalb Stunden oder zwei und ich bin da immer am Pusten, hier um Womukum, unser Oboeman. Das ist gut, du hast auch immer mal Pausen zwischendurch, aber das ist ja echt eine körperliche Anstrengung. Also das, oh ja, ich weiß nicht, ob ja. Das Geigebogen bewegen, ob das ähnlich anstrengend ist, keine Ahnung, kann auch sein, gerade die Haltung ist ein bisschen komisch, aber allein dieses ständige Pusten und du kannst nicht atmen, wann du willst, du musst ja immer nach den Noten atmen, das ist auch nicht so schön. Das ist anstrengend. Ja klar, ja, also manchmal, also wenn man jetzt im Orchester spielt, muss man zum Beispiel das Atmen auch koordinieren dann, also manchmal muss man ja auch Bereiche spielen, wo man gar nicht atmen kann über 30, 40 Takte oder so, weil es hört sich halt doof an, wenn da eine Pause ist. Und dann muss man das miteinander koordinieren, dass dann der eine aussetzt und dann der andere. Also es ist schon komplex, da an der richtigen Stelle zu atmen, dass sich nicht doof anhört. Also bei uns im Chor heißt das immer chorisch atmen. Also wenn der eine aussetzt, muss der andere dann weiter singen, bloß nicht alle gleichzeitig. Genau. So müsst ihr das dann auch machen, ja. Ich sage dann immer, das heißt komisch atmen. Das mag mein Chorleiter aber nicht hören. Sehr schön. Gut, fassen wir mal so ein kleines bisschen zusammen. Also ich habe jetzt ein schönes Bild von dir bekommen. Also du bist Student, Informatik Design, du hast es schöner gesagt, und bist über das Fritz Chaos Radio zum Podcast Hören selber gekommen. Aus der Ecke Tim Pritlove, Holger Klein. Sozusagen hast du dich weiterentwickelt, über deinen ersten richtigen Podcatcher auch die große Podcast-Welt sozusagen kennengelernt. Hören selber, ach, das haben wir noch gar nicht. Warum ist Hören besser als Gucken? Warum bist du nicht ein YouTube-Nutzer, sondern eher ein Audiomensch? Weil du von der Musik schon beeindruckt bist zum Hören? Oder gibt es noch einen anderen Grund? Also ich bin auf jeden Fall auch ein YouTube-Nutzer, so ist es nicht. Ich schaue schon einige YouTube-Videos, nur ich höre Podcasts halt immer dann, wenn ich nicht vor einem Bildschirm sitze. Also beim Hausarbeit machen, wenn ich irgendwie das Fahrrad repariere oder einfach mal draußen Spaziergang machen, Bahn fahren, Auto fahren. All diese Momente, wo man eben nicht jetzt unbedingt einen Bildschirm vorm Gesicht haben kann, da finde ich das immer super angenehm, eben einen Podcast zu hören. Und ich finde auch die, ja, wie Tim auch das oft sagt, so diese Intimität ist nochmal anders wie bei einem YouTube-Video. Also ich fühle mich irgendwie, wenn ich vor einem Bildschirm sitze und jemand sehe, weiter von dem weg, als wenn ich den so direkt auf dem Ohr habe, als würde er jetzt neben mir sitzen, so wie ich euch jetzt auf dem Ohr habe. Das ist ein ganz anderes Level, finde ich, von intensiven Zuhören auch. Und das mag ich sehr gerne. Und ich mag halt auch gerne so diese Ausführlichkeit. Deshalb höre ich auch gerne Podcasts. Weil Videos, die sind halt meistens recht kurz, da muss man aktiv dabei sein, da haben viele eine kurze Aufmerksamkeitsspanne und Podcasts, die können auch mal länger sein und sich mit dem Thema ausführlich beschäftigen, bis es eben zu Ende diskutiert ist und das finde ich toll. Es gibt ja auch diese schöne Etikett der Laber-Podcast oder Personal-Podcast, also wo Leute mehr oder weniger aus ihrem Leben erzählen, weniger jetzt an einem Thema, einer Sache orientiert. Also ich erkläre dir jetzt irgendwie, wie der neue Rechner funktioniert oder was der für tolle Feature hat oder so, sondern eher so, ich habe gestern das erlebt und war heute da einkaufen oder so. Hast du eine Präferenz, was du lieber hörst oder ist das so ganz zufällig und unbestimmt? Also ich habe beides abonniert. Also ich habe Podcasts, die ist, also ich
ich trenne es so ein bisschen in, das eine ist für mich so Unterhaltung, ja, wenn ich Lust habe, jetzt mal unterhalten zu werden und mich jetzt nicht so intensiv konzentriert mit einem Thema zu beschäftigen, dann gehe ich da in meinem Podcatcher in die Unterhaltungsliste und dann picke ich mir da irgendwas raus und bin froh, wenn ich dann einfach so ein bisschen lachen kann und ein bisschen Spaß haben kann. Und wenn ich mich für ein Thema aber intensiv interessiere und gerade den Kopf frei habe, dann bin ich auch froh, wenn ich mir da mal einen Podcast anhören kann, der sich jetzt technisch detailliert oder irgendwie mit einem politischen oder medizinischen Thema da intensiv auseinandersetzt. Aber da suche ich mir dann auch wirklich schon die Momente, wo ich weiß, so, da kann ich jetzt konzentriert zuhören, da bleibe ich auch dabei und habe jetzt gerade den Kopf auch frei für sowas. Das heißt, du hast dein Blick geht schon relativ weit über die Podcast-Landschaft so hinaus. Wie versuchst du da irgendwie Überblick zu bewahren? Ich meine, gerade wenn du den Kondensator-Podcast machst, der ja auch sowas sein soll wie das, was wir hier im Sendegarten so in so einer großen und epischen Breite machen, versuchst du ja in komprimierter Form, in kondensierter Form zu machen, also über Themen, die im Podcastland irgendwie gerade aktuell sind, zu berichten. Ich habe immer das Problem, dass ich das Gefühl habe, diese ganze Landschaft ist so immens groß, ich kriege überhaupt nur immer so einen Bruchteil mit. Da bleibt immer ganz viel übrig und ich frage mich immer, wie kann ich das besser machen? Wie kriegst du Übersicht über das Podcastland? Na, zum einen natürlich über Sendegate und über Twitter finde ich da viel. Also ich habe auf Twitter relativ viele Menschen abonniert und kriege da immer wieder irgendwas rein, was ich dann in meine Trello-Liste werfe und hoffe, dass ich da bald drüber sprechen kann, was... Ich bin auch so ein bisschen traurig, dass ich es nicht schaffe, so aktuell Kondensator-Folgen zu machen, wie ich mir das eigentlich wünschen würde. Da war jetzt einfach in letzter Zeit viel Arbeit mit den ganzen Apps, an denen ich gearbeitet habe. Da kommen wir auch später hoffentlich noch drauf. Das hat einfach viel Zeit gefressen, deshalb komme ich da nicht so oft dazu, wie ich mir das wünsche. Aber jetzt nochmal zurück, wie kriege ich die Infos? Einmal Twitter, Sendegate und dann habe ich in meinem Podcatcher auch ein paar Podcasts drin, die ich verfolge. Da sind auch einige aus Amerika dabei und oder auch aus Australien zum Beispiel. Und da bekomme ich nochmal so einen anderen Blick einfach drauf, weil die interessieren sich zum Teil für ganz andere Themen, als die uns jetzt beschäftigen. Und das ist auch ganz interessant. Kannst du so ein bisschen beschreiben, wie deren Perspektive ist? Puh, schwierig. Wie ist deren Perspektive? Also die ist halt gefühlt weniger technisch geprägt, also zumindest in den Podcasts, die ich da jetzt höre. Also es gibt zum Beispiel einen Podcast Ask the Podcast Coach und die haben von den Themen her nicht selten technische Themen. Also zum Beispiel die neueste Folge heißt Does Your Podcast Make You Happy? Oder Podcast Focus Groups gab es davor. Should I Add My Podcast to YouTube? Dann geht es so ein bisschen... in älteren Folgen geht es darum, how to get a sponsor. Also das sind ja so ein bisschen weniger fokussiert auf die technischen Themen, die uns jetzt hier in Deutschland beschäftigen. Ich schaue jetzt gerade mal, ob ich die anderen noch aus der riesigen Liste hier jetzt finde. Es gibt zum Beispiel noch den, wo habe ich den denn? Den Supertop-Podcast. Der ist auch ganz interessant. Der ist von den Machern der Podcast-App, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Sekunde, von Castro. Castro ist ja auch ein sehr bekannter Podcast-Client und die kommen aus Australien und die erzählen da eben über ihre Sicht auf die Podcast-Welt und was sie als nächstes relevant finden für die App. Und ja, finde ich ganz spannend, da mal einen Blick auch drauf zu haben aus einer Perspektive, die jetzt nicht unbedingt so Sendegate-spezifisch ist. Mhm. Ja, also mein Eindruck, ja, ich mag falsch sein, aber ich habe das Gefühl, dass wenn so amerikanische Podcaster Ask the Podcast Coach zum Beispiel referieren, dann geht es auch ganz oft darum, wie kann ich das monetarisieren? Also wie kann ich da irgendwie von leben? Wie kann ich daraus einen Job machen?
Und klar, ja. Ich empfinde unsere hier hiesige Szene eher so, dass es eine große Zahl von Hobby-Podcasterinnen und Podcastern gibt und ein paar wenige, die versuchen, das irgendwie zu kommerzialisieren, und die werden auch immer noch so ein bisschen schräg angeguckt, so als wenn sie was Verbotenes tun würden, was sie nach meiner Ansicht nicht tun. Sie versuchen einfach einen Markt zu erobern, und ob das funktioniert oder nicht, das wird einfach mal die Zeit zeigen. Insofern ist das schon so ein kleines bisschen anderer Fokus, aber das stört dich nicht. Nee, also ich finde es in Ordnung, mir das anzuhören. Ich muss das ja nicht machen, nur weil ich es mir anhöre. Ich finde es einfach spannend, das zu beobachten, die Entwicklung zu beobachten. Und ich muss die Meinung ja nicht übernehmen. So, also trotzdem finde ich es gut, sich da mal anzugucken, wie entwickelt sich das und wie machen das andere. Es gibt ja zum Beispiel auch in Deutschland zum Beispiel die Frequenz 4000 von 4000 Hertz, wo man das, finde ich, ganz toll verfolgen kann, was da intern bei denen so passiert, was die machen, was die Schwierigkeiten sind. Und da gibt es ja auch in Amerika eine ganze Reihe, so, wo sie drüber berichten, wie sie ihr Podcast-Startup entwickeln. Sowas höre ich mir jetzt nicht an, finde ich nicht ganz so spannend, aber wer das mag, kann das auch gerne anhören. Also so, da geht es halt ein bisschen mehr in die Business-Richtung. Ich bin halt eher interessiert so ein bisschen mehr in die Technik-Richtung natürlich. Könntest du dir denn vorstellen, mal so ein hauptberuflicher Podcaster zu werden, oder ist das gar kein Ziel so für dich? Nee, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also das mag ich auch gar nicht machen. Also ich weiß auch nicht. Also ich könnte mir höchstens vorstellen, da vielleicht mal so ein bisschen so spendenmäßig was zu machen, aber bisher schaffe ich es einfach nicht, neben den ganzen anderen Projekten, die mich so faszinieren, da jetzt wirklich so intensiv bei einem Projekt dabei zu bleiben, dass ich jetzt ernsthaft sagen könnte, ja, jetzt das mache ich jetzt so regelmäßig und ausführlich, dass ich da ernsthaft für Geld nehmen kann oder so. Also mal gucken, wie sich das entwickelt alles. Also mal sehen. Momentan eher nicht. Ja. Hast du eine Vorstellung, wer deine Hörerinnen und Hörer sind? Also wenn du so eine Themenauswahl oder Gestaltung machst, hast du da irgendwie so eine Vorstellung von Zielgruppe? Ja, das hat sich so ein bisschen entwickelt. Also beim Kondensator ganz klar. Beim Kondensator ist meine Zielgruppe Podcaster und Podcasterinnen. Das richtet sich überhaupt nicht an Menschen, die irgendwie jetzt gar nichts mit dem Thema ich mache selbst einen Podcast zu tun haben, sondern wirklich Menschen, die da tief drin stecken und sich da News holen wollen. Beim Funkenschrein-Podcast hat sich das so ein bisschen entwickelt. Am Anfang war es ja eher so, was ich heute sagen würde, eigentlich kein gutes Konzept, weil ich relativ frei so, ich möchte halt was erzählen, und ich hatte keine klare Vorstellung, wer ist meine Zielgruppe. Manche Folgen haben sich da, ich habe irgendwie technisch was erzählt, dann so ein bisschen an Podcaster gerichtet. Die nächste Folge war dann wieder allgemeiner politisch. Dann kamen die Feature-Folgen, wo ich im Prinzip als Zielgruppe so jeder hatte. Das schwankte so ein bisschen. Und jetzt möchte ich mich eigentlich dort eher so auf diese featureartigen Themen konzentrieren, die weit gefasst sind, die für jeden interessant sind, weil ich dieses ganze technisch podcastmäßige jetzt ausgelagert habe in den Kondensator. Also es hat eine Weile gedauert, bis ich da ja so ein Konzept gefunden habe, und ich finde es heutzutage, würde ich auch zurückblickend sagen, es ist total wichtig, dass man sich da Gedanken drüber macht, für wen man sendet, weil das natürlich auch eine Auswirkung darauf hat, wie wählt man die Themen aus, wie bringt man die rüber, wie baut man die Geschichte auf. Das ist schon wichtig. Ja, also wenn du den, sagen wir mal, den Hörspielhörer oder die Hörspielhörerin erreichen willst, und man erzählt denen nur technische Sachen, dann sind die wahrscheinlich schnell dann auf und davon. Aber wenn es ein bisschen interessant ist, ein gebauter Beitrag oder eine Geschichte, dann bleiben die vielleicht dran, auch wenn sie ansonsten von den technischen Sachen sich nicht so packen lassen. Also ich habe so meinen Bruder vor Augen, ich habe dem irgendwann mal gesagt, ich glaube, das war noch zu Zeiten der Pottunion, ich mache hier regelmäßige Sendungen und höre das mal an, ganz toll. Und er so, boah, ich habe 5 Minuten reingehört, ich habe kein Wort verstanden, habe sofort wieder ausgemacht. Ja. Das war so ein bisschen demotivierend, aber er hat ja völlig recht. Also für ihn ist es absolut nicht gedacht, das ist ganz klar. Ne? Das war so für mich so die harte Schule, aber ja, ist ja richtig. Man sollte sich das schon überlegen. So, jetzt haben wir den Stefan kennengelernt, der Podcast-Hörer war. Wir haben den Stefan kennengelernt, der Podcast-Macher ist. Wir haben deine Technik so ein bisschen gehört. Also du mit Reaper Ultraschall arbeitest du, habe ich da rausgehört, ne? Ja.
also der, ja, unser quasi Mainstreamer veröffentlichen mit Podlove und das Ganze mit Reaper und Ultraschall gebaut. Ja, wobei ja, der Kondensator, der ist ja über Podigee. Ah, veröffentlicht. Okay. Da bist du also auch Nutzer da davon. Ja, ah, bist du aber nicht Mitentwickler, oder hast du da auch die Finger drin? Nee, da bin ich kein Entwickler. Nee, da, das nutze ich einfach nur, weil ich mir gedacht habe, so, ich entwickle schon genug und eigentlich möchte ich mich beim Kondensator auf den Inhalt konzentrieren und das kostet ehrlich schon genug viel Zeit. Und Podigee ist eine total sympathische Plattform, da erreicht man die Leute, also die, die Menschen, die das machen, total schnell, super Support und die sind der ganzen Szene auch sehr nah, die bauen da tolle Features ein, es funktioniert gut und da muss ich mich dann eben nicht rumschlagen mit der Technik und es funktioniert einfach. Ja, jetzt hast du vorhin mal so ganz nebenbei fallen lassen, das Relive Radio. Kannst du mal kurz erklären, wenn der Opa vom Krieg erzählt, was das gewesen ist? Ja, die Idee vom Relive Radio war, also der Ansatz war Podcasts entdecken und die Idee war, es bräuchte doch mal ein Radio, wo einfach 24/7 man einschalten kann und dann läuft da immer ein Podcast. Und das, wie war denn das damals? Das, ich bin da dazugekommen, das Projekt existierte schon und ich habe da dann angefangen mitzuentwickeln, die Webseite mitzubauen und dann gab es da relativ viele Podcasts, die da mitgemacht haben. Wir hatten da eine riesige Datenbank, die dann mit Podcasts gefüllt war und immer neue Episoden dazu kamen. Dann konnte man da in diversen Internetradios einfach einschalten und irgendwo in eine Sendung reinplatzen und dann neue Podcasts entdecken. Da habe ich damals einiges Neues entdeckt und war da ganz begeistert davon, dann, dass man da hören konnte, was gerade kommt. Also auf der Website gab es dann so einen Sendeplan, da konnte man sehen, welche Sendung läuft gerade, konnte die direkt abonnieren, wenn man das wollte oder was kommt als nächstes und da wurden dann halt die aktuellen Podcast-Folgen von einem Podcast so mehr oder weniger gefeatured. Wenn halt was Neues rauskam, kam das dann in die Playlist mit rein. Das erinnert mich jetzt gerade so an das, was ich vom Pod-WG-Radio kenne. Also es gibt ja diese Pod-WG, oh Gott, was ist das? Wie heißt denn diese Technik jetzt? Nicht TeamSpeak, sondern die andere? Mumble? Egal, ich glaube doch. Mumble. Oder doch ein TeamSpeak-Server. Der Techniker Martin. Also diese Infrastruktur, die der Reden zur Verfügung stellt. Und in dem Zusammenhang gibt es auch ein Pod-WG-Radio, was mich sehr daran erinnert. Also das ist auch so ein dauerlaufender Stream. Der Bob, der hat den mal gepflegt oder pflegt den noch. Und da stehen auch immer in so einer Playlist irgendwie, was da jetzt als nächstes kommt. Also ist das so ähnlich? Kennst du das Projekt? Hast du da mal hingeguckt? Das Projekt sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts. Ist eigentlich schade, dass ich das noch nicht mitbekommen habe. Da muss ich vielleicht mal im Kondensator da gleich mal drüber sprechen. Das muss ich mir mal notieren. Das kenne ich noch nicht, aber ist im Prinzip das gleiche Konzept, ja. Ja, okay. Das heißt, ist es Live-Hören ist dir auch schon immer irgendwie wichtig gewesen? Ja, wobei Relive Radio jetzt ja nicht unbedingt live ist. Ach nee, genau, ja, ist ja Relive, genau. Aber ich höre auch gern live, ja. Also ich finde es toll, in dem Moment, wo man es hört, eben auch mit den Menschen, die es senden, zu interagieren. Also das gibt nochmal so ein ganz anderes Feeling. So. Also so wie es hier im Chat jetzt auch ist, vielleicht möchtet ihr auch noch mehr Fragen stellen, dann hat man da so eine ganz andere Beziehung nochmal zu den Menschen, die vor dem Mikrofon sitzen, als wenn man das sich jetzt nur als Aufzeichnung anhört. Denn wenn ich jetzt einen Podcast mir anhöre, dann habe ich das oft so, ja, da könnten wir jetzt noch die Frage stellen und wie meint er denn das? Und wenn man live zuhört, kann man das alles machen. Hast du völlig recht. Genau, ich habe das auch gerade böse durcheinander gebracht. Ich wollte nochmal auf andere Projekte kommen, denn du hast eine Webseite, stefantraut.de heißt die? Heißt die .de? Oh Gott. Ja. stefantraut.de, genau. Und da gibt es eine Seite, die heißt Projekte. Und da werden vier Projekte genannt. Scoon, Review, Xenim und Podlove. Podlove nehmen wir uns gleich im Querbeet ganz intensiv vor. Aber was sind denn Scoon, Review und Xenim für Projekte, die du da gemacht hast? Ja, wir können ja vielleicht so ein bisschen geschichtlich rangehen. Der Anfang, die am ältesten ist. Und zwar habe ich irgendwann auch vom Studium inspiriert, beschlossen, ich möchte mich gern so mit der iOS-Entwicklung auseinandersetzen, weil ich auch
ja, immer schon begeisterter iPhone-Nutzer bin und auch ein Mac hatte. Und natürlich habe ich da Interesse dran, da für meine eigenen Geräte auch Software bauen zu können. Das kommt einfach so aus diesem Technik, Spaß an der Technik, den ich habe. Ich möchte auch Hand anlegen an meine eigene Technik. Und da habe ich angefangen, mir iOS, die Entwicklung unter iOS eben anzueignen und habe dazu, das kann man auch weiterempfehlen, wenn das jemand machen möchte. Es gibt von der Stanford University, da macht jedes Jahr, gibt es da so einen Kurs, eigentlich für die Studenten, die dort studieren, aber der ganze Kurs, den gibt es auch online, den gibt es in, ich glaube in iTunes U kann man sich den angucken oder auch auf YouTube. Und da erklärt er eben ausführlich, Schritt für Schritt über so ein halbes Jahr, wie man Apps fürs iPhone baut. Das setzt natürlich voraus, dass man schon grundsätzlich irgendwie programmieren kann und weiß, wie das alles funktioniert. Und der erklärt halt eben, wie man es unter iOS macht. Und das habe ich mir so 2-3 Monate so ein paar Grundlagen angeeignet. Dann habe ich gedacht, so was könnte man jetzt für ein Projekt machen? Weil ich wollte so ein bisschen Praxiserfahrung einfach bekommen. So ein kleines Starterprojekt irgendwie, wo ich dran arbeiten kann, was mich irgendwie motiviert, wo ich Spaß dran habe. Und dann war das damals der Fall, dass ich glaube, da war schon iOS 7 oder 8 schon raus und da gab es ja noch die alte Xenim-App, die dann aber eingestellt wurde. Die hatte auch noch das alte iOS 6-Design und ich habe dann damals den, wie hieß er denn, den Daniel, glaube ich, bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, angeschrieben und gesagt, ja, wie sieht's denn aus, wollen wir da zusammen was machen? Ich habe da irgendwie Interesse dran. Und er hat gemeint, ja, nee, müssten wir alles komplett neu machen, lohnt sich nicht, und er hat auch keine Zeit mehr eigentlich, da was dran zu machen. Da habe ich beschlossen, okay, dann kann ich ja einfach hergehen und versuche dann einfach was Neues zu machen. Und daraus ist dann die Xenim-App entstanden, so als erstes kleines Projekt. Auf dem Bild interessanterweise sieht man noch die erste Version, da gab es auch noch, also auf der Webseite jetzt bei mir, ein Screenshot, da gab es auch noch die runden Icons, die heute auch nicht mehr da sind und die Farben waren ganz anders. Und das war so das erste kleine Projekt, das ich gestartet habe, wo ich so meine ersten Schritte gemacht habe, so in der iOS-Entwicklung. Und Xenim-App ist eben eine App, wo man die, damals gab es ja, kommen wir vielleicht später noch drauf, da gab es eben Podcast-Livestreams über Xenim. Das habe ich auch damals schon immer verfolgt. Früher lief ja, glaube ich, sogar noch der Fritz-Livestream von Chaos Radio. Ich meine, früher lief der auch noch über Xenim. Bin mir jetzt gar nicht sicher, aber es ist schon ganz lange her. Also ich habe das damals schon eben, also weil wir ja vorhin dabei waren mit dem Chaos Radio, wie ich ins Podcasting reingekommen bin, habe ich das damals schon mitbekommen, dass Xenim dort eben ein Thema war, das so als Projekt aufzubauen und so ein bisschen als Community-Projekt, wo die Leute dann diese Streaming-Server dann auch gespendet haben. Das ist ja heute auch noch so. Und ich habe dann eben diese App gebaut, mit der kann man die Livestreams hören, die über Xenim senden, man bekommt auch Push-Notifications, hab da mit dem Kato, der Kato ist eben der hinter Xenim steckt, der da den ganzen Server managt und die Webseite baut, mit dem eine ganze Weile zusammengearbeitet, an der API gearbeitet, die App heute auch noch nutzt, und das ist dann eine ganze Weile gelaufen. Die gibt es auch heute noch. Da habe ich dann nur jetzt eben seit einem halben, dreiviertel Jahr so, baue ich da nicht mehr so groß was dran weiter, weil ich habe so relativ lang so für die erste Version gearbeitet, dann gab es ein paar Updates mit neuen Features und dann steckte ich so ein bisschen fest, weil ich wollte einige neue Sachen mit einbauen, war aber da immer darauf angewiesen, dass der Kato eben im Backend auch einige Dinge anpasst, damit diese Feature nötig sind, also zum Beispiel hochaufgelöste Coverarts etc. Also da gibt es einige Dinge, die ich da gerne gemacht hätte, die dann aber nicht funktioniert haben, weil sich bei Kato einiges geändert hat und er nicht mehr so viel Zeit hat, da irgendwie dran weiterzuarbeiten. Und deshalb ist es so ein bisschen in Stocken geraten und ich habe dann beschlossen, ja, das muss man, also das lohnt sich nicht, jetzt da noch viel Zeit reinzustecken, weil ich komme da wenig vorwärts. Jetzt frage ich mich, wie ich weitermache, ob wir gleich zu Podlife gehen, weil das würde sich jetzt da logisch dran anschließen oder die anderen. Noch nicht. Lass uns eben die anderen Apps und Review abdecken. Genau, also das geht jetzt dann später über in Podlife, da kommen wir später dazu. Und ich habe dann eben jetzt nebenbei
noch andere Apps gebaut, die sich auch so ein bisschen mit dem Podcasting auseinandersetzen. Das ist so nebenher, nebenher, sage ich schon, gelaufen. Die nächste, die dann kam, war Review. Und die ist eigentlich daraus entstanden aus meinem Funkenstrahlen-Podcast. Denn ich habe das beim Funkenstrahlen-Podcast immer so gemacht, dass ich habe vorhin erzählt, ich habe diese aufwendigen Feature-Folgen geschnitten. Und dann habe ich das oft so gemacht, dass ich den Schnitt am Rechner gemacht habe. Und dann habe ich mir den Rohschnitt exportiert als MP3, habe ich mir aufs Smartphone gezogen und dann habe ich das unterwegs, weil das ging ja schon 45 Minuten oder so, habe ich das durchgehört und mir dann notiert die Stellen, wo ich nochmal was ändern wollte, wo ich das Gefühl hatte, da ist die Musik zu laut, da habe ich das nicht hinbekommen oder da muss ich nochmal was anders erklären, damit die Story besser rüberkommt. Und dann habe ich mir das immer halt aufgeschrieben, an welcher Stelle ich da nochmal was korrigieren wollte. Und da habe ich mir gedacht, ich bin doch jetzt iPhone-Entwickler, es muss doch möglich sein, eine App zu haben, wo ich relativ bequem so diese Markierung eintragen kann und nicht immer jetzt in der Notiz-App da irgendwie die Zeiten eintragen muss und dann später am Rechner da wieder die Stelle wiederfinden muss, an der ich nochmal was korrigieren wollte. Und dann habe ich mir überlegt, ich könnte eine App bauen, weil ich ja auch immer diese, oder mit der man diese Marker anlegen kann und das relativ bequem, ohne dass man das Smartphone aus der Tasche holen muss. Und der Trick ist dabei, dass es ja diese Apple-Kopfhörer gibt, diese Earpods. Das sind auch nicht die AirPods, die es gibt, sondern die alten noch, die noch so einen Klicker haben. Und da kann man ja normalerweise zweimal klicken, wenn man zum nächsten Track springen will, oder dreimal klicken, wenn man zurück will. Und ich habe diese Funktion angepasst, sodass man nicht eben nach vorne oder zurückspringt, sondern dass man mit diesen Klicks Marker anlegen kann, während man sich ein Audio-File anhört, ein beliebiges. Also man kann dort ein Audio-File importieren, entweder über irgendeinen Document-Provider unter iOS, also Dropbox, iCloud, Google Drive, was auch immer man auf seinem Smartphone hat. Oder man kann eins downloaden, man kann auch direkt eine URL eingeben und dann wird die runtergeladen und in der App abgelegt. Und dann kann man loslegen, das abspielen, die Kopfhörer reinstecken, Smartphone in die Tasche und kann sich dann die entsprechenden Stellen markieren. Also es gibt unterschiedliche Marker, die man setzen kann. Es gibt Edit-Marker, es gibt Shownote-Marker. Wenn man jetzt einfach nur durchhören möchte und an einer bestimmten Stelle eine Shownote später haben möchte, dann kann man die dort anlegen. Oder es gibt auch, ich glaube, noch so einen Link-Marker. Und man kann sich eben auch in den Einstellungen konfigurieren, Klickgeste jetzt für welchen Marker verantwortlich ist. Man bekommt dann auch so ein Audio-Feedback, wo man, wenn man geklickt hat, hört, dass jetzt so ein Marker eben angelegt wurde. Und jetzt in der neueren Version gibt's dazu auch noch eine App für die Apple Watch, weil ja Apple diese AirPods released hat und diese AirPods, die haben keinen Klicker am Kabel, weil die haben kein Kabel. Ich habe selber keine AirPods, aber ich bin mir sicher, viele haben solche und dann funktioniert das ganze Konzept natürlich nicht mehr. Und die Idee war eben, wenn man dann eine Apple Watch hat, dann kann man, während man sich jetzt in der Sendung dann anhört über zum Beispiel die AirPods und dem Smartphone in der Tasche, dann kann man mit der Apple Watch auch mit einem Tab auf den entsprechenden Marker an der Stelle einen Marker anlegen. Der landet dann auch in der App drin. Und diese Marker, die man da angelegt hat, die kann man dann später noch benennen, nochmal ein bisschen verschieben, wenn man möchte. Und dann kann man die auch exportieren in verschiedenen Formaten. Zum Beispiel auch in einem Format, was von Reaper wieder gelesen werden kann. Und dann kann man die da bequem importieren und hat dann an den Stellen, wo man was markieren wollte, direkt die Marker wieder drin. Das klingt ziemlich komfortabel. Sehr schön, sowas zu haben. Ja, also bisher hat es leider noch nicht so viele User gefunden, die da Nutzen von haben. Ich gehe mal davon aus, viele Podcaster, die sich jetzt so bei uns im Sendegate oder so rumtreiben, die machen gar nicht so aufwendige Formate, wo dieser Workflow überhaupt nötig ist. Wobei, es gibt sicherlich einige, die gerne Shownotes zum Beispiel im Nachhinein anlegen. Ich weiß nicht, was der Anwendungsfall von vielen ist. Also bisher habe ich noch nicht so viele gefunden, die das wirklich brauchen. Es gibt ein paar. Ich brauche es auch. Ich mag es gerne. Ist so ein bisschen aus der Idee entstanden, was ich selber nützlich finde.
Ja, aber das, man könnte doch, man ist ja nicht angewiesen, eigene Produktion zu markieren. Man könnte dann auch, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine Stelle höre, wo ich denke, oh, das ist ein schöner Ausschnitt für den Sendegarten, dann könnte ich mir die doch auch markieren auf die Art und Weise. Oder wäre das nicht möglich? Ja, klar. Also das kann man für alles Mögliche nutzen. Also auch wenn Hörer hergehen wollen und man kann zum Beispiel aus Pocket Casts geht es, wenn man in Pocket Casts eine Folge shared, dann kann man die auch direkt in der Review-App öffnen. Die wird dann rüber kopiert und dann könnte man auch als Hörer die Folge statt jetzt im Pocket Cast in Review anhören und dann da Marker anlegen und die dem Podcast dazukommen lassen, falls er die dann einbinden möchte. Das ist ja schon sehr weit gedacht. Hui. Ja, schön. Ich mache immer Screenshots, wenn man's eh schon durchhört, um die Stelle zu merken. Auch. Aber das ist auf Dauer auch ein bisschen doof. Man hat lauter Fotos und muss sich dann überlegen, warum habe ich das Bild, warum habe ich den Screen jetzt fotografiert, was war da noch? Und das ist auch mal ein bisschen blöd. Nee, das klingt gut. Und das hast du vor allen Dingen gemacht, weil du den Bedarf für dich selber hast. Ich fand da gerade den Satz daraus so schön. Ist es warum, entstanden, warum bin ich Entwickler? Ich kann das doch, also mache ich es auch. Das ist schön. Ja, genau. Und am Anfang ist es so ein bisschen entstanden, so ich mache das für mich. Aber ich dachte dann, warum soll ich das nicht auch einfach im App Store veröffentlichen? Und wenn jemand das toll findet und da auch einen Nutzen von hat, ist es super. Auf jeden Fall. Was ist Skoon? Ja, Skoon ist ein ganz tolles Projekt und auch schon, ja, auch aus einer Idee entstanden, die mich schon lange, lange beschäftigt. Ich habe da vor Ewigkeiten, damals als der Funkenstrahlen-Podcast sich noch mit den Podcast-Themen beschäftigt habe ich mir immer gewünscht, es gäbe eine Art Podcast-Social-Network, so abstrakt gesagt, also wie kann ich jemand anderem einen Podcast empfehlen, damit er den anhören kann. Da habe ich relativ ausführlich drüber gesprochen und auch so ein bisschen philosophiert drüber und der Christian der die Hörsuppe gemacht hat, der fand das auch super toll und war ganz begeistert von der Idee und hat mir da auch geschrieben. Und da ist aus dem Gedanke ist bei mir dann eigentlich nie was draus geworden. Und der Christian, der hat einfach mal was gemacht. Ne? Der hat das hat sich so ein bisschen entwickelt. Ne? Er hat ja mit FIT dieses Podcast-Verzeichnis aufgebaut. Und hatte da relativ viele Podcasts drin. Und dann hat er angefangen, dort eine Funktion einzubauen, wo man Listen von Podcasts anlegen kann oder Listen von Episoden und da eben hergehen kann und Episoden kuratieren kann oder Podcasts kuratieren kann und das ist genau das, was ich mir damals gewünscht habe. Jetzt kann man nämlich hergehen und sagen, diese Episode, die fand ich besonders hörenswert, hört euch doch die mal an. Also das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie es auf Spotify Playlisten gibt. Ne, da kann man ja auch Playlisten anstellen, erstellen, die mit Freunden teilen und kann dann da Songs draufpacken, wo man denkt, so hört ihr das mal an, das ist super toll. Und dieses Konzept hat der Christian da in FIT auch umgesetzt und das gebaut. So, jetzt war ich natürlich an dem Punkt, wo ich dachte so, ja, finde ich super toll, aber ich und habe dann auch angefangen, so eine Kuration anzulegen, aber ich habe ja meine Podcasts auf dem Smartphone und ich höre die ja, also ich höre zum Beispiel in Pocket Casts und dann habe ich mir die immer markiert mit so einem Sternchen und musste dann an den Computer gehen, weil FIT ist eben gewesen damals nur eine Plattform, die man als Webseite aufrufen konnte, dann musste ich die in FIT alle raussuchen und einzeln dann zu meiner Kuration hinzufügen. So, das fand ich dann immer ein bisschen umständlich, habe ich nicht regelmäßig gemacht, habe ich nicht gepflegt, einfach weil ich dann nicht dran gedacht habe, dass ich das noch eintragen muss, fand ich so ein bisschen schade, dass ich das nicht gemacht habe, wo ich das doch so toll finde, dass man darüber Podcasts empfehlen kann. Denn also ich habe ja auch eine Zeit davor hatte ich ja auch mal dieses Podperlen-Projekt, wo ich versucht habe, über so eine Art Blog Podcast-Folgen zu empfehlen, das dann auch am Aufwand einfach gescheitert ist, weil wenn ich jedes Mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde dran sitze, eine Podcast-Episode weiter zu empfehlen, dann mache ich das einfach nicht regelmäßig, weil das zu viel Zeit kostet jedes Mal. Und deshalb funktioniert es über FIT viel besser. Da hatte ich mir überlegt, naja, man könnte doch, FIT hat ja eine API und man könnte doch da was bauen, wo man jetzt einfach über so einen im Podcast-Client auf diesen Share-Button drückt. Und dann wird das Ganze
an die API von FIT gesendet und diese Podcast-Folge, die man da geteilt hat, die wird da dieser Kuration hinzugefügt. Das war auch die erste minimale Version der App, die es gab. Da gab es in der App fast gar nichts. Da gab es in der App nur so ein Login-Feld, FIT-Account angeben, und ansonsten war die Funktion der App eigentlich nur so, man benutzt den Podcast-Client seiner Wahl, also Overcast, Pocketcast. Jetzt muss ich mal gucken, also ich unterstütze da eine ganze Reihe von. Also man kann Pocketcast nutzen, Overcast, Podcat, Apple Podcast, Castro, Instacast, und es geht sogar aus dem Safari, wenn man auf der Podcast-Webseite unterwegs ist. Da kann man dann eben auf diesen Teilen-Button drücken, wo man es im Prinzip auch auf Twitter teilen könnte. Und statt Twitter wählt man eben dann Scoot aus und kann dann da sogar noch momentan auswählen, in welche Kuration man diese Folge teilen möchte, kann noch einen kleinen Kommentar angeben, sendet das Ganze ab und dann wird diese Folge auf die Kuration gepackt. Und das Tolle ist natürlich, dass FIT die Funktion bietet, dass FIT daraus einen Podcast-Feed macht. Das heißt, ihr könnt euren Freunden oder auf Twitter, euren Bekannten oder wen auch immer, könnt ihr eure eigene Kuration, eure Playlist direkt im Podcast-Client übergeben, und die können diesen Podcast, eure Kuration, dann abonnieren und bekommen diese ganzen Folgen dann direkt in ihren Podcatcher rein und können die hören, als wäre es ein ganz normaler Podcast. Super. Diese Kuration, also diese Idee des Kuratierens, die zieht sich so als jetzt nicht mehr ganz neue Idee, aber doch so insgesamt so durch das Podcastland hindurch. Und da hast du eine schöne Anwendung dazu gebaut. Ja, da gab es ja jetzt, also da gibt es ja mittlerweile noch mehr. Also das war ja so der erste Ansatz. So, der erste Ansatz war, man kann sich da einfach einloggen und Episoden teilen. Mittlerweile kann die App viel mehr. Man kann da seine ganzen Kurationen verwalten drin. Man kann neue Kurationen anlegen, die ganzen Metadaten eintragen. Man kann seine Kurationen direkt aus der App heraus mit anderen teilen oder auch wieder entfernen. Man kann eben diesen RSS-Feed-Link direkt zu jemand anders schicken, wenn man das möchte. Das ist da alles mit drin. Und seit 3-4 Wochen gibt es da auch noch jetzt einen Bereich, der nennt sich Discover oder Entdecken auf Deutsch. Das finde ich besonders toll, das habe ich mir schon lange gewünscht, dass man dort eben auch jetzt die öffentlichen Kurationen von anderen entdecken kann und da ein bisschen stöbern kann, denn das war immer so bisher das Problem, dass es keine Möglichkeit gab, so einfach mal eine Liste zu haben an öffentlichen Kurationen und sich da umzuschauen und zu gucken, was interessiert mich denn, wem möchte ich denn folgen, wer macht eine interessante Playlist, die ich spannend finde. Und jetzt gibt es da so einen Bereich, da kann man erstmal nach einer Kategorie auswählen, die man spannend findet, und dann sieht man dort die ganzen Kurationen, die dieser Kategorie zugeordnet sind, die halt in dieser Kategorie Episoden enthalten. Da gibt es schon einige, die da öffentlich ihre Kurationen bereitstellen. Und dann kann man auch noch so eine kleine Info sehen, von wem die Kuration ist, wer die gemacht hat, mit einer kleinen Beschreibung. Und kann dann direkt aus der App heraus diese Kuration auch als Podcast abonnieren und hat die dann direkt im Podcatcher. Bemerkst du denn, dass dafür Bedarf da ist, dass Leute gerne diese Kurationsdienstleistung in Anspruch nehmen? Also hast du relativ viele Kunden dafür? Bisher noch nicht, aber ich glaube, es liegt so ein bisschen auch am Marketing. Ich glaube, viele haben das noch nicht entdeckt, dass es das gibt. Ich glaube, es gibt eigentlich einen großen Bedarf dafür, weil ich sehe das ja sehr viel auf Twitter, dass Podcast-Folgen empfohlen werden, hört euch das mal an. Viele machen das super gerne. Ich finde nur, auf Twitter funktioniert das Ganze nicht so gut, weil wenn ich zum Beispiel auf Twitter sehe, hört ihr diese Folge mal an, dann bin ich relativ aufgeschmissen, weil wie bekomme ich diese Folge jetzt in meinen Podcatcher rein, und dann vergesse ich das wieder, dass ich die anhören wollte, und auf der Website möchte ich die eigentlich nicht hören, weil da wird meine Position nicht gespeichert, ich kann die nicht downloaden. Ich glaube schon, dass es einen großen Bedarf für gibt, und wenn ich jetzt Scoon habe, ist es ganz praktisch, denn wenn ich auf Twitter jetzt eine Folge entdecke, wo es heißt, hör dir die mal an, dann kann ich die im Safari aufmachen, kann die dann teilen in Scoon und kann die dann in meine private Kuration reinpacken, und die habe ich selber wieder abonniert und dann habe ich die im Podcatcher. Ist so ein bisschen dreimal um die Ecke,
Aber so habe ich auch für mich eine gute Funktion. Also ich hoffe, dass das Ganze noch mehr Bedeutung bekommt oder mehr Aufmerksamkeit bekommt. Denn ich denke schon, dass es da einen Bedarf für gibt, so Podcast-Folgen weiter zu empfehlen. Das funktioniert ja auch mit Musik ganz gut. Menschen wollen gerne ihren Mitmenschen was empfehlen und sagen, hör dir das mal an, das ist ganz toll. Und ich finde, es gut ist eine gute Möglichkeit, das oder eine einfache Möglichkeit, das zu tun, sodass es auch, dass man das auch komfortabel dann anhören kann und nicht irgendwie im Safari dann da rumklicken muss. Ja, das kann ich, also, dass ich selber den Impuls habe, anderen zu sagen, hier, das ist toll, das hat mir gefallen, das könnte was für dich sein. Also die Richtung kann ich sehr gut verstehen. Was ich persönlich für mich noch nicht so raus habe zu sagen, also einer Kuration vom Stefan Traut, der folge ich jetzt einfach, weil der hat irgendwie den Adlerblick, der findet immer die Perlen und wenn ich dem folge, dann habe ich auf jeden Fall immer schon mal richtig schönes Futter. So weit ist mein Nutzungsverhalten noch nicht. Ich bin eher so selber auf der Suche und lass mich gerne auch dann von Twitter mal inspirieren. Das hat ja halt den Vorteil, dass es einem immer so ins Auge gedrückt wird. Also man kommt ja gar nicht drum herum. Das ist ja schon fast manchmal ein kleines bisschen zu viel des Guten, was man da so mitbekommt. Aber vielleicht ist das gerade der Kanal, um das eine zu erhalten, ohne das andere zu verlieren. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Ja, das ist auch so, ich habe da natürlich auch so ein bisschen die Vision für Skoon, dass ich da auch noch so eine Art, so eine Art Feed einbauen möchte, wo man sieht, momentan kann man ja nur eine Kuration abonnieren. Ich fände es aber auch interessant, wenn man nicht eine Kuration abonniert, sondern einer Person folgt und dann sehen kann, welche Episode diese Person jetzt gerade auf welche Kuration gepackt hat, dass man da auch so ein bisschen eine Übersicht bekommt, was sich da getan hat. Aber das ist alles eine Frage der Zeit, ob ich das einbauen kann, ob ich dazu komme. Ich versuche halt jetzt immer die Funktion einzubauen, die jetzt so am nächsten liegen, ne, die ich am wichtigsten finde. Ja, ich darf auch da nicht zu sehr von meiner Perspektive ausgehen. Ich glaube, ich bin da einfach nicht der, hab nicht mehr den jungen Blick, da bin ich schon wahrscheinlich zu alt. Da gab es doch vor einiger Zeit auch mal diese Video-Kommunikationsdatenbank, wo Leute einfach ihr gesamtes Videoverhalten dokumentiert haben, sodass andere Leute sehen können, der hat den Film gesehen, der hat die Serie verfolgt und so weiter. Das machen auch interessanterweise viele über FIT. Also ich scroll jetzt gerade hier durch und da gibt es viele, die schreiben, ja, das ist mein Hörtagebuch. Das finde ich jetzt persönlich, würde ich jetzt nicht abonnieren, finde ich jetzt nicht so interessant. Also die machen das vielleicht auch vielleicht eher für sich selbst. Ich finde eher Kuration interessanter, wie jetzt zum Beispiel der Christian von der Hörsuppe, der macht eine Kuration, wo er Podcast-Folgen reinpackt, die sich mit Podcasting beschäftigen. Das ist jetzt halt so mein Thema, was ich interessant finde. Oder es gibt von Podcorn gibt es eine Kuration da drin, wo die alle Episoden landen. Ich glaube auch, gibt es nicht auch vom Sendegarten irgendwas, was ich mal gesehen habe? Ja, wir haben zwei Hörer, genau, die einerseits die Blütenschätze und andererseits die Setzlinge kuratieren, ja, haben wir. Genau, das ist ja auch super, dann muss man die nicht aus den Shownotes irgendwie rauskopieren, sondern kann sich das abonnieren und hat es dann direkt nach der Sendung, wenn man sich den Sendegarten angehört hat, hat man dann die Folgen auch drin und kann da mal reinhören, wenn man das möchte. Also ich finde, es ist so eine Mischung aus, ich interessiere mich für ein Thema. Also es gibt zum Beispiel auch hier was über Genomeditierung, wo der ConScience-Podcast Episoden reinpackt. Oder es gibt von den Wissenschaftspodcasts gibt es eine Kuration, die da ganz viele tolle Wissenschaftsepisoden reinpacken. Also wenn man sich, also es gibt so ein themenbezogene Kuration, und dann gibt es natürlich Kurationen, die ich abonniere, weil ich finde, der Mensch, der dahinter steckt, hat einen Geschmack, der meinen trifft. So. Ja, ist also halt gut zum Entdecken von was Neuem. Ja. Du hast mir gerade so ein bisschen die Augen aufgemacht, weil ich dich ja vorhin gefragt habe, wie behältst du die Übersicht über das Podcastland? Wenn ich natürlich jetzt so einen Podcast über Podcast-Kurator finde und höre mir speziell diese Folgen an, dann habe ich ja auch wieder einen guten Einstieg. Vielleicht ist es sogar etwas, was ich auch mal machen sollte. Ich könnte mir vorstellen, da kommen noch mal ein paar Sachen zutage, die ich selber nicht kenne. Und das ist ja immer, man will ja aus der eigenen Blase so ein bisschen raus. Na klar, habe ich meine Lieblingspodcasts, die ich rauf und runter höre, aber um ein bisschen den Überblick zu wahren und auch das Neue kennenzulernen, reicht das ja nicht. Also man muss ja da auch noch diese bekannten Grenzen irgendwie so ein bisschen überwinden. Mhm. Ja. Vielleicht ist das auch eine Idee.
Sehr schön. Was wünschst du dir für die Zukunft, um dann deinen persönlichen Teil hier so ein bisschen abzuschließen? Für die Zukunft von was? Für welche Zukunft? Sagen wir mal fürs Podcastland. Natürlich Weltfrieden. Boah, wollen wir alle, ist klar. Große Frage. Große Frage. Also ich wünsche mir fürs Podcastland, dass es nicht so plattformzentriert wird wie die Videowelt. Also ich finde es sehr schade, dass sich die Videowelt im Prinzip auf YouTube beschränkt und da ist keinerlei Dynamik mehr drin, finde ich. Und ich finde es ganz toll, dass in der Podcast-Welt eben genau solche Projekte möglich sind und dass man die starten kann und es noch zum Glück so ein freies Medium ist, wo man technisch noch ja eigene Ideen umsetzen kann. Und auf YouTube ist man da, ist das eben ein Player, der hat da die komplette Macht. Und ich hoffe, dass uns das noch eine Weile erhalten bleibt und da die großen Player nicht den Markt übernehmen. Ja, also der Vorteil ist natürlich, du hast genau eine Stelle, wo du eigentlich alles findest. Also ob ich jetzt eine alte Heidi-Folge oder was über den Zweiten Weltkrieg oder über die ägyptischen Mumien oder sonst was suche, YouTube hat das, ne? Und das ist der Riesenvorteil eigentlich. Aber vielleicht ist dann genau diese Infrastruktur, von der du gerade gesprochen hast, die da so zwischen den einzelnen Anbietern vernetzen kann, im Sinne von kuratieren und so weiter, genau die richtige Antwort. Ja, sowas wie Schoolen wäre halt auf YouTube nicht möglich. Ja? Da, entweder YouTube baut so eine Kurationsfunktion ein oder halt nicht. Da ist man eben dann abhängig von einem Player. Okay. Also dein Wunsch ist Vielfalt erhalten, wenn ich das mal so auf ja, ganz einfachen Punkt wichtig, bringe. Ja, das ist wichtig, ja. Schönen Dank. Stefan, wir beenden hier sozusagen das Gartenbankgespräch, weil wir haben noch ein ganz großes Thema, das haben wir jetzt die ganze Zeit immer mühsam ausgeklammert, nämlich Podlife. Ja. Das würde ich aber gerne sozusagen in die Technik-Ecke schieben. Bitte geh mit mir jetzt ins Querbeet und dann holen wir uns auch noch den Sebastian und inzwischen ist der Lars eingetroffen, den Lars noch dazu. Aber wir gehen jetzt erstmal gedanklich einen Schritt weiter, nämlich ins Querbeet. Ich glaube, da hat die Gartentür gequietscht, oder? Was hat passiert? Die Gartentür hat gerade gequietscht, oder? Ach so, die Gartentür hat gequietscht. Ja. Natürlich, das habe ich eindeutig gehört. Ich bin mal reingekommen, ja. Verdammt, wir wollten doch eigentlich WD-40 kaufen. Haben wir wieder vergessen. Ja, verdammt. Genau, die Gartentür hat gequietscht. Und wer ist zur Tür reingekommen? Wer ist da? Der ja. Lars. Hallo. Moin. Lars. Schönen guten Abend. Guten Abend allerseits. Hallo. So, wir haben uns jetzt natürlich nicht vorher einpegeln können. Klappt das einigermaßen gerade? Du kannst noch ein bisschen aufdrehen. Ein bisschen noch. So. Ja. Kommt es so gut? Ja. So ist jetzt höre ich gar nichts mehr. So ist perfekt. Wenn du nichts hörst, also wir hören dich gut. Ah, okay. Okay, jetzt habe ich es. gut. Frage ich auch dich nach dem Wetter. Wie ist das Wetter bei dir? Warm und schön. Okay, warm hat das Stefan auch, schön habe ich es auch, aber es ist erträglich. Ein schöner Sommerabend ist es, ja. Also, ich kann nicht klagen. Wunderbar. Wo du gerade so schön am Reden bist. Wir haben ein großes technisches Thema bisher die ganze Zeit ausgeklammert. Du konntest ein bisschen zuhören, was Stefan so erzählt hat, ja? Ja, ich habe jetzt eine Weile zugehört, seitdem ich dazu gekommen bin. Wir haben nämlich eines seiner Projekte, das relativ neu ist, oder? Ganz neu, Stefan wird es gleich vielleicht auch nochmal erzählen, ausgeklammert, aber so ein bisschen ist ja auch bekannt geworden, nämlich von Podlife. Das ist das, wo der Sebastian mir in der letzten Folge was erzählt hat. Das ist das, wo wir eingangs gehört haben, dass der Martin vom Metacast den Jan gefragt hat, ob er vielleicht in der Windows-Welt sowas macht. Also Podlife ist da, ist es aber noch ganz neu. Kannst du uns mal in deinen Worten erklären, was du verstanden hast, was Podlife eigentlich ist? Die Fragestellung ist gut, nämlich darauf müsste ich es tatsächlich auch ein bisschen begrenzen. Ich bin nämlich nicht in der Mac-Welt verhaftet, habe es mir deswegen nicht selber angucken können, also was ich mitgekriegt habe. Man kann ja mit Ultraschall, mit Studio Link direkt live senden und was wir genau jetzt gerade auch machen. Und dafür gibt es eine Schnittstelle, die Podlife nutzt im Moment. Und Podlife ist also erstmal eine Mac
ach Quatsch, eine iOS-App oder eine, ich weiß nicht, wie man es dann nennt, eine Mac-App, ein Mac-Programm, wo man dann also diesen Live-Podcast direkt mit hören kann. Wobei es da eben die Möglichkeit gibt, auch Podcasts eben zu favorisieren und das so einzustellen, dass man eben benachrichtigt wird, wenn ein Podcast eben in die Pre-Show oder in die Live-Show geht. Und so heißt es eben das Motto bei podlife.io auf der Webseite, nie wieder einen Live-Podcast verpassen. Das heißt, wenn ich jetzt das Telefon in der Tasche habe, dann macht das so und sagt mir, der Sendegarten fängt gerade an oder so. So habe ich es verstanden, ja. Ja, das hast du richtig verstanden, ja. Das funktioniert. Ja, ich wollte gerade fragen, Stefan, ist das richtig? Ja, dann sag doch mal, wie das aus Entwicklerperspektive aussieht. Ja, das hat er schon sehr gut zusammengefasst. Also mit Podlife kann man eben Livestreams hören, die über StudioLink On Air senden. Und die Grundidee ist, dass man dann so eine Übersicht hat über die Podcasts, die da senden. Man kann da reinhören, man kann sehr toll neue Podcasts entdecken. Also ich habe da jetzt auch schon über die letzte Zeit bestimmt 3 oder 4 Podcasts entdeckt, die man auch direkt in der App dann abonnieren kann im Podcatcher und sich dann auch die alten Folgen anhören kann, wenn man das denn möchte. Und da gibt es eine ganze Reihe Metadaten, die man da, also man kann sich angucken, wie, was ist das für ein Podcast, was machen die, über was berichten die. Man kann sich die direkt aus der App, kann man die Webseite sehen. Man kann zumindest für die Podcasts, die es eingestellt haben, kann man auch während der Sendung dann über die App direkt in den Chat der Sendung kommen und dann mit den Podcasts dann eben sprechen. Und das gibt's eben fürs iPhone momentan und für den Mac. Das hat sich so ein bisschen entwickelt. Ich habe angefangen, eine iPhone-App zu bauen und dann hat der Frank Gregor, der das zusammen mit mir macht, Kontakt mit mir aufgenommen und meinte, ja, er wollte schon eine Weile mal eine Mac-App machen für Podcast-Livestreams und dann hat er sich da eben angeschlossen und wir haben da jetzt gemeinsam das Projekt dann zu Ende geführt und jetzt gibt es da auch im Prinzip eine Synchronisation, also wenn man die Mac-App hat und die iPhone-App und man loggt sich dort mit seinem Podlife-Account ein, dann werden auch die Favoriten, die man setzt, dort synchronisiert. Und da steckt jetzt eben auch so ein eigener Server dahinter mit einer Infrastruktur, wo es eben auch möglich ist, in Zukunft eine ganze Reihe Features zu bauen, die bei Xenim damals in der App gar nicht möglich gewesen wäre, weil mir dort einfach das eigene Backend gefehlt hat. Ah, ich sehe jetzt eine Verwertungskette. Also ich bin jetzt ein Podcaster, der live podcastet und benutze die Dienstleistung von Sebastian, also sprich StudioLink On Air. Da hat der Sebastian eine Gartentür eingebaut, die ein bisschen quietscht und aufgeht. Da gehst du rein und holst die Metadaten und die Live-Audiodaten da heraus, legst die dann auf deinen eigenen Server und bietest die von diesem eigenen Server dann den Hörenden an? Oder ist die Kette jetzt falsch dargestellt? Genau, also technisch funktioniert es so, genau. Also ich hab im Prinzip eine Kopie von den Metadaten, die jetzt für Podlife relevant sind. Aber und, nicht der Audiodaten, nur die Metadaten. Nein, also die Audiodaten, die bekomme ich überhaupt nicht. Also die Metadaten und das Coverart und ich bekomme eben den Link von Sebastian zum Livestream und den übergebe ich im Prinzip im iPhone einfach oder auf dem Mac wird er einfach diesen Player übergeben und der spielt diesen Stream dann ab. Im Grunde ist, also vielleicht muss ich mal so geschichtlich ein bisschen drauf eingehen, weil da viel mehr klar wird, wie das alles entstanden ist. Also zum Beispiel im Chat fragt auch der Max Snyder gerade, hieß es nicht auch irgendwann mal die Xenim-Streams, dass die auch in die Podlife-App kommen? Ja, hieß es und das war auch der Gedanke und ist auch halbwegs immer noch. Und zwar ist es, ich bin vorhin, als ich von Xenim erzählt, habe an dem Punkt so ein bisschen hängen geblieben, so ja, bei Xenim hat sich nicht mehr so viel getan und ich konnte keine neuen Features entwickeln. Dann habe ich beschlossen, es wäre eigentlich gut, ich hätte ein eigenes Backend und wäre unabhängig vom Streaming-Anbieter, um da mehr machen zu können. Ne? Und in dem Moment kam dann auch noch StudioLink On Air raus oder beziehungsweise Sebastian hat angekündigt, dass er eben so ein Streaming-Feature mit einbauen wird und als dann auch klar war, dass es in Ultraschall reinkommt, dass es sehr einfach sein wird, über
StudioLink zu streamen, war mir klar, ich muss auf jeden Fall auch StudioLink unterstützen, weil es werden sehr, sehr viele machen, weil es einfach sehr einfach ist und es ist eine tolle Möglichkeit, Livestreams zu machen. Und wenn man über Xenium streamen will, ist es zugegebenermaßen ein bisschen komplizierter, weil man da eben intern das ganze Audio-Routing machen muss und mit der Nicecast-App da das ganze Streaming machen muss. Ist viel komplexer. Und dann habe ich versucht, das Backend so aufzuziehen, dass ich im Grunde in der Lage bin, von der Struktur, die ich habe, mehrere Streaming-Backends zu unterstützen. Das heißt, ich habe die Metadaten der Podcasts und kann hergehen und quasi eine Streaming-URL von Xenium nutzen oder eben von StudioLink on Air, und dass das einfach keine Rolle spielt, wo das herkommt. Ich bin allerdings an einem Punkt eben auf das Streaming-Backend angewiesen, und zwar für die Push-Notifications. Die Push-Notifications funktionieren so, dass Sebastians Server, StudioLink-Server, in dem Moment, wo ihr als Podcaster euren Channel-Status auf Pre-Show oder Live setzt oder auch für die anderen Statuse, da bekommt mein Backend eine direkte Nachricht und sagt mir Bescheid, dass sich da was geändert hat, und dann kann ich die Notification rausschicken. Das bräuchte ich eben auch von Xenium oder einem beliebigen anderen Streaming-Netzwerk, damit das mit den Notifications funktioniert. Und ich finde, die Notifications sind schon eine relativ wichtige Funktion auch von so einer Livestreaming-App, denn man möchte das ja nicht verpassen, ne? Weil sonst kann man auch einfach über Twitter gucken und auf die Webseite gehen und da den Livestream starten. Leider ist es bei Xenium eben so, dass Kato da bisher keine Zeit hatte oder der Kontakt irgendwie verloren gegangen ist, dass er das einbauen kann, dass eben das Backend von Podlife da entsprechende Notifications bekommt. Und deshalb gibt es das momentan noch nicht. Deshalb ist aber die Struktur vom Podlife-Backend auch trotzdem immer noch so gebaut, dass das grundsätzlich möglich wäre. Also auch wenn es mal neben StudioLink und Air noch mal was anderes gibt, wäre das möglich, das von der Struktur her zu bauen. Jetzt sehe ich gerade die Frage noch im Chat, man könnte doch das über die Xenium-API abgreifen, ob der Stream läuft oder nicht. Ja, im Grunde könnte man das machen. Das ist aber nicht der Sinn einer Echtzeit-Notification, direkt Bescheid zu kommen. Ich müsste dann im Prinzip hergehen und regelmäßig sehr oft die Xenium-API pullen, und das ist eigentlich vom Design her nicht Sinn der Sache, das so zu bauen. Das ist dann nicht performant. Okay, ich nehme jetzt mit, im Moment ist es eine 1:1 Beziehung zwischen StudioLink on Air und Podlife, aber die Zukunft soll es eine 1:N oder sogar eine N:M Beziehung sein. Also mehrere Quellen können dann mehrere verarbeitet werden. Ja, ob das jetzt so sein wird, kann ich nicht sagen. Die Struktur ist so gebaut, einfach nur aus der Erfahrung raus, dass jetzt eben momentan zwei existieren und ich da eine Unabhängigkeit haben wollte, um nicht mehr den Fall zu haben, ich habe eine Xenium-App, die ist einfach direkt an die Xenium-API angebunden, da ist kein eigenes Backend dazwischen, gar nichts, und da gibt es eben keine Möglichkeit, wenn jetzt nebendran StudioLink on Air kommt und aufpoppt, da irgendwie das da zu integrieren, das wäre überhaupt nicht gegangen, und jetzt habe ich eben die Freiheit, das zu machen. Sebastian, was hast du denn an StudioLink on Air aufbohren müssen, damit das so funktionieren kann? Ja, also der Stefan hat das eigentlich schon ganz gut erläutert, und dass ich halt auf meiner Seite soweit die eine API erstmal dafür haben musste, dass halt überhaupt die Metadaten ausgetauscht werden können. Und dass quasi dann auch diese Push-Notifications stattfinden. Also das war eigentlich so der Knackpunkt, dass halt ich von meiner Seite aus halt den Status des Streams halt weitergeben muss und durchreiche an die App dann. Du hast in der letzten Episode hast du ja darauf hingewiesen, dass es da diesen Schalter gibt und diese verschiedenen Stufen, Pre-Show, Show läuft und so weiter und Aftershow oder genau. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Das ist im Prinzip das, was du auch zu den Metadaten dazu zählst, zusätzlich zum
Titel der Show und so ein bisschen Inhalt, was es eigentlich sein soll, wo du ja auch sagtest, bitte füllt die aus, bitte benutzt diese Schalter. Also an der Stelle muss dann auch der Podcaster oder die Podcasterin selber ein bisschen erstmal aktiv werden. Genau, also bevor der Stream wirklich in Podlife landet, gibt es jetzt mindestens drei Kriterien, eigentlich sogar jetzt eine vierte, da können wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen, aber gehen wir mal auf die Hauptkriterien ein, auf die Metadaten, die ausgefüllt sein müssen. Also es muss ein sinnvoller Name gesetzt werden. Gut, ich prüfe jetzt nicht, wie sinnvoll der ist, aber es empfiehlt sich, einen sinnvollen Namen zu setzen, am besten halt den, wie auch der Podcast heißt, damit man auch, damit die Hörer und Hörerinnen das gleich zuordnen können. Dann kann man die URL angeben, die muss man jetzt nicht mehr unbedingt verändern, das hatte ich ja beim letzten Mal erzählt, das ist jetzt, sind jetzt zwei Felder, also man kann die URL, wie sie in StudioLink angezeigt wird, halt jetzt getrennt von dem Titel und dem Namen ändern. Dann muss zwingend ausgefüllt sein die Beschreibung, weil das ist halt auch nochmal so ergänzende Informationen in der App. Deswegen ist das für Stefan und Frank da auch ein Pflichtfeld geworden. Und was auch ganz elementar ist, ist halt das Coverbild. Ja, das heißt also, dass man hübsche Bilder in der App hat und das dann auch gleich optisch besser erfassen kann, dass das der Podcast ist, den man vielleicht schon kennt. Stefan, wenn diese Metadaten bei dir ankommen und beim nächsten Mal, die Summary oder die Beschreibung des Podcasts anders ist, wird das dann bei dir aktualisiert oder bleibt eine einmal eingetragene Show in der Datenbank erhalten? Nee, das wird aktualisiert. Also wir haben im Prinzip technisch ist es einfach ein Cronjob, aber praktisch ein Prozess, der läuft alle 15 bis 20 Minuten ab und der aktualisiert die ganzen Daten in unserem Backend, die eben in der StudioLink API sich geändert haben. Also wenn sich das Coverart ändert, wird das bei uns geupdatet. Wenn sich die Metadaten ändern, werden sich geupdatet. Eventuell müssen wir das in Zukunft anders bauen. Da müssen wir aber noch drüber diskutieren, dass es ein bisschen schneller geht, weil sich manche gewundert haben, ich habe das geändert, warum ist das nicht direkt schon in der Podlife App sichtbar? Aber da müssen wir noch drüber sprechen, wie wir das angehen können. Okay, also ich bin nicht in der Not, dass ich mir sozusagen jetzt für ein für alle Mal die geniale Beschreibung meiner Show ausdenken muss, sondern ich kann es dann auch nochmal etwas ändern. Also wenn ich hier Sendegarten, hier blüht das Podcastland, wenn ich irgendwie mal fantasiert das Podcastland draus machen will, dann kann ich das auch ändern. Zum Beispiel, was ich jetzt gerade sehe, was ich gerade ändern muss, ich muss den Lars bei den Creatoren noch hinzufügen. Also ich hatte ja jetzt diese drei Pflichtfälle genannt. Hinzugekommen sind ja auch Metadaten, wo man halt Creator und andere Daten, RSS-Feed, um die App dann auch wirklich innerhalb der App dann den Podcast auch direkt abonnieren zu können. Also man hat irgendwie spontan reingehört und das Ganze gefällt einem und man möchte dann den Podcast weiterhören oder eine ganze Folge dann hören, dann kann man das also gleich abonnieren. Ja, und auch die Webseite und den Twitter-Handle, das sind jetzt auch so Zusatzdaten, die schon eingetragen werden können. Ja. Stefan, bimmelt denn dann jede live sendende App oder kann ich auch eine Auswahl treffen? Wenn ich mir jetzt vorstelle, heute Abend senden vier Live-Podcast gleichzeitig, bimmelt dann viermal mein Handy oder kann ich vorher sagen, mache mich aufmerksam, wenn der Metacast anfängt? Ja klar, also du bekommst nur Notifications in der App für Podcasts, die du als Favorit markiert hast. Also du kannst, es gibt einen Bereich in der App, der nennt sich Entdecken oder auf Englisch Discover. Da gibt es einmal ein gefeatureter Channel, dann gibt es eine Liste, die sich nach Beliebtheit sortiert. Also die Channels mit den meisten Favoriten stehen da oben. Da ist aktuell zum Beispiel MinCorrect bei 36 Follower, der Sendegarten hat jetzt aktuell 22 Follower. Ich hoffe, das werden in Zukunft noch mehr. Und dann kann man dem Channel so ein kleines Sternchen geben und dann bekommt man für diese Channel, die man da als ein Sternchen gegeben hat, für die bekommt man dann eine Notification. Also für die bekommt man dann Bescheid, ob die jetzt gerade senden oder nicht. Man kann natürlich, wenn man jetzt die App aufmacht, da gibt es eine Ansicht, wo steht, welche Channels gerade live sind. Da sieht man alle,
Channel, die gerade senden. Aber Notifications bekommst du natürlich nur für die, die dich auch wirklich interessieren, weil sonst wird es ja nervig. Ja, genau, das wäre das Problem. Das wäre dann so aufdringlich irgendwie so. Nimm mich wahr. Das ist dann vielleicht doch das Guten zu viel. Also technisch scheint ihr das ganz gut im Griff zu haben. Oder gibt es da noch irgendwie eine Stelle, wo ihr sagt, da müsste man vielleicht nochmal das eine oder andere anpassen? Technisch. Juristisch kommen wir jetzt gleich dazu. Also ja, das, was Stefan halt schon gesagt hat, also dass halt die Metadaten nicht gleich übertragen werden, sondern es dauert halt immer einen Moment, bis das Podlife-Backend quasi diese Daten einsammelt und aktualisiert. Gerade jetzt, wenn man frisch dabei ist und seinen Podcast neu einrichtet und sein Streaming, dann dauert das natürlich ein bisschen, bis das wirklich in der App erscheint. Und das führt aktuell so ein bisschen noch zu Supporter-Anfragen, warum das dann noch nicht drin ist. Und ja, aber da arbeiten wir dran und ich denke, da werden wir auch eine Lösung finden, dass das etwas zeitnaher geschieht. Und ja, aber ansonsten ist es eigentlich ziemlich, funktioniert das eigentlich schon ziemlich gut und ziemlich abgehangen auch, ja. Wir hatten ja auch eine Beta-Phase jetzt eine ganze Zeit lang. Ja, und es ist die, vor ein paar Tagen ist die App oder die beiden Apps für iPhone und Mac sind live gegangen. Der Frank und der Stefan haben die also in den Store getan. Und dann bekamst du eine Rückmeldung, Sebastian, die dich ein bisschen aufgeschreckt hat. Und wir haben ja auch im Sendegate da eine wilde Diskussion dazu verfolgen können. Was war diese Rückmeldung, die du da bekommen hast? Ja, also im Kern ging es darum, dass es halt, ja, dass halt jeder Podcast halt direkt im Podlife landet, also ohne das entscheiden zu können, ob man da wirklich drin sein möchte oder nicht. Und das hat natürlich im Hinblick jetzt auf, sage ich mal, dann nochmal so eine juristische Geschichte aufgemacht. Okay, der Streamer oder die Streamende, die hat natürlich eigentlich durchaus das Recht zu entscheiden, wo etwas hinlandet. Und auch gerade wenn jetzt Bilddaten übernommen werden, da fallen dann ja natürlich Urheberrechtsdinge rein und so weiter und so fort. Das heißt also, ja, also das war dann halt schon so ein Moment, wo wir halt irgendwie nicht drüber nachgedacht haben, dass es da halt ein Problem geben könnte, weil normalerweise hat man ja eigentlich nur Vorteile dadurch, dass der Podcast auch in dieser App erscheint und man bekommt mehr Hörer und Hörerinnen, aber gut, ich denke, es ist da durchaus wichtig, auch das zu respektieren, dass jemand sagt, nee, ich möchte das jetzt eigentlich nicht. Oder es gibt natürlich auch valide Gründe, das das ist auch ein valider Grund, aber es gibt auch noch andere valide Gründe, das zu tun, wenn man einfach sagt, okay, wir hatten ja zum Beispiel irgendwie vor 2 Wochen einen Gruppenmeeting für Podstock und da wollten wir auch nicht, dass der Stream öffentlich ist, weil wir wollten eine Person da mit zuhören lassen, weil sie halt krank war, aber durchaus noch zuhören und im Chat aktiv sein konnte und klar, man hätte sie jetzt auch noch irgendwie einen Studio-Link mit rein und sich muten lassen können, aber irgendwie war es jetzt irgendwie einfach, dass über einen Stream, also wenn man so einen eingeschränkten Personenkreis hat, den man eigentlich den Stream nur zur Verfügung stellen möchte, meinetwegen auch, weil das irgendwie, viele machen das ja mittlerweile auch, dass sie sagen, okay, das ist halt ein Bonus, diese Live-Sendung und man möchte die vielleicht Spendern und Spenderinnen zur Verfügung stellen, dann wäre das natürlich kontraproduktiv, wenn das dann natürlich direkt in der App oder in den Apps dann sofort angezeigt wird. Das würde das Modell ja dann unterlaufen. Ja. Und klar, da kann man jetzt lange drüber diskutieren, auch ob das jetzt wirklich dann Studio Link diese Fälle abdecken muss, ob man das irgendwie ausschließen kann, aber ich denke schon, dass diese Freiheit durchaus gegeben sein sollte, dass jeder sein Modell benutzen kann, was er für richtig hält an der Stelle, ja. Und das war eigentlich so der Hintergrund der ganzen Geschichte, ja. Und mit diesem rechtlichen Spin halt, dass halt, ja, wenn der Podcaster sich da wirklich nicht entgegengekommen fühlt oder es wirklich, oder auch ihm irgendwas nicht schmeckt und wirklich klagewillig ist, dann kann das natürlich ganz schnell böse werden, ne? Also das kann dann Schadensersatzforderungen und sowas nach sich ziehen und das war dann der Grund jetzt, dann das Ganze so zu gestalten, dass jeder, der jetzt einen Studio Link Stream
startet, direkt aufgefordert wird, zu sagen, okay, ich möchte die neue API benutzen oder nicht. Ja, das ist jetzt also die Konsequenz daraus, dass wir sagen, okay, es wird jetzt einfach zu Beginn des Streamings sofort gefragt und weil bisher konnte halt niemand davon ausgehen, dass das so sein wird. Das heißt also, alle, die schon in, irgendwie über StudioLink bisher gestreamt haben und ihre Metadaten und Bilder hochgeladen haben, die wurden halt vorher nicht gefragt, ob sie auch dann in dieser App und in späteren Apps öffentlich landen. Und dadurch wird das jetzt halt einmalig entsprechend beim ersten Streamstart abgefragt. Und ich denke, das dürfte die beste Variante sein, dass das dann jedem klar ist, auch dass man in dieser App landet. Ne? Also das ist ja auch noch so eine weitere Geschichte. Ist es überhaupt verständlich? Okay, ich klicke auf diesen Button. Was passiert eigentlich da im Hintergrund? Und dass man vielleicht mit dem Stream und wenn man gerade nur testen will, irgendwie schon in den Apps auftaucht, das ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Da kann man natürlich auch nochmal irgendwie Verbesserungspotenzial schaffen vielleicht, dass man solche Teststreams auch vielleicht gar nicht so häufig in der App dann hat. Aber zumindest ist es jetzt durch dieses Pop-up, was da beim ersten Stream kommt, erklärt und ja. Du fühlst da für dich eine besondere Verantwortung, weil du die Stelle bist, die sozusagen die Tür für diese APIs öffnet oder die API überhaupt hergestellt hat. Also vorher, als es diese API noch nicht gab, da war StudioLink on Air quasi ein geschlossenes System. Wer das benutzt hat, der, ja, über die URL war irgendwie klar, wo die Sachen landen. Klar. Und durch diese Öffnung jetzt für diese sehr sinnvolle Anwendung, also im Willen, das soll jetzt nichts Negatives sein, aber da hast du jetzt für dich gesagt, oh, hier habe ich eine zusätzliche Verantwortung und vor allen Dingen auch eine juristische Stelle, wo ich möglicherweise angegriffen werden könnte, da will ich jetzt mal lieber vorsichtig sein und vorbauen. Genau, auch für die Podlife-App, ne, weil die natürlich auch mit dem Bildmaterial dann auch Screenshots anfertigt für den App Store und so weiter. Das heißt also, da werden dann die Bilddaten ja auch weiterverwendet fürs Marketing und das mag dann auch nicht jedem gefallen. Und so ist es jetzt definitiv klar, die Bilder werden da verwendet, sie werden in der App angezeigt, sie sind da und werden von Podlife benutzt und damit kann also hinterher keiner sagen, ich habe das nicht gewusst. Jetzt weiß es jeder und kann sich auch durch einen Opt-in halt wirklich dafür entscheiden oder dagegen entscheiden. Ja. Stefan, ihr wart ja jetzt quasi mit eurer Beta-Phase am Ende. Ihr hattet das produktiv geschaltet und jetzt kommt im Prinzip so nochmal so eine zusätzliche Anforderung hinein. Macht das viel kaputt oder lässt sich das relativ leicht anpassen? Wie ist da eure Wahrnehmung und eure Arbeit von gezeichnet? Ja, das ging natürlich am Anfang alles ein bisschen schnell. Wir hatten da gar nicht mit gerechnet, dass es dann so dringend dann auch irgendwie war, das jetzt schnell umzusetzen. Und das ist auch gar nicht technisch jetzt einfach mal so schnell möglich, so schnell gemacht. Also klar, der Sebastian hat da relativ schnell diesen Schalter jetzt eingebaut, aber wir müssen dann natürlich auch noch gucken, wie wir das technisch umsetzen können. Und wir sind ja jetzt ganz froh drum, dass wir da jetzt das innerhalb einer Woche umsetzen, so dass die Podcaster die Möglichkeit haben, da die API freizuschalten. Ansonsten wären ja quasi sofort alle Podcasts aus der App verschwunden, was sehr schade gewesen wäre, gerade jetzt am Anfang, wo wir auch so ein bisschen Werbung gemacht haben und uns an die User gewandt haben und uns gefreut haben, dass die App gut ankommt, und dann jetzt sofort alle Podcasts da wieder rauszuschmeißen, wäre sicherlich keine gute Geste gegenüber den Usern gewesen. Deshalb bin ich jetzt ganz froh, und dass wir das jetzt so, also wir versuchen uns halt das Beste draus zu machen. Ich finde es verständlich, dass Sebastian da sich da rechtlich absichern möchte, welche Daten er über die API extern zur Verfügung stellen darf oder nicht. Da gab es ja auch im Sendingate schon Diskussion drüber, wie man das umsetzen kann. Da gibt es verschiedene Vorschläge und Ansichten. Ich finde, das ist jetzt auf jeden Fall eine rechtlich sichere Variante. Wer das weitergeben möchte, muss zustimmen. Es ist natürlich jetzt ein bisschen kompliziert, weil wir jetzt eben den ganzen Podcast dann versuchen, Bescheid zu geben, dass sie daran denken, diesen Schalter umzusetzen. Sebastian hat jetzt auch nochmal ein bisschen
geholfen, indem er dieses Pop-up eingebaut hat und darauf hinweist, wenn die das nächste Mal streamen. Das Pop-up. Wir hoffen jetzt halt, dass es innerhalb von einer Woche, dass viele das sehen und dann auch ihren Channel da irgendwie freischalten, damit die App dann nicht in der Woche komplett leer ist, wenn wir dann quasi diese Entscheidung da respektieren und dann alle Channel entfernen, aus der App entfernen müssen, die halt die da nicht eingewilligt haben. Kurze Anmerkung, es ist auch ein sehr hartnäckiges Pop-up, das heißt, das geht erst weg, wenn man sich entschieden hat. Also es wird so oft angezeigt und das heißt also erst, wenn man sich entschieden hat, ist es auch weg. Also damit ist es also nicht, man kann es nicht mehr übersehen. Sei man klickt einfach wild in der App rum. Ja, also ja, du das nochmal einfach nur klar machen, also nochmal aus der juristischen Perspektive, du Sebastian möchtest klar machen, dass die Verantwortung dafür, dass die Daten aus deinem Schutzraum sozusagen, aus deinem Verfügungsraum rausgehen, die sollen unmittelbar bei der Podcasterin, beim Podcaster liegen. Du willst nicht für andere Leute eine Entscheidung treffen, die hinterher womöglich dir zur Last gelegt werden kann. Nur darum geht es eigentlich. Genau, und Podlife natürlich, weil also im Endeffekt ist es ja Podlife, die Bilder halt ohne Freigabe des Podcasters verwenden, und wenn dem das halt nicht gefällt, dann kann er da natürlich gegen vorgehen. Also wir hatten ja auch im Sendegarten schon den Fall, wo du ein Bild verwendet hast in einer Collage von einem Podcast, den wir hier erwähnt haben, und das sollte dann auch relativ zeitnah entfernt werden wieder, ne? Was man auch jetzt erstmal nicht großartig verstehen kann, weil es ja Werbung für den Podcast ist, und aber ja. Ja, ich würde mir sogar in dem Moment sagen, wir sind vom Zitaterecht abgedeckt, aber auch das ist eine juristische Eisscholle, wo man auch mal einbrechen kann. Ich weiß es nicht wirklich hundertprozentig, aber dadurch, es ist ja nicht ohne Bezug, also wir haben uns nicht einfach mit fremden Federn geschmückt, sondern ganz klar gesagt, das ist auf dem Markt, das gibt es, und insofern ist es Teil eines Zitates, das sehe ich noch gedeckt, aber zwei Juristen, drei Meinungen, das kann auch schwierig werden. Also auf jeden Fall war es mir wichtig, an der Stelle dann klar, also auf den ausdrücklichen Wunsch auch entsprechend zu reagieren. War in dem Fall einfach, wäre in der API natürlich schwierig. Dann könntest du nur die API komplett zumachen und alle anderen würden dann in die Röhre gucken, die es eigentlich haben möchten. Das ist genau das Problem, ne? Genau, klar, wenn jetzt irgendwie die Datenbank weiter wächst und man immer mehr Podcaster und Podcasterinnen da drin hat, dann wird es natürlich immer schwieriger, sage ich mal, das dann noch wieder umzusetzen. Ne? Also das würde ja dann, sage ich mal, wäre es jetzt ein Jahr gelaufen und man hätte das im Nachgang dann erst gemacht, dann wäre das Ganze ja noch viel katastrophaler gewesen für alle. Aber so ist es jetzt noch am Anfang, und ich denke, das wird sich, also es sind jetzt auch schon über 20 Apps schon wieder frei, also 20 Streams wieder freigeschaltet von, ich glaube, das waren mal 70, aber davon waren mindestens 10, 20 reine Teststreams. Also das heißt also, wir sind da schon auf einem guten Weg, dass jetzt, sobald jeder irgendwie mal wieder den Stream aktiviert, da auch wieder mit drin ist. Achso, noch eine technische Frage. Das kommt, also dieses Pop-up kommt jedes Mal, wenn ich das benutze. Also jedes Mal, wenn ich jetzt quasi live gehen will, werde ich gefragt, ob ich damit auch einverstanden bin. Oder ist das einmal dann für alle, die unter dem gleichen Namen laufen? Einmal pro Stream. Also wenn du einen neuen Stream anlegst, also man kann ja mehrere Streams verwalten, dann wird man auch nochmal drauf hingewiesen. Das kann man mit der Zeit dann auch mal vielleicht etwas anders lösen. Aber aktuell ist es so, dass halt für jeden Stream, den man angelegt hat, einmal gefragt wird, und man kann es dann aber auch nachträglich nochmal die Option ändern. Ja, also da muss man dann eigentlich in den Einstellungen reingehen und das dort direkt ändern. Da gibt es dann kein Pop-up mehr. Du zwingst die Leute einmal, sich damit auseinanderzusetzen, aber wenn sie sich dann einmal entschieden haben, dann ist auch erstmal gut, bis vielleicht der Wunsch aufkommt, jetzt hätte ich es gerne anders, dann ist auch die Möglichkeit dazu da. Ja. Ich würde mir gerne den Lars nochmal reinholen. Wenn ich das jetzt so höre, was der Sebastian, was der Frank da, was der Stefan da beschreiben, klingt das zwar, gut, da hat sich noch so ein bisschen was ergeben, juristische Fragen, Vorsicht, wir müssen da dran bauen, aber nach einer relativ ruhigen Diskussion. Im Sendegate dagegen, hatte ich so das Gefühl, gingen die Wogen relativ hoch her. Wie hast du die Diskussion im Sendegate erlebt, Lars? Ja,
Um das ein bisschen zu unterfüttern, eben werde ich mal eben ganz kurz meine Meinung dazu wahrscheinlich mal eben sagen, weil das, glaube ich, meine Wahrnehmung dieser Diskussion ein bisschen mitbestimmt. Ich war da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Als ich das gehört habe, also gelesen habe, was da abging, da hatte ich erstmal nicht alle Hintergründe gehört, die es dazu gab. Und mein erster Impuls war tatsächlich ziemlich der im Sendegate ziemlich, ja, wie soll ich sagen, du hattest das Wort vehement benutzt. Oder pointiert. Das passt sehr gut. Ja, also doch sehr sehr direkt, sagen wir mal, geäußert wurde, nämlich dass die Sache offen ist, und ich selber habe das für mich auch verglichen im Prinzip damit, dass wir diese Metadaten ja nun auch auf die Webseiten stellen für unseren Podcast und eben beliebige Apps im Prinzip, ob kommerziell oder nicht kommerziell, eben diese Daten eben auch im Zugriff haben. Später habe ich von Sebastian so ein paar Hintergründe bekommen, also gelesen, auch im Sendegate stehen die alle dann nachzulesen, und habe dann gesagt, ah, okay, ich verstehe jetzt viel mehr diese Vorsicht, die da mit drin ist, und warum da so ein paar Gedanken mehr drin waren, als die ich mir gemacht habe. Also meine erste Reaktion war, die Wortwahl finde ich ein bisschen krass, aber ich verstehe die Argumente. Ich verstehe die Argumente auch immer noch, allerdings verstehe ich jetzt auch die Gründe, warum das alles überhaupt passiert ist, viel besser. Mein erster Impuls war dann allerdings auch, dass diese erste Lösung mit diesem ersten Schalter für meinen Geschmack nicht ganz traf, und diese neue Lösung, die jetzt da ist, dass ich sagen würde, ja, das kann ich komplett und durchweg nachvollziehen. Ja, also dieser Diskussionsstil für meinen Geschmack war ein bisschen zu direkt. Ja, also ich glaube, die Diskussion, die ging ja sehr in die Richtung so, es ist wichtig, dass die Vielfältigkeit erhalten bleibt, und das sehe ich auf jeden Fall auch so. Und am Anfang war es ja so, dass es dann einen Button gab, so Podlife ja oder nein, und das war wirklich keine wirklich gute Lösung, denn das führt ja auch dazu, dass man dann für jede weitere App, die vielleicht auch diese API nutzen möchte und da Funktionen oder irgendwie einen Service bereitstellen möchte, dann wieder jedes Mal ein Opt-in machen muss. Und das ist wirklich keine tolle Lösung für das Problem gewesen. Es wäre zwar rechtlich gesehen eine Absicherung gewesen für Sebastian, auch für Podlife, aber für die Vielfalt wäre das ein Riesenproblem gewesen, weil wenn man jetzt für jede einzelne App dann da Genehmigung erteilen muss oder entziehen muss, dann führt es dazu, dass am Schluss keiner mehr groß Lust hat, da irgendwie eine App anzubieten, weil wenn es da mal also wenn da jetzt eine neue App kommt und da sind schon irgendwie 100 Channel irgendwie aktiv und dann müssen die alle wieder angeschrieben werden und aktiviert werden, ob sie da jetzt für diese App den Schalter umlegen wollen oder nicht, dann wird das nicht funktionieren. Da bekommt man dann einfach zu langsam irgendwie Channel dazu, da teilzuhaben. Das hat keinen Wert. Dann führt es dazu, dass am Schluss keiner irgendwie diese API nutzt und da eine App für baut, und dann tötet man da das ganze System oder dieses ganze Ökosystem im Prinzip direkt mit ab. Und ich finde, mit der Lösung kann man jetzt noch argumentieren, das kann funktionieren, weil es ist jetzt so eine Lösung so, ja, ich bin in externen Apps verfügbar oder halt eben nicht. Ist zumindest ein Ökosystem möglich dann damit, wenn man sich dafür entscheidet. Was uns noch so ein bisschen traurig gemacht hat oder auch irritiert hat, dass diese ganze Debatte halt erst losging, weil Podlife eben Geld kostet. Die App kostet irgendwie, die iOS-App kostet 4,50 € und die Mac-App 5,50 €. Und dass dadurch erst so das Thema so ein bisschen aufkam. Und ich finde, man muss auch, ich weiß nicht, wie ich jetzt weitermachen soll. Also wir können jetzt erstmal so ein bisschen drüber reden, warum kostet Podlife Geld, oder wir bleiben noch ein bisschen bei dem rechtlichen Thema, denn sag ruhig, warum es Geld kostet, dann kann man sich das vielleicht auch besser vorstellen, wenn wir hinter in die Argumente gehen. Erklär ruhig. Genau, mal eben, also es gibt zwei Gründe. Es geht uns überhaupt nicht irgendwie ums persönliche Bereichern. Wenn wir das machen wollen würden, dann hätten wir gar nicht erst angefangen, irgendwie Podlife zu entwickeln, weil das ist sicher, das Podcast-Umfeld ist
eine Nische. Da wird es vielleicht, wenn wir Glück haben, ein paar hundert begeisterte Hörer geben, die gerne Live-Podcasts hören wollen und bereit sind, da Geld für bezahlen. Aber in der Masse werden wir da sicher kein großes Business damit machen. Also wir stecken da im Prinzip ganz viel Herzblut rein, ganz viel Zeit. Und der Grund, warum das Ganze Geld kostet, ist im Wesentlichen, dass der Server, der dahinter steckt, einfach laufende Kosten verursacht. Der kostet Geld. Je mehr User da drauf kommen, eventuell wird der auch noch mehr Kosten verursachen. Das müssen wir mal sehen, wie das läuft in Zukunft. Und das muss irgendwie finanziert werden. Ich meine, ich bin Student, ich kann das nicht spenden an die Welt. Ich habe das Geld nicht. Ich kann nicht den Server einfach aus eigener Tasche bezahlen. Deshalb, wenn ihr die App kauft, beteiligt ihr euch oder sorgt dafür, dass ich oder wir uns gemeinsam den Server leisten können, dass wir den bezahlen können, dass der weiter betrieben werden kann. Dann kommt noch so eine andere Komponente mit rein. Ich finde es schade, dass sich das so ein bisschen entwickelt hat mit den ganzen Apps, dass viele Menschen sich darüber aufregen, dass die App Geld kostet. Und ich finde es einfach sehr, sehr wichtig, da auch eine gewisse Wertschätzung darüber auszudrücken, dass man eben für eine App auch Geld bezahlt. Ich mache das selber auch gerne, wenn mir eine App wichtig ist, wenn ich die toll finde und die regelmäßig nutze, dann ist es auch schön, einfach mal Danke zu sagen und da eine Wertschätzung drüber auszudrücken, weil wirklich viel Geld werden wir damit nicht verdienen, das ist auch nicht unser Ziel. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, da so eine Anerkennung zu bekommen. Wir haben auch andere Preismodelle diskutiert, also ich hatte jetzt auch schon eine Diskussion im Slack zum Beispiel, ich verstehe, dass für viele Menschen, die jetzt nicht direkt begeistert sind von der Idee der App, dass die Hürde von 4,50 Euro oder 5,50 Euro, dass die in Anführungsstrichen hoch ist. Denn viele Menschen sind es einfach nicht mehr gewohnt, für Apps Geld zu bezahlen. Ne? Wir bekommen alles kostenlos, Facebook kostenlos, WhatsApp kostenlos. Wir bezahlen da mit unseren Daten. Ne? Also wenn man nicht Geld bezahlt, dann ist man das Produkt sozusagen. Oder man hat eine App, die anders bezahlt wird, nämlich von dem Unternehmen, das einfach nur so eine App irgendwie über eine Agentur gebaut hat. So, komme ich zurück. Wir haben andere Modelle diskutiert. Zum Beispiel wäre auch möglich gewesen ein Spendenmodell. Das habe ich ja mit Xenim schon ausprobiert. Da gab es auch jetzt ein paar Mal die Frage, warum ist Podlife kein Spendenmodell? Das hatte ich auch tatsächlich mal überlegt, das zu machen. Aber bei Xenim, in der Xenim-App war das Ganze anders. Ich habe über Xenim tatsächlich einige Spenden bekommen und ich bin da auch sehr dankbar dafür. Das war eine schöne Anerkennung für die Arbeit und die Zeit, die ich reingesteckt habe. Allerdings hat es nur als kleines Taschengeld funktioniert. Also es war wirklich nicht wie Geld im Monat und für den Server, den wir haben, würde das aktuell gar nicht reichen, was damals so über Xenim reinkam. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, vielleicht würde heute mehr reinkommen oder weniger, weiß ich nicht. Jedenfalls war das eine Entscheidung für mich, zu sagen, dieses Mal, das trägt sich nicht, das ist nicht nachhaltig. Wir würden den Service gerne länger anbieten und wenn wir das eben auf dem Spendenbasis machen, ist es unrealistisch, dass das passiert. Und ich kann das bei Xenim momentan einfach laufen lassen, einfach nur aus dem Grund, weil Kato eben den ganzen Serverkram übernimmt und Kato den Server betreibt und finanziert und sich darum kümmert, dass der läuft. Das ist der einzige Grund, warum ich da nicht laufende Kosten habe. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass der Kato das macht. Aber ich kann das für Podlife nicht tun. Ich habe da einfach nicht den finanziellen Background dafür, das zu machen. Eine andere Alternative wäre noch ein Abo-Modell gewesen. Das ist ja gerade so groß im Trend. So ein bisschen in der iOS-Welt. Apple forciert es ja auch so ein bisschen, dass alle in ein Abo-Modell gehen. Vielleicht müssen wir das in Zukunft noch tun, das wissen wir jetzt noch nicht. Wir hoffen jetzt, dass wir über die Einnahmen der App den Server erstmal eine Weile finanzieren können.
mal gucken, wie das in ein paar Jahren aussieht. Das sieht vielleicht sowieso alles anders aus. Wir haben uns da erstmal dagegen entschieden, weil das erstmal mehr Kosten für den User bedeutet hätten. Also wenn man da sagt, 1 Euro im Monat, dann sind es 12 Euro im Jahr und im wesentlich mehr, als es aktuell kostet. Und das, der andere Grund ist, ich selber mag das Abo-Modell auch nicht so gerne, denn ich möchte nicht auf meinem iPhone für jede zweite App irgendwie ein Abo abschließen, denn dann habe ich irgendwann monatlich einen Haufen laufende Kosten. Das, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das nicht so sympathisch. Deshalb haben wir uns jetzt erstmal entschieden, einfach zu sagen, die App kostet irgendwie um die 5 Euro. Da gibt es ja von Apple einfach nur so verschiedene Preisstufen, die man einstellen kann. 5 Euro ist wirklich nicht die Welt. Also wenn man heutzutage irgendwie bei Starbucks sich einen Kaffee kauft oder eine Pizza bestellt oder irgendwie einen kleineren Kaffee trinken geht, dann hat man das auch weg. Und wenn wir da unsere Arbeitszeit rechnen würden, dann dürfen wir da gar nicht anfangen. Also uns hat es deshalb so ein bisschen traurig gemacht oder verunsichert und auch geärgert, dass tatsächlich das Preismodell der am Anfang der Grund war, zu sagen, ja, hier, da möchte ich vielleicht nicht Teil sein, das könnte kritisch sein. Also was, natürlich kam danach die ganze rechtliche Diskussion, die auch berechtigt ist, aber dass das den Gedanken ausgelöst hat, fanden wir ein bisschen schade, denn wir haben wirklich nicht das Ziel oder auch wahrscheinlich auch nicht das Glück, damit jetzt eine Menge Geld zu verdienen, darum geht es nicht und ich finde das auch wichtig, so ein bisschen das Ökosystem in die App-Entwicklung zu erhalten, weil wenn das die nächsten Jahre so weitergeht, dass Menschen nicht bereit sind für Apps Geld auszugeben, dann gibt es irgendwann nur noch Apps von großen Unternehmen, wo man entweder mit seinen Daten bezahlt oder man irgendwie anders abgezockt wird und es gibt irgendwie, kauft ihr irgendwelche Coins-Apps und sonst gibt es halt nichts mehr. Und solche Nischen-Apps, die würden dann einfach nicht mehr entstehen, weil es einfach ein finanzielles Risiko ist und nicht machbar ist. Und das wäre schade und ich hoffe, wir können da jetzt mit Podlife ein anderes Beispiel setzen. Sebastian, du bist ja quasi indirekt oder direkt angesprochen worden. Hätte sich deine juristische Bewertung geändert, wenn es ein anderes Finanzierungsmodell gewesen wäre? Nein, das nicht. Ich denke, das ist, glaube ich, in dem Beitrag, den ich da auch etwas ausführlich geschrieben habe, noch nicht ganz klar rausgestellt. Ich glaube, wenn das Finanzierungsmodell hätten wir das früher, also schon während der Beta-Phase, sage ich mal, bekannt gegeben, dass es Geld kostet, dann wäre entweder halt zu dem Zeitpunkt schon die Diskussion darum losgegangen. Dann hätten wir natürlich auch, weil es noch nicht veröffentlicht ist, wesentlich entspannter auf alles noch reagieren können. Es ist halt, dass dann jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Also ich finde halt, eigentlich macht der Preis der App, ob die jetzt kostenlos ist oder nicht, überhaupt keinen Unterschied, wie man das Ganze jetzt rechtlich bewertet. Das ist richtig, halt interessant, aber interessant, dass es dadurch aufkam, das finde ich halt schade. Ja, genau. Also das ist, dadurch ist es halt bei mir aufgeschlagen, also nicht nur von Martin, sondern also vom Metacast Martin, sondern halt auch durch andere und das war halt der Trigger dadurch. Und das hat mich auch eigentlich erst auf diese Problematik aufmerksam gemacht. Und dass es dann so massiv passiert ist, lag vermutlich, das war also eigentlich so dieser Trigger, der einfach das angestoßen hat, dass viele einfach vielleicht da anscheinend nicht mit einverstanden war. Also viele ist jetzt übertrieben, aber durchaus mehr negatives Feedback, als ich das bisher überhaupt gewohnt war, über StudioLink oder so zu bekommen. Und das hat mich dann auch irritiert. Und dann habe ich halt drüber nachgedacht und konnte diese Argumente und natürlich auch den Wunsch, dass manche eventuell dann da nicht mitgehen möchten, durchaus nachvollziehen, vor allem, weil ich niemanden vorher gefragt habe. Ich kann dich da vollkommen verstehen, dass es im Prinzip schwierig ist für dich zu argumentieren, du gibst diese Daten weiter und die wollen das nicht. Ja, ich finde, das muss man irgendwie trennen. Ne? Also es gibt diese rechtliche Diskussion, dürfen die Daten in der API weitergegeben oder nicht? Und das andere ist so die Diskussion, warum spielt das eine Rolle,
was für ein Preismodell die App hat. Und da finde ich es halt natürlich ein bisschen schade, dass die Podcaster irgendwie, also ich kann nicht genau verstehen, wo der Gedanke herkommt. Ist es der Gedanke, jemand verdient jetzt mit meinem Content ganz viel Geld? Ich würde das sagen, es wäre schön, es wäre so. Es ist unmöglich. Also wir verdienen damit sicherlich fast gar kein Geld. Und wenn man die Arbeitszeit rechnet, darf man gar nicht drüber nachdenken. Das ist eigentlich ein Herzblutprojekt. Und es ist halt schade, dieses Feedback zu bekommen. Wir bekommen natürlich auch ganz viel anderes Feedback. Viele bezahlen den Preis gerne. Aber diese Erfahrung zu machen, man steckt da viel Herzblut rein und verlangt dann irgendwie ein paar Euro, um irgendwie den Server finanzieren zu können und bekommt dann von der anderen Seite das Feedback, die fühlen sich da ausgenutzt und irgendwie ihren Content da irgendwie genutzt. Vor allem, wenn man die rechtliche Diskussion mal beiseite lässt, die meisten, die Livestream veröffentlichen ja auch in Anführungsstrichen ein Podcast-Feed und der findet ja auch in ganz vielen Apps statt, die Geld kosten, die mit ihrem Content in Anführungsstrichen Geld verdienen. Also da findet zwar rechtlich ein anderer Vorgang statt, dadurch, dass das in einem RSS-Feed veröffentlicht wird. Das heißt, rechtlich gesehen dürfen die Apps das natürlich, aber vom Standpunkt her kann ich das nicht ganz nachvollziehen, wo der Unterschied dann ist. Weil im Prinzip stellen die ihren Content da zur Verfügung und da gibt es Apps, die verdienen da wahrscheinlich deutlich, deutlich, deutlich mehr Geld mit dem Content, als wir das tun. Und warum jetzt da ausgerechnet bei uns dann der Protest ausbricht, finde ich ein bisschen schade. Auch wenn das rechtlich eine andere Debatte ist, aber vom Grundgedanke her, dass jetzt der Preis ein Problem ist, finde ich das einfach schade, dass da drüber nachgedacht wird oder dass da so ein Verständnis herrscht. Gebe ich dir völlig recht, Stefan. Also ich bin ja auch selbstkritisch, was meine Person angeht. Als ich zum ersten Mal davon hörte, als mir das erzählt wurde, bin ich auch sofort auf diese Thematik gestoßen. Da will jemand mit dem Content anderer Leute Geld verdienen. Wirklich, also automatisch. Ich habe euch sofort das Schlechte unterstellt. Das tut mir aufrichtig leid, aber das war so ein Reflex. Ich habe es auch in anderen Portalen schon erlebt, wo ich Podcasts irgendwie abspielen wollte und plötzlich wurde dort Werbung eingeblendet. Und ich weiß vom Urheber dieses Podcasts, dass er eigentlich mit keiner Werbung an der Stelle Geld verdienen möchte. Also es gibt diese Fälle und die haben mich wahrscheinlich so negativ sensibilisiert, dass ich euch als auch gleich irgendwie, ich will nicht sagen direkt unterstellt habe, aber ich habe nicht sofort gesagt, nee, da steckt eine andere Idee dahinter. Da muss ich tatsächlich auch selbstkritisch sagen, so billig sollte ich mir selber nicht davonkommen, wenn ich davon höre. Ich finde die Überlegung zu sagen, wir stecken da Geld rein und wir müssen vor allen Dingen laufende Serverkosten decken bei sehr schmalem privaten Budget. Also das kann jetzt nicht ein Hobby sein, was ich querfinanziere irgendwie. Da muss auch ein bisschen Geld reinkommen. Das ist völlig nachvollziehbar und logisch. Und mir tut es leid, dass ich da am Anfang auch eher so auf der Schiene war, da will sich jemand eine goldene Nase verdienen. Das ist echt schade. Da gebe ich dir völlig recht und bemängle bei mir selber die notwendige Sensibilität an der Stelle. Lass, wie hast du das aufgenommen? Achso, Entschuldigung, ja, ergänz ruhig. Ich kann den Grundgedanken ja auch nachvollziehen, ja. Ich finde nur, wenn wir den Gedanken zu Ende denken, dann müssen wir auch den Podcast-Feed abschaffen. Ja. Oder ja, auch, dann müssen wir auch, jetzt mal rechtlich, von der rechtlichen Debatte abgesehen, da müssen wir auch sagen, ich veröffentliche meinen Podcast nicht mehr über einen Podcast-Feed, weil da gibt es ganz viele Apps da draußen, die Geld kosten und die damit Geld verdienen, Podcasts abzuspielen. Auf der anderen Seite muss man aber so sehen, was passiert denn, wenn wir das wirklich so durchziehen, diesen Gedanken, dann verschwindet dieses ganze tolle Universum von verschiedenen Apps, wo man sich die aussuchen kann, die am besten zu einem passt, dann verschwindet diese ganze Indie-Szene aus kleinen Entwicklern, die eben einen tollen Service bieten, der für viele Nutzer erst die Möglichkeit bietet, den Podcast anzuhören. Also wenn das Modell zerbricht, dieses ich teile mit dir, du teilst mit mir, dann wird das alles ineinander, also wird es zerfallen. Und das wäre schade drum, weil ich finde gerade dieses
ja, diese breite Landschaft aus verschiedenen Apps, verschiedenen Angeboten, diese offene Struktur führt erst dazu, dass wir so eine bunte Podcast-Welt haben. Genau. Lars, ich hatte dich gerade angesprochen, bist du so nett, deinen Eindruck mal zu hören zu geben? Zu der Sache mit dem Geld. Das meiste hat Stefan jetzt im Prinzip auch schon gesagt. Ich nutze einen kommerziellen Podcatcher. Auf meinem Telefon ist der erste Podcatcher, den ich je benutzt habe und tut einfach perfekt seinen Dienst. Gab es eine Free-Version und nachdem ich irgendwie ein paar Stunden oder einen Tag oder so gesehen habe, das Ding läuft, habe ich mir diesen Lizenzschlüssel gekauft, um da ein bisschen Geld in den Hut zu werfen, wie man so schön sagt. Und ich habe überhaupt gar keine Baustelle dabei, dass dieses Ding irgendwie ein paar Kröten kostet. Ganz ehrlich, wir reden hier von Geldbeträgen, wo ich ganz ehrlich sage, das ist irgendwie Schachtel Zigaretten oder irgendwo eine Tüte Chicken Nuggets und ein Milchshake, wo man jetzt wirklich sagen muss, da gibt es zumindest bei den Apps, die ich jetzt gekauft habe, sehr, sehr, sehr schöne Stücke Software für wirklich schmales Geld, einen einstelligen Eurobetrag, wo ich dann sagen muss, wenn ich mir Softwarepreise eben für andere Anwendungen mal angeguckt habe, die teilweise weniger kosten, aber eben zum Beispiel für einen Desktop sind, da finde ich schon die App-Preise im Großen und Ganzen ziemlich schmal. Und ich habe überhaupt gar kein Problem damit, das zu bezahlen. Und ob das jetzt ein Entwickler ist, der dieses Geld im Prinzip zur Selbstfinanzierung benutzt oder ob das jetzt ein kommerzielles Ding ist, ist mir an der Stelle jetzt erstmal egal. Ich habe jetzt, dieser Mensch möchte ein kleines bisschen damit verdienen. Was er damit jetzt macht mit diesem Geld, ob er davon leben kann oder nicht, das ist ja im Moment jetzt kein Problem, sondern mir geht es darum, für mich selber rauszufinden, ist mir selber diese App dieses Geld wert? Alles, was dahinter kommt, ist mir doch mehr oder weniger egal. Das ist das eigentlich. Ja. Mir ist es das wert. Also jetzt Podlife kann ich nicht, weil ich nicht im Mac-Universum unterwegs bin, aber im Prinzip habe ich auf meinem Telefon fast nur gekaufte Apps und es gibt die kostenlosen, die eben gar nichts gekostet haben, aber die Dinger, wo es eine Bezahlversion für gibt, die habe ich alle gekauft und wenn ich das zusammenrechne, das ist so schmales Geld insgesamt, da habe ich überhaupt gar keine Bauchschmerzen oder mir irgendwie einen großen Kopf drüber gemacht. Huch, das kostet jetzt Geld, weil für meinen Podcatcher habe ich auch Geld bezahlt. Aber das ist, glaube ich, das, was so Stefan auch gerade schon so ein bisschen andeutete. Ja, du bist nicht, also ich glaube, ich bin in die Falle getappt zu sagen, da ist Geld im Spiel, das muss böse sein. Also wirklich so, als wenn alles, was mit Geld zu tun hat, nicht rechtens wäre. Und ich bin da echt in der allerersten Wahrnehmung. Es ging dann in der Diskussion natürlich schnell weiter und dann waren wir auf der ganz anderen Ebene. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich war tatsächlich für den ersten Moment so, dass ich dachte, ach nee, ist ja ein Community-Projekt, darf ja eigentlich kein Geld kosten. Hab dann aber natürlich außer Acht gelassen, dass Auphonic auch ein Community-Projekt ist, wenn man so will. Und selbstverständlich nimmt der Holzmann, nimmt ja seine Gebühren und ich bin ja auch bereit zu bezahlen, weil ich dafür was Gutes bekomme. Also warum ich da selber so gedanklich irgendwie stecken geblieben bin, das ist mir echt selber nicht ganz klar und da muss ich ja tatsächlich auch nochmal für mich selber ein bisschen sortieren. Es ist einfach unfair. Ich finde das auch unfair, dir, Stefan und dem Frank gegenüber einfach von vornherein diese Vermutung zu unterstellen. Das ist echt nicht schön. Damals bei Auphonic gab es auch diesen Effekt, also weil das ja auch lange als kostenloser Dienst lief und dann hat Georg irgendwann das Preismodell eingeführt und da war dann auch irgendwie, gab es da zumindest auch eine Diskussion, meine ich mich noch zu erinnern, oder? Da war was, aber was da genau, weiß ich auch nicht. Ist ja schon ein bisschen länger her, ich weiß, aber ich meine, da war auch irgendwie sowas in der Art, da kam die Diskussion schon, also daher kommt mir das so ein bisschen auch bekannt vor, diese Diskussion auch, ja. Ja, ich finde, es hat ja auch was mit Nachhaltigkeit ein bisschen zu tun, ne? Also ich bin auch bei manchen Apps ganz froh, dass ich bezahlen kann, weil ich dadurch weiß, das Projekt
hat irgendwie damit eine Basis und existiert auch weiter. Also wenn manche Projekte dann entstehen und die kosten nichts und ich weiß, da stecken laufende Kosten dahinter, dann mache ich mir da oft auch Sorgen. So, ich mag das Projekt total gerne und ich mache mir aber Sorgen, warum kann ich dafür nicht was bezahlen, damit ich weiß, dass es das weiter gibt. Also man fördert damit natürlich auch die Vielfalt und sorgt dafür, dass die Apps, die man gerne mag, auch bleiben und sich finanzieren können. Ne? Also ich bin froh, dass ich bei Auphonic was bezahlen darf, weil ich weiß, dann können die das auch noch weitermachen, weil ich möchte nicht, dass Auphonic weggeht. Genau. Gut, wir werden gerade im Chat schon darauf hingewiesen, dass diese Diskussion schon vielleicht ein bisschen zu länglich ist. Mag ja sein, aber ich denke, das ist ganz gut, dass man das nochmal so ein bisschen ausführlicher darstellt. Auf einen Aspekt würde ich ganz gerne nochmal eingehen, weil der, glaube ich, auch bei einigen zu falschen Interpretationen geführt hat. Die erste Reaktion von dir, Sebastian, war, dass du einen Schalter eingebaut hast. Willst du Podlife nutzen? Ja oder nein? Also, dass du wirklich die Anwendung selber thematisiert hast. Und es wurde dir unterstellt, dass du genau, also dass du diese eine Anwendung torpedieren oder ausnehmen wolltest, worum es ja nicht ging, sondern es ist ja nur durch diese noch existierende 1:1 Verbindung im Prinzip das Einzige, was du halt ein- oder ausschalten kannst. Es gibt ja halt noch keine anderen, aber der Gedanke war ja, will ich die Daten freigeben oder nicht? Also es geht dir nicht darum, dass du genau diese eine Anwendung irgendwie nicht unterstützen willst. Es wurde so interpretiert. Ja, an der Stelle genau, kannst du richtig. Das nochmal gerade ziehen, glaube ich. Ja, klar, richtig. Also es ging, hätte ich den Schalter jetzt einfach API an- oder ausgenannt, dann hätte niemand verstanden, was das ist. Ne? Also das heißt, das war mein erster Gedankengang bei der Benennung dieses Schalters und nicht mehr und nicht weniger. Ne? Also ne? Das ist wieder so ein bisschen Design. Ne? Wie nennt man etwas, wie bezeichnet man etwas, dass es auch verstanden wird. Das war eigentlich der einzige Hintergrund dahinter. Und ja, klar. Und das dann natürlich dazu geführt hat, dass es hier einen Diskriminierungsvorwurf gab, das konnte ich dann natürlich im Nachgang natürlich durchaus nachvollziehen, aber es war niemals so gemeint. Ne? Also das war einfach nur diesen Umstand geschuldet, weil es halt wirklich nur Podlife aktuell gibt. Also es gibt auch keine öffentliche Studio-Link-API aktuell, sondern es ist wirklich mit Authentifizierung und Podlife ist jetzt die einzige App, die diese authentifiziert basierte API benutzt. Ich hoffe natürlich, dass da in Zukunft noch mehr Apps dazukommen und klar, und jetzt habe ich das natürlich anders gelöst. Jetzt wird Podlife zwar immer noch namentlich erwähnt, aber nur als Beispiel-Applikation, was jetzt auch nebenbei natürlich den Effekt hat, dass es auch nochmal so ein bisschen Marketing natürlich für die App ist, dass jetzt bei jedem Stream-Login darauf hingewiesen wird, dass es jetzt auch diese App gibt. Ne? Das heißt also, jetzt ist es, denke ich mal, wesentlich klarer herausgearbeitet, worum es dabei ging. Das würde ich auch so sehen. Ich glaube, damit können wir das Thema auch abschließen. Es sei denn, Stefan möchte vielleicht noch irgendwas ergänzen. Also du sollst das letzte Wort an der Stelle haben. Also ich würde gerne noch so ein bisschen über die Zukunft sprechen. Ja, also gerne, was wir so geplant haben, um dann auch mal so auf die schönen Seiten der Geschichte zu kommen. Ja, genau. Was ganz toll, also was als nächstes ansteht, kann ich mal sagen, ist so ein bisschen erstmal jetzt gucken, wie läuft's, so ein paar Bugs fixen, dann kommt natürlich im September, kommt natürlich iOS 11, da wird es natürlich einiges wahrscheinlich zu verändern geben, anzupassen geben, damit das alles funktioniert. Was jetzt so die größeren Baustellen sind, die wir gerne umsetzen würden, da zählt zum einen dazu HTTP Live Streaming, das ist auch so ein bisschen natürlich Sebastians Thema mit Studio Link, da das ja im Grunde erstmal ein Feature ist von Studio Link. Aber da gibt es natürlich auch einen Teil, den man dann in der App realisieren kann. Also zum einen wäre HTTP-Livestreaming besser, damit der Stream nicht so leicht abreißt. Momentan ist es ja alles ein direkter Livestream und wenn man jetzt irgendwie mal schlechtes Netz hat oder das Netz wechselt, dann reißt einfach der Stream dann oft ab, weil das Netz zu schlecht ist. Das wäre dann mit HTTP-Livestreaming besser. Das andere, was man dann auch bauen kann, ist natürlich ein Timeshift. Das fand ich damals in der ursprünglichen Xenim-App immer ganz toll, dass man, wenn man den Anfang verpasst hat, so ein bisschen zurückhören kann.
das wäre so ein Thema. Das nächste Thema wäre, da hatten wir es vorhin schon drüber, dass man vielleicht diese Notifications konfigurieren kann. Also für welche Statusänderung eines Channels man Notifications bekommen möchte, welche einem interessieren. Also ich finde es überhaupt schon mal toll, dass wir jetzt mit Podlife und StudioLink mehr verschiedene Sendungsstatuse haben können, als nur sendet gerade oder sendet nicht. Da haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten. Also man kann im Pre-Show-Modus sein, man kann auf Live sein, das heißt, wenn gerade die Sendung läuft, wie jetzt gerade, oder man kann sagen, man ist in der Post-Show, oder man kann sagen, wir machen gerade eine Pause. Einfach so, dass man als Hörer dann weiß, okay, irgendwie der Status und so geht es irgendwie weiter, dass man sich da orientieren kann. Vielleicht gibt es ja auch in Zukunft noch Podcaster, die sich da was wünschen, was man da noch hinzufügen sollte. Ich denke, das deckt aber erstmal so die wichtigsten Punkte ab. Und vielleicht ist hier jemand dran interessiert, schon, keine Ahnung, schon bereit, Bescheid zu bekommen, wenn jemand nur online geht oder Bescheid bekommen will, wenn die in die Pause gehen. Mal gucken, vielleicht melden sich da ja noch einige über Twitter oder so, ob sie das interessant finden, die Idee. Und dann gibt es natürlich die große Frage nach dem Kalender, ne? Also Sendungsankündigung ist ein ziemlich großes Thema, was es in Xenim gibt, was aber relativ wenige nutzen, weil, denke ich, das Webinterface da recht komplex ist und es total umständlich ist, da Sendungen einzutragen. Und der Plan ist da so ein bisschen, das auch unabhängig zu machen, jetzt direkt von StudioLink und Air. Wir haben da auch schon mit Tim mal eine Weile drüber gesprochen. Da gibt es so die Idee, das in Podlove zu integrieren. Das heißt, dass diese Information, Sendungsankündigung im Podcast-Feed steht und somit das Ganze für alle Clients lesbar ist. Das heißt, wir arbeiten da an einer Podlove Streaming Extension, an so einem Standard für den Podcast-Feed, der das definiert, und das ist natürlich wieder so ein Henne-Ei-Problem. Ne? Wir sind natürlich darauf angewiesen, dass Podlove dann das auch einbaut ins Interface. Also man kann dann eben über Podlove in seinem WordPress die Sendung ankündigen und eben, dass es auch dann eine App gibt, die das abruft und anzeigt. Das ist aber ein größeres Thema, das wird auch sicher noch eine ganze Weile dauern. Das ist auf jeden Fall so die Idee. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man das direkt in StudioLink Webinterface die Sendung ankündigt, dann wäre Podlove aber wieder sehr an StudioLink gebunden. Müssen wir mal schauen, wie das läuft. Das sind auf jeden Fall so Themen, die irgendwie auf dem Plan stehen. Mal gucken, ob das überhaupt so viel, also gerade diese Kalender, ob das so viele gerne machen wollen, weil zum Beispiel der Christian von der Hörsuppe hat ja für Fit mal auf Twitter und im Sendinggate rumgefragt, man soll ihm doch bitte die Kalender schicken, er würde da was bauen. Da gab es sehr wenig Feedback und er wird jetzt da wahrscheinlich nichts machen erstmal, weil da kaum was eingeschickt wurde. Vielleicht gibt es auch gar nicht so einen großen Bedarf dafür. Müssen wir mal gucken, wie das läuft, und wir müssen jetzt natürlich auch erstmal abwarten, was die User sich so wünschen, was man verbessern könnte. Ne? Das ist jetzt erst die Anfangsphase, mal gucken, was da so reinkommt. Also wir sind da offen, kontaktiert uns, wir sind erreichbar auf Twitter unter @podlife-app, oder ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an support@podlife.io. Wir freuen uns da total über Feedback. Gibt es auch direkt in der App die Möglichkeit, uns da eine Nachricht zu senden. Ja, ganz klasse. Daran habe ich noch eine Frage, und zwar auf deiner Webseite gibst du unter Kontakt eine E-Mail-Adresse, die heißt marforionifioveomeldmail@stefantraut.de. Was zum Geier heißt dieses Wort? Ja, jetzt kommen wir natürlich völlig weg eigentlich vom Thema, aber macht ja nichts. Das ist ein Spam-Schutz, den ich da habe, und da gibt es auch auf funkenstrahlen.de, gibt es da, ist schon eine Weile her, aber kann man im Archiv mal gucken, einen Blogpost dazu, wie ich das gebaut habe. Und zwar ist das eine E-Mail-Adresse, die wird jeden Tag neu generiert, und die gilt eben jetzt nur für heute. Und wer mir morgen eine E-Mail schreibt an diese Adresse, die kommt einfach nicht an. Das ist der Trick dabei. Das heißt,
wenn mich jemand kontaktieren will und jetzt eine Nachricht schreibt, dann funktioniert das, aber wenn die Adresse in irgendeiner Datenbank landet und dann an Spambots verkauft wird, dann ist die bis dahin schon längst wieder raus und funktioniert nicht. Das ist ja geschickt. Halleluja, gut. Ich meine, die kann man sich nicht merken, aber soll man ja wahrscheinlich auch nicht. Muss man ja auch nicht. Also wenn man mir einmal eine Nachricht geschrieben hat, antworte ich und dann bekommt man ja auch die richtige Adresse. Ach so, raffiniert. Ich habe heute gerätselt. Das sind bestimmt Worte, wenn ich sie richtig trenne, dann wird das irgendwie sinnvoll werden. Nein, nee, ist nur das zufälliger Buchstabe. Okay, aber ansonsten unter @funkenstrahlen ist, glaube ich, der einfachste Weg. Das ändert sich auch nicht täglich. Achso, wenn man mich jetzt kontaktieren möchte. Also ja, wenn es genau um die App geht, dann bitte @podlife-app. Dann sieht es auch okay, Frank. Okay, gibt es da noch eine? Hast du noch eine neue eingerichtet? Habe ich gar nicht mitbekommen. Wie? Nee, es gibt den Twitter-Account der Podlife-App, da kann man sich melden. Podlife-App, alles ein Wort. @podlife-app. Ja, @podlife-app, genau. Okay, hab ich verstanden. Da kann man mit uns sprechen. Alles klar. Ich bin durch mit dem Thema. Noch jemand? Ja, Sebastian, noch Fragen, Lars, noch Ergänzung, Fragen? Nö. Nein. Ihr seid auch durch. Okay. Dann sage ich erstmal Dankeschön, Stefan. Ganz toll für die vielen Informationen. Du bleibst bei uns hier, ne? Oder musst du? Ich bleib noch da. Ja. Mir fällt gerade noch was ein. Ganz ja, kurz klar, noch immer hinterher. Falls ihr jetzt einen Podcast dazu hört, der über Studying on Air sendet und ihr habt Interesse, die App mal auszuprobieren, wir würden euch gerne auch so einen Code zukommen lassen, dann könnt ihr die mal kostenlos testen. Das wäre überhaupt kein Problem. Kontaktiert uns einfach, dann können wir da das regeln, dann könnt ihr das mal ausprobieren. Bevor man diese Unsummen bezahlt von 4 Euro, was soll das machen? Ihr könnt es natürlich auch gern kaufen, wenn ihr das Projekt unterstützen wollt. Das wären wir natürlich auch ganz, ganz froh drüber. Aber wenn ihr da noch skeptisch seid und das einfach mal ausprobieren wollt, bevor ihr das da irgendwie im Podcast drüber erzählt und euren Hörern das empfehlt, dann können wir euch da gerne auch einen Code zukommen lassen, dass ihr das mal testen könnt. Alles klar, wunderbar. Ich sag mal Dankeschön im Namen des Podcast-Landes. Ich bin gerne jetzt mal der Sprecher hier, Außenminister Podcast-Land. Ich ermächtige mich. Super, also es kommen neue Apps dazu, es kommen neue Dienste dazu, es gehen aber auch Dienste wieder weg. Wir haben gehört am 2.7., dass Clamour, was das genau ist, wird uns der Lars gleich erklären, vom Markt genommen wird. Lars, was ist denn da los? Ja, also kurz eben so ganz in die Tiefe geht das jetzt auch nicht. Also Clamour war ein, ich spreche schon in der Vergangenheit, na gut, 2. Juli wollten sie zumachen, also war es richtig. Ein im Prinzip soziales Netzwerk zum Teilen und Folgen von Benutzern. Es geht um kurze Audioclips, also die man so in Videoform erstellen konnte. Man konnte also ein Bild hochladen, man konnte eine Audiodatei hochladen, man konnte Texte platzieren und dann wurde eben ein kurzes Video generiert, wo man eben so eine animierte Wellenform über den hochgeladenen Bildern und Texten sehen konnte. Das konnte man dann teilen über verschiedene andere soziale Netzwerke wie Twitter, Facebook etc. Man konnte dort anderen Benutzern folgen und ich meine auch Dinge liken und so weiter, was man alles so bei diesen Netzwerken eben hat. Ich glaube, sehr viele Leute, da zähle ich mich zu, haben das hauptsächlich benutzt, um diese animierten Wellenformen zu erzeugen und die dann eben, wenn eine neue Podcast-Episode kommt und man möchte die vielleicht mal irgendwo ein bisschen anteasern, das mal eben zu produzieren und dann eben, in meinem Falle war es Facebook und Twitter, da mal eben so rauszupusten, um einfach mal so ein bisschen, ne, zu sagen, da kommt irgendwas. So die anderen sozialen Komponenten, also mit den anderen Benutzern zu interagieren oder so, habe ich selber gar nicht groß genutzt, aber das gab es eben. Was zwischendurch immer mal so eine Frage war bei Clamour, war die Frage nach dem Geschäftsmodell, wie wollen die eigentlich Geld verdienen? Und dazu, wenn man danach googelt, findet man so hier und da wo mal was. Will ich jetzt gar nicht groß vertiefen. Ich fand selber so ein bisschen, wenn das mal gut geht. Anscheinend ist es vielleicht nicht ganz so gut gegangen. Also die haben auf jeden Fall eine Mail verschickt. Und darin stand: Dear Clamour users, it's time for our team to move on to new adventures. We write to inform you that we will shutting down the Clamour service at 11:59 p.m. ET on
the 2nd July 2017. Also am 2. Juli 12 Uhr, 11.59 Uhr Eastern Time war da also Schluss. Es gibt im Sendegate ein Thread dazu und eben auch mit der Frage nach Alternativen für eben diese Nutzung. Wie kann man diese Clips erzeugen? Ich selber war vor einer Weile schon, als Auphonic das eingeführt hat, im Prinzip umgestiegen und habe es darüber gemacht, weil ich fand es vom Interface einfach irgendwie einfacher. Hab dann das Video nicht bei Clemmer gehostet, sondern einfach bei YouTube als verstecktes Video hochgeladen und habe das dann bei Facebook und Twitter einfach geteilt. Funktionierte für mich genauso gut. Und in dem Thread wird hier und da eben darüber gesprochen, dass eben also Clemmer auch viel mehr Möglichkeiten hatte, manuell da einzugreifen, als Auphonic das tat. Das hat eben zum Beispiel hier der Auphonic-Account selber schon geschrieben. Aber es gibt in dem Thread auch noch eine weitere Alternative, nämlich eine Webseite namens audiogram.spamin.com/audiogram. Da kann man sowas anscheinend dann völlig kostenlos erzeugen, indem man einfach Audiodatei und ein Bild hochlädt und dann kriegt man eben ein Video zurück. Also Alternativen gibt es. Für mich privat, also für mich selbst, so ist der Verlust irgendwie ziemlich in Grenzen, weil ich diese erweiterten Funktionen gar nicht genutzt habt, Wie ist das bei euch? Ich habe es überhaupt nie benutzt und daher kann ich nichts dazu sagen. Melanie hatte die es mal benutzt, die hätte uns heute was dazu sagen können, aber ich weiß nicht. Stefan, hast du es jemals benutzt, Klemmer? Ich habe es mal ausprobiert, aber jetzt für meine Sendung habe ich das gar nicht benutzt. Ich habe mal für den Funkenstrahlen habe ich mal selber was gemacht. Das war dann mit After Effects, habe ich da was zusammengebaut, relativ aufwendig. Würde ich jetzt heutzutage vielleicht nicht mehr so machen. Ich mache eigentlich gar nicht mehr so viel Werbung jetzt auf Twitter momentan, wo ich das irgendwie bräuchte. Ich finde aber, dass das, was Clemmer gemacht hat, also die Videos, die sehen ein bisschen besser aus wie die von Auphonic. Es gibt ja auch von Auphonic diese Alternative, so ein Video zu machen. Ich mag die persönlich nicht so, das ist aber nur Geschmackssache. Also ich mag die vom Design einfach nicht so gerne. Das ist aber Geschmackssache so. Weiß nicht, wie es euch da geht. Wie geht's dir damit, Sebastian? Also ich habe das jetzt gar nicht benutzt und habe das auch nur so nebenbei verfolgt. Also ich finde natürlich, dadurch, dass es jetzt auf YouTube das und über Auphonic ist es natürlich, glaube ich, auf einem besseren Geschäftsmodell einfach basierend, wo man sagen kann, okay, das wird jetzt nicht so schnell wieder verschwinden. Ne? Das also weder YouTube noch Auphonic und das mit Clemmer. Ich habe auch mal so ein bisschen recherchiert nach diesem Geschäftsmodell. Das war, glaube ich, einfach wirklich, es war halt irgendwie ein Startup, wie es halt immer so ist. Und ich glaube, die haben einfach spekuliert, dass sie irgendwie aufgekauft werden. Ja, das ist halt häufig dieser Fall. Ja, also dass man halt irgendwann, ne, also man macht irgendwie was Cooles und hofft dann irgendwie von einem großen Player eingekauft zu werden. Also das könnte ich mir gut vorstellen, dass das so ein bisschen dahinter gesteckt hat. Und das ist natürlich kein langfristiges Geschäftsmodell natürlich, ja. Ja, aber grundsätzlich also finde ich es schon irgendwie eine coole Sache, so ein Video zu haben oder zumindest ein Bild, weil wenn man sich das auf Twitter jetzt so anguckt oder auf Facebook, man bekommt natürlich viel mehr Aufmerksamkeit, wenn man mit einem großen Bild hat man mehr Fläche oder mit einem Video, ne, hat man gleich mehr Aufmerksamkeit auf dem eigenen Tweet oder der Nachricht, als wenn man jetzt nur einen Text raushaut mit einem Link. Ja, also Die hier Tagesschau und so gewisse Nachrichtenseiten, die machen manchmal so kurz, das ist wirklich kürzest Filme, da sind irgendwie, ich weiß nicht, 7, 8 Schnitte oder Szenen oder so und dann sind auf den Tafeln Texte. Also ich habe die Möglichkeit, es stumm wahrzunehmen oder auch, wenn ich eben laufen lasse, dass mir der Ton eingespielt wird. Das finde ich eigentlich für mich im Moment die Nutzung Nummer eins, weil diese paar wenigen ausgesuchten Sätze, die nehmen mein Augenmerk auf. Was mich total nervt, sind diese GIFs, die dann so rumzappeln die ganze Zeit. Man hat den ganzen Bildschirm voll lauter zappeln da irgendwas. Diese kleine Audiogramm-Zeile, die zappelt natürlich nicht so doll.
aber da muss ich immer erst den Ton anmachen. Das habe ich meistens nicht an. Also ich weiß gar nicht. Wenn du gerade von den Texten sprichst, da fällt mir gerade was ein. Kennt ihr die Clips-App von Apple? Nope, ich nicht. Die ist eigentlich eher so eine, naja, mach mal ein Instagram-Video so. Also da kann man sich selbst filmen und da so Effekte drauf tun. So ein bisschen wie Snapchat auch von der Idee her. Aber die hat auch eine Funktion, dass die live zuhören kann, was man sagt und da dann so, also den Text unten so als ins Bild einblendet. Da könnte man vielleicht jetzt nur als Idee da auch was für Podcasts rausbauen, wenn man da das Podcast-Audio nimmt und das da reintut mit einem Hintergrundbild und dann wird der Text da schön animiert eingeblendet und dann kann man noch so Effekte drauf tun. Vielleicht funktioniert das. Also vielleicht mag das mal jemand ausprobieren. Fällt mir jetzt nur gerade so als Idee ein, weil es da diese Funktion gibt. Dass der Wir Text waren live dabei, als diese Idee geboren wurde im Sendegarten. Sehr schön. Ja, warum nicht? Kann man ja durchaus mal ausprobieren. Also wo ich gerade sage, dass das für mich... Jemand müsste mal, ja. Ich freue mich genau, dann nächste Folge auf das Feedback, ob es jemand gemacht hat, ja. Also ich werde es mir anhören. Ich hoffe, jemand hat es probiert. Ja, genau. Du hast ja erstmal genug zu tun mit deiner App. Mit ja, deiner, das stimmt. Na, Podlife, so wie es heißt ja jetzt. Okay, also haben wir das mit dem Klemmer auch durch. Und jetzt kommen wir zu einem nicht technischen Thema. Seit einigen Tagen gibt es in einigen Episoden, die man so hören kann, merkwürdige Dinge zu hören. Ich bin persönlich darauf aufmerksam geworden, als ich den Podcast vom Jörn Schaar gehört habe. Da hat er über ein Grillereignis erzählt und auf einmal brach ein komisches Geräusch herein. Ich habe mich dabei ziemlich erschrocken, weil ich auf einem Abendspaziergang war und ich dachte, jetzt kommt der Metzger mit dem Beil hinter mir hergelaufen. Ich habe hier mal den entsprechenden Ausschnitt mitgebracht. Hören wir doch einfach mal rein. Während ich gearbeitet habe, da komme ich nachher zu, das ist ein eigenes Thema. Und abends haben wir dann schön den Grill angemacht. Ich hatte eingekauft bei unserem Stadtschlachter hier, auf den ich sehr große Stücke halte, und habe auf Raten meines Bruders ein ziemlich großes Stück Rindfleisch gekocht. Supermarkt, also die werben ja auch immer damit, dass sie irgendwie 5 Handwerksmeister haben, die da alles per Hand wuchten und so weiter. Achso, jetzt habe ich natürlich vergessen. So, also, ihr seid ordentlich verwirrt, ich war das auch. Es ist also mitten in der Episode sowas aufgetaucht und nicht nur bei dem Jörn Schaar, sondern bei verschiedenen anderen Podcast-Episoden auch. Ich habe hier mal eine kleine Übersicht. Es war im Jörn Schaars feinen Podcast, wo wir gerade gehört haben. Dann war es in Sunday Morning, in Nerd, 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 im Amerikaner für euch, in der Episode Elvis und im Sneakpot. Also überall tauchten offenbar solche Sachen, auch vielleicht noch viel, viel mehr. Der Lars, der hat sich der Sache mal angenommen. Was hast du rausgekriegt, Lars? Ich habe mich der Sache gar nicht wirklich angenommen. Ich hatte nur einfach einen Verdacht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den jetzt hier äußern soll, weil es ja, sicher, mach mal. Wenn er denn stimmt, ja Spezialexperte. Vielleicht auch spoilern könnte. Als ich das gehört hatte, ich gebe jetzt zu, ich hatte zeitnah, ich hatte ja letztes Mal schon erzählt, ich hänge gewaltig hinterher mit dem Hören. Von dem besagten Podcast jetzt noch keine aktuelle Folge gehört, aber als ich hörte, da sind komische Geräusche drin, da habe ich mir das natürlich dann mal eben gegeben. Und irgendwo war mir vor 1-2 Wochen im Zusammenhang mit Radio Rando, oder wie sprechen die sich? Ich sage jetzt mal einfach Radio Rando, irgendwie mal so ein Tweet aufgefallen.
der deswegen ist das meine Vermutung, dass das irgendwie was damit zu tun hat mit Radio Rando. Da soll nämlich demnächst die dritte Staffel kommen. Und ich glaube, die machen so ein bisschen so eine Guerilla-Werbung, hätte ich fast gesagt. Da ist auch bei Twitter durchaus hier und da mal was rausgerutscht. Sowas wie Promo für einen anderen Podcast oder so hatte jemand mal geschrieben, wenn das nicht sogar Jörn selber war. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Aber sowas ist da mal gefallen und Radio Rando ist da mein Tipp. Ja, finde ich einen sehr guten Tipp, aber in dem Teaser zur Episode 3 oder zur Staffel 3, da sagt der Fabio sowas. Als wir uns zum ersten Mal hingesetzt haben und angefangen haben, über die dritte Staffel nachzudenken, ist uns aufgefallen, dass die Idee, ein neues Format zu machen, etwas, ja eben, nicht Revolutionäres, aber etwas, was man in der deutschen Podcast-Szene so nicht kannte, war cool, aber hatte auch ein Ablaufdatum gewissermaßen. Man konnte nicht einfach Rando immer so machen, wie das bis jetzt war. Das sonst, ja gut, dann sonst wiederholen sich die Geschichten und es ist nicht mehr so spannend. Also haben wir überlegt, wie können wir jetzt was nochmal etwas Neues machen. Und ja, und dann kam die Idee wie von alleine. Einfach aus Rando eine Art Podcast-Labor zu machen, in dem unterschiedliche Podcasterinnen und Podcaster ihre eigenen Geschichten erzählen, in ihrem eigenen Format. Und dann haben wir mit einigen unserer Lieblingspodcasterinnen und Podcaster Kontakt aufgenommen und sie gefragt, ob sie Lust hatten, mit uns an diese Geschichte zu arbeiten. Und wir haben sehr positives Feedback erhalten. Deshalb wird es in Staffel 3, 6, nennen wir sie so, Crossovers geben, die Geschichte von Rando aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Die Podcasts, mit denen wir unsere Kooperation gestartet haben, sind das Geheimkabinett von Mirko Gutja, a.k.a. Dem Buddler, Clue Writing von den bezaubernden Sarah und Rahel, das vor 100 Jahren Podcast von Louis und Steffen, die Geschichtenkapsel, die bereits in Staffel 2 eine ganz tolle Folge geliefert hat, in diesem Fall personifiziert durch Kai Du und Mario P. Und noch dazu Radio Wolfenfels von Wilhelm Arendt, den wahrscheinlich einige von Ihnen als Podcaster für Gott bewahre kennen, exponiert von unserer sehr, sehr guten Freundin Ulrike und last but not least das Mega-Hit Grimme-Preis nominierte Podcast Puerto Partida. Es ist wie gesagt ein Experiment und wir wissen nicht, was daraus wird. Deshalb sind wir umso mehr darauf angewiesen, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, angenommen, dass es sie gibt, wie Oberkommissar Nordmann wahrscheinlich sagen würde, uns Feedback gibt. Yeah. Ah, wo ist die? Da ist sie. Ich habe schon wieder vergessen. Das muss ich noch üben. Also was mir da aufgefallen ist, ist, dass die Podcasts, in denen diese komischen Geräusche vorgekommen sind und die Podcasts, wo Fabio sagt, wir werden demnächst mit denen zusammenarbeiten, nicht identisch sind. Das könnte doch bedeuten, dass sie nichts damit zu tun haben, Lars. Was denkst du? Ich denke erstmal, dass ich das nicht ausschließen muss. Die einen werden schon mal genannt und andere können ja trotzdem noch Werbung machen. Das. Okay, du bist immer noch nicht ganz davon, von dieser Spur weg. Auch nicht die Eilmeldung, die vor einigen Tagen über Twitter lief von Radio Rando. Eilmeldung, Gerüchte, wonach wir mit Störungen in Podcasts zu tun haben, sind falsch. Wobei Becky dann aber bemerkte, innerhalb dieses Tweets war ein eigener Hashtag gesetzt, der große Plan. Und inzwischen habe ich das Gefühl, dieses Dementi, das ist ungefähr so viel wert wie dieses hier. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Mal gucken, was da rausgeht.
Ja, Fabio und Radio Rando, gebt uns noch was zum Knobeln. Vielleicht seid ihr auch nicht dabei, vielleicht seid ihr es gar nicht, aber vielleicht seid ihr es doch. Also wir werden mal beobachten. Und liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr sachdienliche Hinweise geben könnt, ja, dann erzählt uns doch mal davon. Vielleicht kommen wir ja gemeinsam der ganzen Sache auf die Spur. Der große Plan, das ist sehr, sehr schön. Wer weiß, was dahinter steckt. So, dann kommen wir zu einem letzten Thema im Querbeet und das ist eine Erwähnung eines Ereignisses, was am 1.7. stattgefunden hat, 1. Juli. Da haben die Becky, die ich gerade schon genannt habe, die Genderbeitrag und der Michelle, also Max Snyder, einen ja, fulminanten Podcast-Marathon hingelegt, kann man wohl wirklich sagen. Die haben um 7 Uhr früh angefangen und es handelt sich um den Day of the Podcast, ja. Also da geht's also darum, 24 Stunden am Stück, fast 24 Stunden am Stück, rund um die Uhr zu podcasten. Die beiden haben sich da, ich glaube, um 7 Uhr hingesetzt oder was, 8 Uhr, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls sind alle Herrgotts früher und haben erstmal zu zweit angefangen, haben so ein bisschen sich warm geredet und dann kam stundenweise entweder jemand zur Tür herein und hat mit ihnen gemeinsam gepodcastet oder er wurde live zugeschaltet. Das war ein also ein ganz schönes Stück Arbeit. Die Becky hat, glaube ich, etwas eher den Raum verlassen, aber der Michelle ist tatsächlich so lange geblieben, bis die Sonne am nächsten Morgen wieder aufgegangen ist, hat dann noch aufgeräumt und alles zusammengepasst. Die Becky hat auch vorher und nachher und zwischendurch ganz, ganz viel getwittert. Also wer mal da nochmal nachlesen will, es gibt einen Twitter-Account, der heißt auch einfach Day of the Podcast. Da werden alle Gäste genannt und die Gäste haben auch wiederum Podcast-Empfehlungen mitgebracht. Also in diesem Kanal, da ist ganz, ganz viel zum Stöbern und zum Kennenlernen und aus Nachhören und Ausprobieren und so weiter. Also was wir hier immer machen mit den Setzlingen und so weiter, das haben die da sehr schön so in einer ähnlichen und für sie passenden Form weitergeführt. Also Propaganda hätte ich jetzt beinahe gesagt, wie nennt man das? Werbung gemacht. Wenn ich jetzt mal extrapoliere aus den letzten beiden Jahren, dann werden die dort aufgenommenen Episoden bestimmt auch wieder irgendwann zum Nachhören angeboten. Erfahrungsgemäß dauert das aber immer etwas. Das kann man belächeln, aber da diesmal auch ein Video-Stream angeboten wurde und man zeitweise einfach mal so sehen konnte, wie viel Aufwand denn da die beiden eigentlich getrieben haben, insbesondere der Michelle, also Becky hat sich mehr fürs Twittern bereit erklärt und Michelle hat da die ganze Technik gestemmt. Da konnte man ganz gut erkennen, dass das alles ganz schön aufwendig ist und die Strippen ziehen, die Rechner da bedienen, die verschiedenen Kanäle zu bedienen und auch noch gleichzeitig Fragen zu stellen. Ich weiß ja inzwischen, wie schwierig das ist, auf 2, 3 Ebenen gleichzeitig zu denken. Das ist echt eine Herausforderung gewesen und ich muss schon sagen, Hut ab, vor allen Dingen eben auch, dass das so lange durchzuhalten, das war schon echt klasse und ich freue mich doppelt für Sie, dass irgendjemand Ihnen eine Kaffeemaschine geschenkt hat, damit Sie sich auch mal einen Kaffee machen konnten. Also ich habe es verfolgt, hier zum Teil jedenfalls auch nicht die ganze Zeit und fand es ausgesprochen gut. Habt ihr drei irgendwas davon mitbekommen vom Day of the Podcast? Lars, fang mal an. Leider nicht, nein. Okay, du Sebastian? Ja doch, es ging wirklich irgendwie schon um 7 los, also ich glaube sogar noch kurz vor 7, also ich hatte dann, ich bin dann irgendwann samstags um 8 wach geworden, ich habe ja auch so ein Monitoring, so was an Streaming los ist und normalerweise ist es samstags morgens kein Podcast aktiv und dann ist mir das aufgefallen und da waren auch irgendwie schon gleich irgendwie um die Uhrzeit 5 bis 10 Hörer und Hörerinnen auf dem Stream drauf, also es gab also wirklich Menschen, die das dann um die Uhrzeit tatsächlich gleich mit live verfolgt haben. Also das fand ich auch sehr schön. Ja, ich möchte noch eben ergänzen, weil ich jetzt gerade sehr kurz angebunden geantwortet habe. Ich habe die letzten Jahre immer reingehört und hätte das dieses Jahr sicherlich auch getan. Allerdings war ich unterwegs. Ich war in Frankfurt am Flughafen und da hat sich so über den Tag, der sehr ausgefüllt war, so die Möglichkeit nicht gegeben, da zwischendurch Podcasts zu hören. Leider. Stefan, hast du sowas auch schon mal wahrgenommen? Ich habe das sofort wahrgenommen, ja, weil okay. Der Stream lief ja über StudioLink und da hatte ich ja schon die Beta der App und da war das natürlich auch drin. Das habe ich natürlich sofort gesehen. Und ich finde es ein total tolles Projekt und ich habe das über den Tag hinweg immer mal wieder verfolgt. Ich fand das Programm sehr, sehr interessant, war da immer mal wieder begeistert dabei und
habe da immer wieder reingehört und habe immer was Spannendes entdeckt. Also die haben das wirklich toll gemacht. Ja, ich muss auch sagen, also im Vergleich zu den letzten beiden Malen, die Becky, die hat da nochmal so einen ganz besonderen Spirit reingebracht. Also das muss man schon sagen. Wenn sie auch bei den Elektroautos vollkommen abgeschaltet hat, das konnte man schon sehr wahrnehmen. Dass sie gesagt hat, ist nicht mein Thema, unterhaltet euch mal alleine darüber. Das fand ich ausgesprochen witzig. Aber ansonsten hat man schon sehr gemerkt, und manchmal ist sie auch ein bisschen streng gewesen mit dem Michel, aber ich glaube, das hat der ganzen Sache nur gut getan. Also zwei Daumen hoch, einen für Michel, einen für Becky. Super Angelegenheit und toll gemacht, finde ich. Okay. Jo, dann sind wir mit dem... Quatsch erzählt. Bitte? Ich habe Quatsch erzählt. Am Flughafen Quatsch waren erzählt. Wir natürlich... Ja, eine Woche eher. Am diesem 1. Juli war ich Fahrrad fahren. Wir waren auf Radtour. So. Ja, jetzt aber... Ging aber auch nicht. aber Quatsch erzählen ist aber. Ja, Quatsch erzählen ist aber auch völlig okay. Das weiß ja sowieso keiner. Wer sollte das kontrollieren, wo du gewesen bist? Naja, wir haben zusammen einen Podcast darüber gemacht. Ach du meinst unseren gemeinsamen Aufenthalt in Frankfurt. Ja, das hätte ja, natürlich. Das hätte dir jetzt auffallen können, dass du das nicht hören konntest, aber ich schon, wobei wir beide unterwegs waren. Ja, ich war ja auch irritiert und habe nochmal nachgeguckt. Wie hat der Martin das gemacht? Hat der einen kleinen Knopf im Ohr? Ja, deswegen hat er mir nicht zugehört. Sehr schön. Ich habe mich schon gewundert, ja, dass du in kurzer Zeit zweimal nach Frankfurt fahren musstest. Nee, ich war einfach nur temporär verwirrt. Das macht nichts, das macht überhaupt nichts. Dann fällt das nicht so auf, wenn ich so verwirrt bin. Was bist du denn bereit, uns gleich mal in den Kalender einzuführen? Ist es schon soweit? Ja, Herr wir werden jetzt soweit. Jetzt kommen wir nämlich zum Blühkalender. Ja, dann will ich mal hoffen, dass der nicht ganz so verwirrt ist wie die Situation gerade. Ich habe aufgeschrieben die Podcast-Termine der nächsten 3 Monate und die Quelle ist wie immer das Termin-Wiki im Sendegate. Morgen am 7. Juli geht's los mit dem Pottruhr-Stammtisch, dieses Mal mit HörerInnen-Treffen. Das Ganze findet statt im Unperfekthaus in Essen. Da freue ich mich sehr drauf, da bin ich immer wieder gern dabei und das klappt morgen auch wieder. Je nach Wetter, und die Vorhersage ist ziemlich gut, trifft man sich auf der Dachterrasse oder im Wintergarten. Das Ganze fängt um 19 Uhr an. Ebenfalls um 19 Uhr am gleichen Abend, also auch morgen, ist der Stammtisch vom Podcast Meetup München. Das Treffen richtet sich an Podcaster und Podcast-Hörer und Interessierte sind natürlich auch herzlich willkommen. Und thematisch geht's, man kann es fast raten, um alles, was mit Podcasten zu tun hat. Veranstaltungsort ist hier der Biergarten Aumeister im Englischen Garten und genauere Infos gibt es auf dem Twitter-Kanal vom Podcast Meetup München. Am 17. Juli gibt es dann ein Vrindt-HörerInnen-Treffen in Odonien in Köln. So ungefähr gegen 15 Uhr soll das losgehen. Es gibt Kölsch vom Fass und Bratwurst. Wer möchte, kann auch noch was zu essen mitbringen. Für die Koordination bittet Holgi im Vrindt-Blog, dann allerdings um Kommentare. Den Link dazu gibt es natürlich im Sendegate. Und dann gibt's auch wieder das Podcaster Barbecue. Das ist am 22. Juli ab 18 Uhr und das findet statt in der Tanzschule Thiele in Schwerte bei Dortmund. Am nächsten Morgen gibt's auch noch einen Brunch, nämlich von 10 bis 14 Uhr im Café Solo beim Phoenixsee. Weitere Infos gibt's hier auf einer Facebook-Seite, nämlich die vom Podcaster Barbecue. Link auch hier, wie natürlich im Sendegate. Dann gibt es vom 25. Juli von 19 bis 22 Uhr ein Meetup vom Berlin Podcasting. Da soll es um Audiobearbeitung gehen, aber man kann sich immer noch mit weiteren Ideen oder als Sprecher einbringen. Der Veranstaltungsort steht hier noch nicht fest. Dann nähern wir uns mit großen, großen Schritten schon dem Podstock. Wer hier eine Mischung aus Podcast, Festival und Barcamp erleben möchte, der findet das genau das vom 11. bis zum 13. August in Sorschied im Hunsrück. Und wenn das nicht reicht, dann gibt es auch noch einen Helfertag. Dazu kann man dann einen Tag eher anreisen und ein bisschen mit anpacken. Alle Infos, ein vorläufiges Programm und die Ticketbuchung findet man unter podstock.de. Dann springen wir in den September. Da ist am 7. September der nächste Pottäppler-Stammtisch. Der startet um 19 Uhr.
Vom 16. bis zum 23. September ist dann die digitale Woche Kiel. Diese Veranstaltung möchte die Digitalisierung erlebbar machen und Perspektiven für die Zukunft schaffen. In Teilveranstaltungen werden hier vier Themenbereiche abgedeckt und einer dieser Bereiche heißt Bildung und Wissenschaft. Und da gibt's dann am 22. und 23. September Podcasting live. Organisiert wird das vom ESC-Schnack mit Daniela Sonders und Christoph Kreuz. Am 23. September gibt es dann noch eine Veranstaltung, nämlich einen Workshop-Tag vom Podcast Meetup München. Genauer gesagt ist er eigentlich noch geplant. Wenn es denn klappt, soll der von 10 bis 19 Uhr stattfinden. Verbindlich ist die Sache noch nicht ganz. Laut Webseite klopft man da im Moment so ein bisschen das Interesse ab. Wen das interessiert, der kann sich das da am besten mal anschauen. Den Link gibt es natürlich im Sendegate. Am 30. September ist dann der International Podcast Day. Der möchte das Podcasting weltweit bekannt machen. Wie das genau laufen soll und wie man da mitmachen kann, das verrät die Webseite unter internationalpodcastday.com. Am gleichen Tag und wohl auch so ein bisschen angehängt an den International Podcast Day ist das Franken Podcast Meetup in Nürnberg. Da habe ich allerdings noch keine weiteren Infos gefunden. Mit dem Podtruhe-Stammtisch ging es los und mit dem Podtruhe-Stammtisch hört es heute auch wieder auf. Am 6. Oktober ist der dann das nächste Mal wieder im Unperfekthaus in Essen und wieder um 19 Uhr. Das wären die Termine für diesmal. Ganz herzlichen Dank. Sebastian, gibt es noch irgendwelche Podstock-Updates, die du uns einspielen kannst? Oder ist im Moment alles so im grünen Bereich, dass zurzeit nichts... Ja, ich denke, wir machen beim nächsten Mal nochmal etwas dazu, aber diesmal, es gibt zwar auch durchaus Neuigkeiten auch schon für 2018, aber das ist alles noch nicht, da werden wir uns dann zu gegebener Zeit drum kümmern, ja. 2018 auch schon? Wow, wir sind doch noch gar nicht da gewesen. Ja, ich weiß. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Stefan, kommst du auch zum Podstock? Nee, leider nicht. Ich werde es nicht schaffen dieses Jahr. Das passt leider bei mir nicht rein. Ist schade, ich würde euch gerne alle mal treffen, das wäre super. Warst du schon mal da? Ich kann mich gerade. Nee, nicht leider noch nicht, nee. Noch nicht, ne? Genau. Aber vielleicht, wenn es 2018, wenn wir schon so von reden, dann okay. Es wird spannend. Also schalten Sie auch nächste Mal wieder ein, wenn wir über das Podstock 2018 sprechen, obwohl es bei Podstock 2017 noch gar nicht vorbei ist. Sehr schön, sehr schön. Okay, das waren dann die Termine und wir kommen zu den Setzlingen. Und wie immer. Der Disclaimer, ne? Setzlinge völlig subjektiv und wertfreie Auswahl, willkürlich und überwiegend durch den Zufall bestimmt zusammengestellt. Was in diesem ersten Fall schon wieder nicht ganz gilt, denn man hat es vielleicht wahrgenommen, nicht so ganz deutlich und laut, der Grimme Online Award ist wieder vergeben worden und wir im letzten Jahr, da war ein Podcast, ja hier, Soziopod hat ja Soziopod hat gewonnen. Dieses Mal hat auch wieder bei den Preisträgern ist ein Podcaster, sagen wir es mal so. Es hat nicht ein Podcaster gewonnen, das wäre falsch. Und das ist der Wochenendrebell. Der hat einen Grimme Online Award erworben. Und das ist ein Podcast zwischen Vater und Sohn. Ich lese mal eben hier aus der Laudatio. Im Vater- und Sohn-Angebot geht es um Fußball, um Wissenschaft und immer wieder um den Alltag. Anschaulich, unsentimental, aber voller Gefühl, mit einer Mischung aus Stolz und Kummer, wie es der Vater einmal beschreibt und oft sehr, sehr lustig. Über all diese Themen gibt es einen vorbildlichen Austausch mit den Lesern und Hörern per Kommentar, Facebook, Twitter, Mail und sogar Brief und mit immer wieder neuen Aktionen. Autismus, das ist nämlich das Thema, Autismus, so heißt es in JJs Twitter-Biografie, beinhaltet genauso viel Behinderung wie Behilflichkeit. Jason und Mirko von Jutta Czenka nutzen Blog und Podcast, dies zu beweisen und ihr Publikum folgt ihnen dabei gern mit Vergnügen und Anteilnahme. Und als ich das gelesen habe und den Namen JJ gehört habe, habe ich die ganze Zeit gedacht, mein Gott, den haben wir doch schon mal als Setzling gehabt. Und dann habe ich rumgesucht und dann festgestellt, nee, den hatten wir nicht als Setzling, aber er stand die ganze Zeit auf unserer Liste der Setzlinge, die demnächst mal genannt werden sollen. Schade, schade, schade. Wir könnten jetzt sagen, der
Sendegarten hat das vorher gewusst, dass das ein Grimme Online-Preisträger wird. Haben wir natürlich vergeigt. Aber damit ihr wisst, wovon die Rede ist, einen kurzen Hörausschnitt. Ich glaube, es ist aus der ersten Episode. Du begrüßt. Ich begrüße. Zu deinem Podcast. Ja. Okay. Weiß nicht. Wir können ja die Begrüßung auch einfach weglassen. Wie würde es denn dann anfangen? Ja. Du erzählst vielleicht einfach erstmal, was wir jetzt hier gerade machen. Was machen wir denn gerade? Podcasten. Oh, okay. Und wem sein Podcast ist das? Meiner. Deiner. Okay. Hat er einen Namen? Ja. Wie heißt er denn? Der Radiorebell. Mhm. Okay. Das klingt spannend. Und hast auch manchmal Gäste? Ja. Ja? Dich. Ah. Ich bin heute dein Gast. Ja. Und nächstes Mal? Auch. Okay, und übernächstes Mal? Auch. Aha, so. Jetzt verstehe ich. Okay. Und haben wir denn auch Themen? Ja. Oh, ist das ein so ein Wissenspodcast oder? So was Ähnliches. Ein Podcast über Mädchen? Nein. Über. Dann erklär es mir. Über verschiedene Themen, die losen wir jede Folge aus. Okay. Und was sind das zum Beispiel für Themen? Zum Beispiel Sterne, schwarze Löcher, Oma und Opa, Kräfte im Universum und Schule. Okay. Schwarze Löcher, Oma und Opa und Kräfte im Universum. Ja. Das klingt nach einer bunten Mischung insgesamt. Ja. Und wer hat die ganzen Themen ausgesucht? Ich habe ein paar und du. Genau, immer abwechselnd. Genau. Ja. Ungefähr oder genau gleich viele, glaube ich, ne? Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr. Wie immer. Ich lese im Chat und komme natürlich nicht mit, das Ende bekannt zu geben. So, das ist also ein kurzer Hörausschnitt aus dem ersten und er erwähnt ja gerade, dass er über Sterne und schwarze Löcher spricht und es gibt, ich habe in die Episode mit den schwarzen Löchern reingehört, ich habe echt mit den Ohren geschlackert, was dieser Junge über das Weltall weiß. Das ist unglaublich, wie er da souverän diese ganzen Sachen aufzählen kann. Das ist also wirklich ein Faszinosum. Das hatte ich schon vor einiger Zeit mal bemerkt. Und ja, wie gesagt, er ist jetzt Grimme Online Award Preisträger. Und ich werde hier gerade auf das Wunderbarste im Chat korrigiert. Die Preisträger im letzten Jahr waren nicht Soziopod, ich glaube, die waren davor, sondern es war Staatsbürgerkunde, Puerto Partida und die technische Aufklärung. Die haben letztes Jahr den Grimme Online Award abgeräumt. Oder? Ja, waren gewonnen oder nominiert, glaube ich. Ne? Ach, die waren nominiert. Jetzt komme ich aber ganz durcheinander. Ich bin jetzt im Moment auch nicht sicher, wer gewonnen hatte, aber nicht. Ach, mein Gott, man sollte mehr Sendegarten hören. Wir haben das alles besprochen. Verflixt und zugenäht. Jetzt habe ich mich reingelegt hier, Chat. Aber jetzt habe ich den Chat geglaubt. Weißt du denn, woher du den Wochenendrebell noch so ein bisschen im Kopf hast? Mir ist es nämlich eingefallen. Du hast mir den vor einer Weile mal empfohlen. Und da hattest du mir auch was dazu geschrieben. Richtig. Nämlich in einer Twitter-DM. Ich war den ganzen Tag, du hast es ja in der Vorbereitung zu dieser Sendung gefragt, hier, hatten wir das mal im Sendegarten? Und ich habe gesagt, ich kenne das Ding, aber ich hab nichts dazu gefunden, genau wie du. Und jetzt gerade, wo ich sie gehört habe, da hat es dann geklickt. Du hast mir den mal beschrieben in einer DM. Genau. Deshalb war der mir auch immer im Kopf. Und ich habe den doch in der Hand gehabt. Verflixt doch mal. Wo ist der denn geblieben? Genau. Ja. Gut. Also, du kannst bezeugen, dass wir den schon früher mal in den Fingern gehabt haben, aber leider nicht. Leider ist es nicht so weit. Der hat schon reichlich Folgen. 15 oder 20 oder so. Also die beiden sind schon gut im Geschäft inzwischen. Was noch ganz, ganz neu ist, ist eine Empfehlung von Tobias Migge. Der war ja auch schon mal Gast hier im Sendegarten und der hat uns im Laufe der letzten Wochen einen Setzling eingereicht sozusagen. Und zwar schreibt er dazu, kennt ihr das? Ihr habt etwas richtig Tolles erlebt und wollt am liebsten die ganze Zeit darüber reden und es mit der ganzen Welt teilen. Keine Angst, uns geht es genauso. Sorry, das hat nicht der Tobias geschrieben. Das ist eine Selbstbeschreibung Stack Talk. Aus diesem Grund haben Jens, Christian und ich uns für ein Podcast-Format zusammengefunden, bei dem wir über so viel und so lang, indem wir
so viel und so lang über unsere Leidenschaft sprechen können, wie es uns beliebt. Und diese Leidenschaft nennt sich bei uns Sportstacking. Jetzt kann jeder mal grübeln, was Sportstacking ist. Von Turniererlebnissen bis wichtigen Regeländerungen wird bei uns alles aus der Welt des schnellen Becherstapelns besprochen, was uns eben gerade beschäftigt. Wir hoffen, wir können unsere Leidenschaft an euch weitervermitteln und euch auch ein bisschen unterhalten. Dies ist nur eine Vorausschau. Die eigentliche Episode 1 folgt im Laufe der Woche. Dort erfahrt ihr dann auch alles über die Leute aus Taiwan, was die Abendveranstaltung mit Breakdance zu tun hatte, Jens' unheimlicher Fleischkonsum sowie alles über den Ostsee-Cup und über Stacken, Stacken, Stacken. Ja, also wenn man Becher aufeinander stapelt und das möglichst kunstvoll, dann ist das Sport-Stacking. Klingt noch ein bisschen fremd, hören wir mal einfach kurz rein, wie es sich anhören könnte. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Stack Talk, dem Podcast für alle Freunde des Becherstapelns und für die, die es noch werden wollen. Mein Name ist Patrick Kern und an meiner Seite sitzen Jens Zabok. Hallo. Und Christian Albers. Hallo. Und wir haben uns jetzt entschieden, einen Podcast-Versuch mal zu starten, in dem wir verschiedene Themen rund um die Welt des Sportstackings oder des Becherstapelns zu besprechen. Und wir haben noch gar keine Ahnung, wie das jetzt wird, was uns da erwartet. Und wir sind noch ganz, ganz doll auf euer Feedback angewiesen. Also hört euch das Ganze einfach mal zum Ende an und sagt uns Bescheid, wie ihr das findet, was wir verbessern können. Und ja. Was dort noch besonders ist, ist, dass es nicht nur deutsche Stacker dort bei diesem Ostsee Cup dabei sind, sondern dass wir viele internationale Kollegen dabei haben, besonders aus Dänemark, die immer recht gut vertreten sind. Und das Ganze hat immer eine unglaublich familiäre Atmosphäre. Ich glaube, du hast jetzt gerade am Ende kurz einmal gesagt, es ist, glaube ich, noch nicht mal klar geworden, dass es überhaupt ein Turnier ist, der Ostsee Cup. Also wir haben alle gesagt, toll und ganz viele Nationen und so weiter. Das ist ein Turnier an der Ostsee, wo es halt um die Wette gestapelt wird. Das Besondere an dem Turnier ist aber, dass es eben nicht nur das Turnier gibt, sondern eben auch noch ein richtig cooles Rahmenprogramm in meinen Augen. Genau. Und als ich das damals, hat dich auch angesteckt, ne? Ja, als ich damals angefangen habe, habe ich gedacht, mein Gott, was für Freaks. aber inzwischen gehöre ich ja auch schon zu dem. Und ich kann das wirklich nur bestätigen. Und was man auch sagen muss, ist, dass dieser Turniermodus, der dort gefahren wird durch der ISSF, da ganz stark zu beiträgt. So, jetzt wisst ihr, wie sich der Stack Talk Podcast anhören kann und wie es da weitergeht. Ja, das muss man sehen, weil ich glaube, diese erste Folge, die da angekündigt wurde, wenn das jetzt nicht die erste Folge ist, sondern die Nullfolge war, es ist ein bisschen unübersichtlich und man findet sich auf der Webseite auch nicht so wirklich noch nicht so richtig gut zurecht, aber vielleicht wird das ja noch. Ich meine, Drive haben sie ja auf jeden Fall, das kann man nicht anders sagen. Dritter und letzter Setzling ist ein Podcast, der nennt sich Jugendnarrative. Da geht eine, was ist sie vom Beruf? Eine Frau, die irgendwas mit der Bildung zu tun hat. Jetzt weiß ich, habe ich vergessen, was sie macht. Geht herum und spricht mit Jugendlichen. In unserer Suchmaschine FIT wird dazu geschrieben, im Podcast Jugendnarrative von Christin Narr sind Jugendliche und junge Menschen die Gesprächspartnerinnen. Den Rahmen bilden die Themen Bildung und Digitales, der öfter mit einem Schwerpunkt, über den sie sich im speziellen Unterhalten versehen wird. Die Inhalte sind ihre eigenen Meinungen, Erfahrungen und Vorstellungen. Christine möchte die Sichtweisen und Ideen Jugendlicher kennenlernen und hörbar machen, was sie denken, brauchen und wollen. Und auf der Webseite wird noch ergänzt, in der ersten Folge, die dreht sich um Mädchen und Technik, ist Christine nach Bad Reichenhall zu Anna und Elisa gefahren. Sie erfährt viel über ihr Leben, ihre Projekte und wie das mit Mädchen und der Technik so ist. Und die Stimmen dazu klingen so. Das ist die erste Folge von den Jugendnarrativen. Ich bin zu Gast bei Anna und Elisa in Bad Reichenhall. Und das ist die erste Folge überhaupt. Insofern entschuldige ich mich jetzt schon mal für vielleicht meinerseits irgendwelche Räusperer, irgendwelche technischen Probleme. Das wird besser werden in den nächsten Folgen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, weil wir hier ein unglaublich cooles Gestell aufgestellt haben. Anna hat auch schon ein Foto davon gemacht mit einer Digitalkamera und einem
einem Handy und einem Mikrofon und noch einem weiteren Handy dazu. Also es ist ein wunderbares Bild, was wir hier finden. Und aber genug davon. Ich möchte erstmal meine beiden Gästinnen, sagt man das so? Nee, das gibt's gar nicht, ne? Gäste. Kurz selber vorstellen. Mögt ihr einmal anfangen? Wer seid ihr überhaupt? Ich bin die Anna. Ich bin 15 Jahre alt. ich würde mal von mir aus sagen, ich bin mehr in Medien und Technik interessiert als andere Mädchen. Aber das ist auch das meine Einschätzung. Ich habe davon keine Ahnung. Also ich bin die Lisa, ich bin 14. Und ja, also so Medien und auch so ein bisschen Technik finde ich schon interessant. Und also eher als Sprachen, aber ich weiß nicht, wie das für andere so ist. Gut, liegt vielleicht auch daran, dass wir einfach von Haus aus viel damit zu tun haben. Also. Ja. Als andere, als Gleichaltrige. Als Gleichaltrige. Denkt ihr? Ja, vermuten wir. Was habt ihr so? Was macht ihr so? Mm. Achso, man bleibt vielleicht das sagen, dass die beiden Geschwister sind. Ihr seid Schwestern. Mm. Und ihr seid so ein Jahr ungefähr auseinander. Ja. Das ist gerade nochmal so überprüfend an übrigens, für die, die es nicht sehen können. Ich habe ja den Luxus, dass ich das hier sehen kann, sozusagen. Wir sind auch in Elisas Zimmer gerade und unterhalten uns. Und sagt mal so, was habt ihr denn so? Warum denkt ihr das, dass ihr in Technik oder so? Ja, weil unsere Mutter da sehr viel mit zu tun hat und da wir da dann schon irgendwie auch eingespannt sind, so digitale Medien und digital und Jugendliche, und dann müssen wir Projekte begleiten, weil wir die ganzen Leute kennen, die in unserem Alter sind. Dann müssen wir die Leute dazu überreden, mitzumachen. Das haben wir, glaube ich, ich war damals in der 6., als wir es angefangen haben, oder in der 5. 6. war es, glaube ich. Ich bin jetzt in der 10. Also. Schon ein bisschen her. Ja. Und was habt ihr angefangen? Wie? Unser erstes Projekt, also was wir eigentlich Lernvideos. Lernvideos, ja, mit dem iPad. Wir haben iPad Lernvideos gemacht. Ja, so klingt das also bei den Jugendnarrativen. Also ich würde ja Narrativen sagen, aber ich glaube, er heißt tatsächlich Jugendnarrative ohne N hinten dran. Das mag eine künstlerische Freiheit sein, oder ich bin einfach zu blöd zu begreifen, wie das Wort tatsächlich heißt. Okay, das machen dann damit unsere Setzlinge für heute und wir kommen in die Endrunde, nämlich zu unseren Blütenschätzen. So, und dann geben wir mal dem Gast das erste Wort. Stefan, hast du einen Blütenschatz dabei? Du bist vorhin etwas überfallen worden, aber du wolltest dich irgendwie noch wappnen. Hast du was gefunden? Ja, also ich habe jetzt lange überlegt, was ich empfehlen soll. Aber da wir jetzt da heute so toll über Kurationen gesprochen haben, dachte ich, ich empfehle vielleicht einfach zwei Kurationen, die ich ganz toll finde. Die sind ja auch Podcasts, aber anderer Art. Und zwar finde ich zum einen von den Wissenschaftspodcasts ganz tolle Aushängeschilder, heißt der. Das ist eine Sammlung von tollen Wissenschaftspodcast-Folgen, wo die Wissenschaftspodcaster ihre besten Folgen ausgewählt haben. Die sind da drin. Den finde ich ganz toll. Da sind wirklich spannende Folgen drin, die ich noch nicht kannte, die ich noch nicht entdeckt habe, weil ich auch nicht jeden Wissenschaftspodcast verfolge. Und so bekommt man eben so ein Best-of so ein bisschen. Ah, spannend, sehr schön. Habe ich gleich notiert. Hattest du nicht gesagt zwei? Habe ich das falsch verstanden? Soll ich zwei? Ich hatte verstanden, dass du zwei Kurationen rausgesucht hast. Sorry, ich glaube. Ich habe mich jetzt für den entschieden, auf jeden Fall. Bin reif fürs Bett. Ach so, okay, jetzt habe ich es so verstanden. Okay, die Aushängeschilder. Und das finde ich bei FÜD, oder wo finde ich das? Ja, das gibt's bei FÜD. Ich kann dir auch später gerne nochmal noch den Link schicken. Der ist auf jeden Fall bei FÜD. Ja, ist ja eine Suchmaschine. Die sollte ja eigentlich ausspucken, ne? Das hat der Christian ja so schön hingebastelt. Sehr schön. Danke sehr. Das nehmen wir natürlich mit. Und dann frage ich mal den Lars, genau. Lars, was hast du denn mitgebracht? Ja, jetzt wird's noch mal wirr. ich hatte es ja schon mal zwischendurch gesagt, ich höre im Moment sehr weit, sagen wir mal, ältere Folgen nach. Und ein Podcast, den ich schon eine Weile in meinem Catcher hatte und nur höchst sporadisch gehört habe, was ich eigentlich sehr bedauerte,
war das geheime Kabinett vom Butler. Und da habe ich jetzt, wie nennt man das bei Serien, bei Netflix oder so, irgendwie Binge-Watching oder so. Mhm. Ich habe Binge-Listening gemacht mit dem Butler und habe also doch einige Dutzend Folgen jetzt in den letzten ein, zwei Wochen weggeschnupft und habe da wirklich einen ziemlich großen Spaß dran. Also im Prinzip ist mein Blütenschatz dieser Podcast. Aber ich habe auch eine Folge rausgesucht, die wirklich interessant war. Die heißt Party the White House Down. Und da geht es um den siebten Präsidenten der Vereinigten Staaten und seinen Werdegang zum Präsidentenamt. Und das ist eine ausgesprochen schräge Geschichte, die auch einige Parallelen in die heutige Zeit hat. Die Folge ist auch so aufgebaut, dass man den Eindruck hat, ach, der redet von dem Trump, ist aber nicht so. Aber man merkt so ein bisschen, die Geschichte wiederholt sich auch mal. Und es war wirklich sehr schön und spannend zu hören und sehr schön aufgebaut, die Folge. Und deswegen ist das mein Blütenschatz. Wunderbar, klingt sehr gut. Dankeschön. Sebastian, hast du was? Ja, ich habe aus der Rechtsbelehrung, dem Podcast von Markus Richter und Thomas Schwenke, die Folge 46, da ging es nochmal um das Thema Rundfunklizenzen. Ist ja schon ein bisschen her, dass das irgendwie aufgepoppt ist. Und da fand ich sehr schön, da war halt der Syndikus vom Heise Verlag, der Nikolas, anwesend und hat einfach mal erklärt, wie die zu ihrer Rundfunklizenz gekommen sind, wie das Ganze entstanden ist, also einfach mal so ein bisschen Hintergrundberichte. Und das ist im Endeffekt, fand ich sehr, sehr schön, dass es sich finanziell sogar für die ausgezahlt hat, diese Lizenz zu benutzen. Denn das wusste ich auch noch nicht, wenn man nämlich eine Rundfunklizenz besitzt, dann muss man keine Rundfunkgebühren mehr als Firma bezahlen. Und im Endeffekt sparen sie da irgendwie einen vierstelligen Betrag im Jahr oder so an Rundfunkgebühren. Und für die Lizenz wurden irgendwie 1.200 Euro oder so fällig. Das heißt also, das hat sich in einem Jahr schon dann bezahlt gemacht. Also so, das fand ich sehr schön. Also das ist mein Blütenschatz. Also als er das sagte, hörte ich den Amtsschimmel so richtig wiehern, muss ich sagen. Das war, ja, und Markus absurd. Natürlich so, der natürlich von den Gebühren bezahlt wird, fand das natürlich auch eher, Das ist wirklich wahr. Also das ist eine schöne Episode, die habe ich auch gehört. Das war ganz, ganz spannend. Also auch, dass da durchaus keine echte Rechtsklarheit existiert, sondern macht mal, lasst es und man kann es auch drauf ankommen lassen. Also wenn da sitzen Rechtsanwälte zusammen und die sind selber nicht in der Lage, eine vernünftige, also sie haben ja immer unterschieden, ne? Was sage ich meinen Mandanten und was ist wirklich, also was sage ich jetzt hier öffentlich sozusagen? Ich meine, wir hatten die beiden ja auch schon hier im Sendegarten und da hat Thomas ja auch gesagt, also vielmehr Markus hat erzählt, dass es sowieso schwierig war, einen Rechtsanwalt zu finden oder eine Rechtsanwältin zu finden, die öffentlich sich zu Aussagen hinreißen lässt. Und das macht der Thomas ja immer und da ist er natürlich immer ein bisschen schwierig, ne? Weil es kommt halt immer drauf an, auf den Fall und alles und und manchmal will man vielleicht auch einfach einen Ratschlag geben, wo man sagt, okay, ist abwarten vielleicht die bessere Lösung, wie jetzt zum Beispiel, wenn da erstmal zumindest nach aktueller Lage kein, erstmal nur ein Anschreiben kommt von in der Richtung, hey, ihr müsstet mal eine beantragen und nicht gleich irgendwie schon eine große Strafe droht. Ne? Ja, sehr schön. So, dann bin ich dran zum Schluss, Ende und ich muss sagen, ich kann mich nicht wirklich entscheiden. Ich habe zwei. Der erste, der ist mir relativ bald zugelaufen, das ist aus dem Lage der Nation Episode 61, wo es unter anderem um das SPD-Steuerkonzept, den Staatstrojaner, die Vorratsdatenspeicherung, den Schulbau und die Pandas geht. Da gibt es einen schönen Rat von Philipp Banse. Das ist ja der Podcast von Philipp Banse und Ulf Burmeier, wo sie tatsächlich die politische Lage der Nation, so wie der Name ja auch ist, der letzten Woche zusammenkehren, wie sie immer so schön sagen. Und in der Woche gab es eine öffentliche Rede von Martin Schulz,
Und die ist offenbar komplett in die Hose gegangen, weil Herr Schulz also so unmotiviert wie noch irgendwas gesprochen hat. Also normalerweise kann er ja durchaus motiviert sprechen, aber an der Stelle hat er wohl irgendwie einen schlechten Tag gehabt, keine Ahnung. Und Philipp hat sich so aufgeregt darüber, das habe ich noch nie gehört, dass der Herr Banse so gerantet hat, so richtig, er hat ja geschlafen, geredet wie eingeschlafene Socken oder so, wirklich ganz, das hat mir total gut gefallen. Das wollte ich eigentlich mitbringen, aber wie ihr hört, ist es nicht der letzte Blütenschatz, den ich dann zum Hören mitgebracht habe, sondern es gibt noch einen Podcast, der sich so mit politischem Geschehen beschäftigt, und das ist der Wir und Heute Podcast. Der ist vom Korrektivbüro Ruhrgebiet und wird von Martin Kaisch und David Schraven gemacht. Und die letzte Episode oder die 44er Episode, die war erstaunlich lebendig. Also die hatten da allerlei Faxen im Kopf und haben auch komische Geschichten erzählt. Alles durchaus sehr, sehr lustig. Aber womit die echt bei mir Eindruck gemacht haben, oder beziehungsweise der Martin Kaisch, der konnte plötzlich alle, wie viel sind es, 52 Städte, Ortschaften und Gemeinden des Ruhrgebietes auswendig dahersagen. Das hat mich total beeindruckt und ich möchte, dass ihr mit mir gemeinsam bei ihm gleich applaudiert. Hört mal eben rein. Da musst du jetzt halt sagen, das ist schön und toll. Ja, das ist total schön. Und ich sag 53 Städte. Hör mal, Stadt hat eine Qualität. Stadt heißt Stadtzentrum, Kirchturm, du hast ein paar Mindestanforderungen an der Fußgängerzone. Es stimmt nicht. Ich glaube, das sind gar nicht alle Städte. Das sind keine Städte. Da ist Alpen dabei, genau. Da ist Sonsbeck bei. Sonsbeck, Großstadt, Sonsbeck gegen New York. David, Moment, eine Minute, pass auf. Ich bin ja rumgefahren, ich kann sie. Achtung, alle Städte, Gemeinde, Orte im Ruhrgebiet. Dortmund, Castrop, Waltrop, Datteln, Selm, Lünen, Werne, Bergkamm, Kamm, Hamm, Bönen, Unna, Frönnenberg, Holzwickede, Schwerte, Hagen, Breckerfeld, Ennepetal, Schwelm, Gevelsberg, Schrockhövel, Wetter, Herdecke, Witten, Hattingen, Bochum, Gelsenkirchen, Essen, Mülheim, Duisburg, Moers, Neukirchenflühen, Kamp, Lindfort, Rheinberg, Sonsbeck, Alten, Xanten, Wesel, Hamminkeln, Schermbeck, Förde, Hüngste, Dienstlaken, Oberhausen, Bottrop, Gladbeck, Dorsten, Mahl, Haltern, Ohr-Erkenschwick, Recklinghausen, Herten, Herne. 53. Applaus, Applaus, Applaus. Der einzige Mensch Deutschlands, der das Ruhrgebiet auswendig kann. Ja, genau. Deswegen Applaus, Applaus. Also es ist wirklich unglaublich. Und es ist tatsächlich so, die bieten das auch als Video an und man sieht also, dass er nichts abliest oder so. Er guckt einfach auf den Tisch oder in seine also er hat nichts da liegen und kann das einfach so her sagen. Ich bin total beeindruckt. Also das ist mal wirklich eine Leistung. Unglaublich. Gut, mit dieser unglaublichen Leistung, mit diesem einzigen Menschen, der die Städte des Ruhrgebiets dahersagen kann und das auch noch in einem Podcast tut, nicht etwa irgendwo, sondern in einem Podcast, beenden wir diese 27. Ausgabe unserer kleinen Gartenrevue mit großem Dank an unseren Gast Stefan Traut, @ Funkenstrahlen auf Twitter. Vielen Dank, Stefan, dass du uns so von dir und deiner Arbeit erzählt hast und auch vor allen Dingen von der Podlife-App. Und ich hoffe, dass die negativen Empfindungen, die dir da so ein bisschen entgegengeschlagen bist, inzwischen doch vielleicht auch positiven Eindrücken weichen konnten. Und dass ihr seht, dass eure App mit großen und freudigen Armen aufgenommen wird. Ja, hat mich gefreut, dass ich zu Gast sein durfte. Ich bin auch froh, dass es jetzt so fast spontan ja noch geklappt hat, weil ihr ja terminlich über Wochen eigentlich ausgebucht seid. Freut mich, dass es jetzt geklappt hat und wir da ein bisschen drüber sprechen konnten. Super. Und dann danke ich bei meinen wunderbaren Mitgärtnern. Fange ich mal an bei dem Lars. Dankeschön, dass du, wenn auch verspätet, aber trotzdem es möglich gemacht hast, hier bei uns zu erscheinen. Dankeschön. Ja, aber sicher. War wieder klasse. Super. Und dann natürlich dem Hausherren sozusagen, der, also das mit dem Gartentürch, mit dem Quietschenden, da müssen wir nochmal drüber reden, das müssen wir irgendwie in die Krieg kriegen. Dem Sebastian, ganz herzlichen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ja, sehr gerne, danke. Gut, dann danke ich mir jetzt auch und vor allen Dingen danke ich unseren Hörerinnen und Hörern und den Menschen im Chat, die ja auch Hörerinnen und Hörer sind, dafür, dass Sie live dabei gewesen sind und für alle, die das in der Konserve hören, viel Spaß auch beim Nachhören und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss.
Ciao. Tschüss.